Ja, dann darf ich euch jetzt ganz, ganz recht herzlich willkommen heißen zum 2020 Baden Campus Accelerator Demo Day. Wir wollen heute gemeinsam mit Startups, mit unseren Partnern, mit Freunden den Abschluss des Baden Campus Accelerator feiern, der eben in diesem Demo Day mündet. Es ist so, dass wir mit Sicherheit ein turbulentes Jahr hinter uns haben, zum einen gesellschaftlich, zum anderen aber natürlich auch für die Entwicklung der Ideen bei den Startups. Nichtsdestotrotz wollen wir die Gelegenheit nutzen, heute zusammenzukommen. Natürlich in etwas anderer Form, als wir das ursprünglich geplant sind. Und wir werden das Ganze virtuell machen. Nichtsdestotrotz haben wir für euch ein Rahmenprogramm, das möglichst kurzweilig sein soll und auf das ich jetzt gerne einmal mit euch schauen möchte. Ich habe gesagt, wir wollen gemeinsam den Abschluss feiern. Das heißt, wir wollen natürlich auch den Startups heute Abend nochmal die Gelegenheit geben, sich zu präsentieren, ihre Idee zu zeigen und uns zu zeigen, was auch in den vergangenen Monaten seit April entstanden ist. Wir steigen gleich ein mit einer Begrüßungsrunde. Wir werden Thomas Scheuerle hören, den Bürgermeister von Breisach, Oliver Rhein und auch Arndt Apfold aus dem Wirtschaftsministerium. Wir werden dann dazu kommen, was eigentlich der Höhepunkt dieses Abends ist. Wir werden uns dann den Startups widmen. In einer ersten Session werden Pitches stattfinden. Diese Pitches werden vor einer internationalen Jury stattfinden. Wir machen dann ein kurzes Q&A mit einem ehemaligen Startup, gucken da ein bisschen drauf, was geht eigentlich mit Startups und Unternehmen, wie können Kooperationen aussehen. Wir gehen dann in die zweite Runde der Pitches. Wir werden in beiden Runden jeweils 5 Startups dabei haben und wir werden dann natürlich am Schluss eine Siegerehrung haben. Bevor wir zu der kommen, wird es aber eine zweite Q&A-Session geben. Ich freue mich jetzt, dass es soweit ist. Ich glaube, wir haben alle auf diesen Tag hingefiebert. Damit so ein Accelerator erfolgreich sein kann, steckt eine ganze Menge Arbeit drin. Wir im Baden Campus haben viel organisiert, viel geplant. Ich habe gerade schon angesprochen, dass es ein turbulentes Jahr war auch. Viele Workshops konnten nicht wie ursprünglich geplant oder wie gewohnt auch in Präsenz stattfinden, sondern wir mussten auf digitale Formate ausweichen. Nichtsdestotrotz hat das gut funktioniert und wir stellen das auch mit dem heutigen Abend nochmal unter Beweis. Und stellvertretend für den Baden Campus freue ich mich jetzt, die erste Begrüßung übergeben zu dürfen. Und das wird unser Geschäftsführer übernehmen, Thomas Scheuerle. So, ganz Corona-konform. Herzlich willkommen auch von mir an alle Gäste, alle Partner, an die Investoren, an die Jury und auch die Startups, die heute pitchen und auch an die Startups, die jetzt heute nicht mitpitchen, aber in diesem Jahr am Programm mit teilgenommen haben. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Ja, Flo hat es gerade gesagt, es ist ein spezielles Jahr, aber ich habe es überlegt, die letzten 3 Jahre immer, wenn es um das Thema ging, warum oder was macht den Spaß am Baden Campus, war meine erste Antwort eigentlich immer, die Arbeit mit den Startups ist unheimlich, macht Spaß, weil das sind Leute, die sind positiv, konstruktiv, die wollen was machen, die haben eine hohe Sozialkompetenz, sind schlau. Und da hat dieses Jahr nichts dran geändert. Das war in diesem Jahr genau gleich. Es waren sicherlich Sachen, die haben wir nicht so machen können, wie man es vorgehabt hat, aber es waren viele andere Sachen, die man hat neu dazunehmen können. Und ich glaube, deshalb haben wir dieses Jahr auch nicht irgendwie ein Jahr des Stillstands erlebt oder des Rückfalls, wie das vielleicht hier und da diskutiert wird, sondern im Gegenteil. Das hat sich auch bei uns eigentlich in der Entwicklung nochmal beschleunigt. So ein paar Beispiele. Wir haben neue Teams dazugekriegt, die in diesem Jahr auch mal aus Berlin und aus Paris kamen, also die Möglichkeit genutzt haben, des Digitalen an unserem Programm teilzunehmen. Wir haben neue Unternehmenspartnerschaften schließen können, auch alte Partnerschaften oder Teams, die schon länger dabei sind, auch in diesem Jahr noch vermitteln können. Wir werden nachher den Heiner Steinberg von den Werle-Werken gemeinsam mit Cubic 3D und den Peter Neske von Pfizer hören mit Startup-Kooperationen bei uns. Wir haben dieses Jahr viel in die Richtung Investments gemacht, nicht zuletzt dank des Pre-Seed-Programms von Startup BW. Auch Protect hatten wir schon beim Kickoff als Thema. Also auch in diese Richtung ist viel passiert, wo auch das Land sich, glaube ich, sehr stark für die Startups eingesetzt hat und wir froh sind, dass wir da Betreuungspartner sein können und das den Teams auch zugutekommt. Wir haben ein bisschen sagen wir mal, das Spielfeld vergrößert. Wir haben mit der Hochschule Furtwangen am IFC in Tuttlingen dieses Jahr das erste gemeinsame Format gemacht. Wir haben im kommunalen Umfeld Startup-Projekte angestoßen. Ja, und nicht zuletzt haben wir ein bisschen besser gelernt, wie man digitale Events macht. Ich hoffe, das merkt man auch heute. Ist auch was trotz vieler Digital Natives im Team nicht so von heute auf morgen geht. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir da sehr kampferprobt.
Ja, fürs nächste Jahr, da war es nur ein kleiner Ausblick, wollen wir gerne diese Aktivitäten alle weiter ausbauen. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten relativ viele Gespräche geführt, haben neue Partner auch nochmal dazu gewonnen aus der Region, aus Offenburg, aus Lörrach, aus Villingen-Schwenningen, aus Tuttlingen, aus Furtwang und auch auf französischer und Schweizer Seite. Und nicht zuletzt natürlich auch in Freiburg. Und wir wollen diese Idee eines regionalen Accelerators, der vielleicht auch ein bisschen Gegenentwurf ist zu den urbanen Accelerator, noch weiter ausbauen mit den Partnern, die wir da haben, mit den starken Hochschulen, mit den Unternehmen in der Region und uns da auch in unserem Förderschwerpunkt im Bereich Mikrosystemtechnik noch mehr zeigen. Das hat ein Wahnsinnspotenzial hier in der Region. Das ist eine Schlüsseltechnologie, die schlussendlich die digitale oder die physische mit der digitalen Welt verbindet. Und das wollen wir noch weiter stärken und da wirklich auch sichtbar werden, noch sichtbarer als jetzt schon, auch über die Landesgrenzen hinaus. Das ist unser Ziel. Und das gelingt insbesondere eben auch gemeinsam mit Partnern. Innovation funktioniert eigentlich immer dann, wenn ein Ökosystem gut ist, wenn man gut zusammenspielt, wenn man unterschiedliche Dienstleistungen gebündelt anbieten kann. Ja, und deshalb würde ich mich gerne zum Schluss oder zum Eingangs jetzt gleich auch nochmal bei allen unseren wichtigen Partnern bedanken. Das ist natürlich zum einen erstmal die Badenova und die Stadt Breisach, die uns sozusagen Wind unter die Flügel geblasen haben und uns auch jetzt nach wie vor noch stark unterstützen. Das ist das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, das uns mit ESF und eigenen Mitteln seit 3 Jahren unterstützt, dabei Startups hier in Breisach oder in der Region zu fördern. Das sind alle Partner und Mentoren, die ich jetzt gar nicht aufzählen kann. Wir haben da viele sehr, sehr erfolgreiche, sehr interessante Persönlichkeiten, die sich ehrenamtlich für unsere Startups engagieren. Wir haben viele Unternehmenspartner oder Dienstleistungspartner, die uns hier bei unserer Idee oder die Startups hier unterstützen. Auch dafür herzlichen Dank. Auch da würde ich stellvertretend gerne ein paar rausgreifen. Das ist Bansbach Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. Das ist die Barmer. Das ist der Pfizer Healthcare Hub. Und das ist Lex Rocket von Haufe, die uns dann nochmal besonders fördern. Auch gerne würde ich mich bei den Preisgebern von heute bedanken. Das ist also nochmal das Bansbach Startup Desk. Das sind die Rechtsanwälte Friedrich Graf von Westfalen. Das sind die Patent- und Rechtsanwälte Maurer Jenkins und das ist die Volksbank Freiburg. Herzlichen Dank. Auch nochmal herzlichen Dank an die Jurymitglieder, die sich heute Zeit nehmen und unsere Teams hoffentlich auch challengen werden am Schluss. Und zuletzt möchte ich mich noch gerne beim Team bedanken. Der Flo hat es gesagt. Das Jahr war sicherlich nicht ganz einfach, aber ich glaube, auch unser Team hat gezeigt, dass es resilient ist. Wir haben da eine relativ gute Zeit gehabt, viel Spaß gehabt, viele Dinge bewegt und jetzt nicht zuletzt die Organisation dieses Demo Days heute zeigt mir das nochmal. Insofern auch nochmal herzlichen Dank ans Team. Und jetzt freue ich mich nach den weiteren einleitenden Worten auf die Pitches. Wir haben über 100 Anmeldungen online gehabt, um nochmal die Spannung ein bisschen hochzunehmen. Also liebe Startups, bin gespannt, viel Erfolg und ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Dankeschön. Vielen Dank, Thomas. Okay, einmal wieder in die Bildschirmfreigabe. Ja, danke Thomas. Du hast, glaube ich, ein paar extrem wichtige Punkte angesprochen. Du hast gesagt, wir sind mit dem Baden Campus ein Accelerator im ländlichen Raum. Ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Mit unserem Sitz in Breisach sind wir weit ab von den Startup-Metropolen wie Austin, Berlin, Zürich. Nichtsdestotrotz hat gerade die lokale Verankerung natürlich auch ihren Reiz und macht uns auch zu dem, was wir sind. Die Heimat des Baden Campus, das ist die Stadt Breisach. Und die Stadt Breisach nutzt die Innovationskraft, die hier entsteht, und versucht immer wieder Projekte einzubinden. Das ist auch ein fester Anker im Programm des Baden Campus, dass wir eben eine regionale Verankerung haben und in unserer Idee auch die Kommunen mit einbinden. Das heißt, ich freue mich jetzt ganz besonders auch darüber, dass wir ein Grußwort haben, leider nicht persönlich, das konnte er leider zeitlich nicht einrichten, aber in einer Videobotschaft wird sich jetzt auch der Bürgermeister der Stadt Breisach einmal an uns wenden und ich darf dieses Video einmal abspielen. Meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren,
Liebe Teilnehmer des Baden Campus, heute in Breisach möchte ich Sie als Bürgermeister der Stadt virtuell begrüßen zu Ihrem Demo Day im Baden Campus. Unser Baden Campus besteht nun schon seit 3 Jahren, er ist sehr erfolgreich und die Europastadt ist stolz darauf. Ganz besonders freut es mich immer mitzubekommen, dass junge, innovative Unternehmer mit einer sehr, sehr guten Idee hier über den Baden Campus begleitet werden, gecoacht werden, auf den Weg gebracht werden. Und ein Riesenvorteil hier auch vielleicht gerade im ländlichen Raum bei uns im Baden Campus ist es, dass große, namhafte Unternehmer, ja, ich möchte sagen, Appetit bekommen haben und den Kontakt zu jungen Unternehmern, wie Sie es sind, mit jungen Köpfen, mit schlauen Köpfen, mit guten Ideen versuchen, in den Kontakt zu treten, beispielsweise Testo oder Hella Gutmann, die hier vor Ort sind. Was kann die Stadt bieten? Wir als Stadt wollen sehr unternehmensfreundlich sein, wir wollen sehr testfreundlich sein. Also wir als Stadt haben es uns zur Aufgabe gemacht und ich habe es mir als persönliches Ziel vorgenommen, dass vielleicht aus dem Baden Campus jährlich ein Projekt oder ein Unternehmen hier in Breisach testen kann, hier in Breisach erste Schritte machen kann. Weil ich glaube, nach meinem laienhaften Dafürhalten, es ist schon auch wirklich ganz wichtig, dass gute Ideen zum Laufen kommen. Also, dass ein gutes Umfeld geboten wird, wo man seine Idee auch mal, auch mit der Gefahr, dass es scheitert oder dass es daneben geht, dass es mal ausprobiert werden kann. Und da möchte ich die Infrastruktur, da möchten wir, der Gemeinderat und ich persönlich, die Stadt Breisach am Rhein gerne zur Verfügung stellen, quasi als Reallabor. Und das ist ja dann auch das Win-Win-Geschäft. Für die Stadt ist es natürlich toll, wenn man als kleinere Stadt, jenseits von den großen Metropolen, wenn wir als kleine Stadt, als Europastadt Breisach am Rhein, solche junge Ideen bei uns zum Laufen bekommen. Das ist der große Vorteil für uns, dass dann der gute Name Breisachs weit über die Grenzen hinausstrahlen könnte. Der große Vorteil für Sie ist, dass Sie testen können und da möchte ich darauf hinaus, was in Breisach funktioniert, was hier gut umgesetzt wurde, das wird auch überall anderswo funktionieren können oder auch müssen. Deswegen ist es aus meiner Sicht ein Win-Win-Geschäft. Der Baden Campus, für mich persönlich, für die Stadt ein Erfolgsmodell. Der Baden Campus, der beweist, dass Innovation gerade auch im ländlichen Bereich gut funktionieren kann, dass er genau da recht willkommen ist. Wir haben hier natürlich auch die Grenze zu Frankreich direkt vor der Haustür. Deswegen sind wir auch immer froh, wenn es junge Unternehmer gibt aus Frankreich, aus ganz Deutschland, die hier bei uns die ersten Schritte dann entsprechend machen. Ich wünsche Ihnen heute für Ihren Demo-Day virtuell guten Austausch, gute Ideen, alles, alles Gute für Sie persönlich, für Ihr Unternehmen. Und es würde mich unglaublich freuen, wenn dann nächstes Jahr in der vielleicht Corona-freien Zeit die ein oder andere Projektidee hier in Breisach gemeinsam mit der Badenova, mit dem Baden Campus, mit Ihnen und der Stadt umgesetzt werden könnte. Alles Gute für Sie, Ihr Oliver Rhein. Das zum Grußwort von direkt aus dem Rathaus von Oliver Rhein, dem Bürgermeister aus Breisach. Und ich möchte an eine letzte Begrüßung abgeben. Ich glaube, man kann getrost sagen, dass Deutschland aus der Geschichte heraus ein Land der Denker und Erfinder ist. Ich glaube, in den letzten 200 Jahren sind hier extrem wertvolle Innovationen entstanden. Und das ist unter anderem natürlich auch in Baden-Württemberg der Fall. Baden-Württemberg ist bekannt für regionale, für lokale Impulse. Und für diese Impulse sind Startups die essentielle Größe, eine essentielle Größe. Das Thema Startups hat sich längst auf politische Ebenen durchgeschlagen und ich freue mich jetzt umso mehr, dass wir auch aus landespolitischer Sicht einen Gast haben, der das Thema für sich treibt. Ich freue mich, den stellvertretenden Referatsleiter des Referats Existenzgründung und Unternehmensnachfolge aus dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in Baden-Württemberg begrüßen zu dürfen. Und ich darf das Wort abgeben an Arndt Apfold. Ja, herzlichen Dank. Auch herzlichen Dank, dass Sie die lange Vorstellungsrunde schon mal oder die Einführung der Namen und Titel schon mal übernommen haben. Das spart natürlich Zeit. Es entbehrt auch nicht einer gewissen Ironie, dass bei Startup- und Gründungsveranstaltungen erstmal offizielle sprechen, erst der Bürgermeister, jetzt auch noch Ministerialbeamter, also zwei Personen, die erstmal einen ganz anderen Lebensentwurf haben als die heutigen Hauptdarsteller, um die es eigentlich geht. Kann man mich hören? Ja, sehr gut. Ja, wunderbar. Da kam gerade eine Meldung, deswegen war ich nicht ganz sicher, ob das funktioniert, weil Sie sehen, ich habe einen Telefonhörer.
Das liegt jetzt nicht daran, dass ich nach einem halben Jahr Corona nicht in der Lage bin, eine Videokonferenz zu bedienen. Aber Zoom ist bei uns im Hause nicht erlaubt. Wenn man EDVler wüsste, dass ich einen Weg gefunden habe, Zoom auszutricksen bei unserer Architektur. Also verraten Sie es bitte schön nicht weiter. Da ich nun mal kein Startup bin, sondern sozusagen der Startup-Förderer hier im Ministerium sein darf, möchte ich Ihnen jetzt auch nicht sagen, wieso Sie sich selbstständig machen sollten, obwohl ich einen Job auf Lebenszeit habe, sondern ich möchte darüber berichten, was genauso wichtig ist, denke ich, und was wir beitragen können, die Kommune, das Land, die öffentliche Hand. Wir können für Rahmenbedingungen sorgen. Und eine dieser Rahmenbedingungen ist auch die Unterstützung von Projekten, Acceleratoren wie dem Baden-Campus vor Ort. Und man kann sich das eigentlich ähnlich vorstellen, auch wie die Startup-Förderung. Auch der Baden-Campus, das war jetzt vielleicht nicht kein One-Pager, aber letztendlich haben die beim ersten Fundraising sich auch bei uns sozusagen beworben. War eine spannende Auswahl. Ich finde es wirklich beachtlich, wie sich der Baden-Campus in den letzten 3 Jahren entwickelt hat. Und es steht natürlich jetzt sozusagen die nächste Finanzierungsrunde vor der Tür. Wir haben einen neuen Förderaufruf. Ich darf davon ausgehen, dass auch der Baden-Campus sich wieder bewerben wird, nicht unbedingt bei uns pitchen wird, aber eben auch einen Antrag einreichen wird. Und es fiel ja schon hier mehrfach der Begriff ländlicher Raum. Und der Baden-Campus hat sich wirklich als ein Vorzeigeprojekt entwickelt, das ein Startup-Accelerator nicht nur im urbanen Raum gedeihen kann, sondern auch im ländlichen Raum und eben auch auf einem Niveau gedeihen kann, dass man sich nicht verstecken muss vor den Acceleratoren, die wir im urbanen Raum kennen. Wobei, gut, ich spreche hier aus Stuttgart. Ich weiß natürlich auch, dass Stuttgart im Vergleich zu Berlin oder Tel Aviv auch noch Luft nach oben hat, was die Urbanität angeht. Aber nichtsdestotrotz natürlich andere Rahmenbedingungen. Und ich bin da also frohen Mutes, wenn der Baden-Campus sein PS auf die Beine bekommt, werden wir als Co-Investor noch weitere, ja, denke ich, spannende Jahre gemeinsam erleben. Also ich drücke mal die Daumen und wünsche da toi, toi, toi und bin da sehr zuversichtlich. Ich mache mal noch einen kurzen kleinen Werbeblock in eigener Sache. Neben der Förderung von Infrastruktur, sage ich jetzt mal, der überbetrieblichen Förderung, haben wir natürlich auch einzelbetriebliche Angebote. Ich habe auf der Liste schon gesehen, viele Bekannte, die wir schon unterstützen. Für alle, die es noch nicht so auf dem Radar haben, das fängt zum Beispiel an, dass wir Beratungsleistungen am Anfang der Gründung mit bis zu 80% fördern können. Für innovative Startups immer ein Thema, unsere Innovationsgutscheine, wo wir bei Prototypen und Entwicklungskosten bis zu 50%, bis zu 20.000 Euro als verlorene Zuschüsse geben könnten, die sicherlich die meisten schon auf dem Radar haben oder teilweise ja auch schon in Anspruch genommen haben, wer das nicht hat, aber es brauchen könnte, Beratungsgutscheine, Innovationsgutscheine auf startupbw.de finden Sie alle Informationen. Und es klang ja auch schon an, ich denke, ein neues Erfolgsprodukt aus dem Hause Baden-Württemberg, hätte ich fast gesagt, Startup BW Pre-Seed und jetzt eben in der aktuellen Situation auch in der Erweiterung Protect, unsere Frühphasenfinanzierung. Mit Blick auf die Liste, oder ich habe auch gerade gehört, Cubic 3D wird nachher auch noch hier teilnehmen, durfte erst vor kurzem auch vor Ort mir die Entwicklung sozusagen des MVPs, des Prototyps des Druckers anschauen. Wirklich sehr, sehr spannend. Also auch hier freue ich mich, dass wir sehen können, dass unsere Maßnahmen in Partnerschaft auch mit der BWCon und hier vor Ort in Breisach mit dem Baden-Campus auch wirklich angenommen werden, ankommen, unsere Forderung. Und für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, wir haben die Möglichkeit, hier Größenordnungen 200.000 Euro in Ausnahmefällen auch darüber hinaus Anschubfinanzierungen zu geben, rückzahlbar, aber immerhin zinsfrei, ohne Sicherheiten, im Prinzip wie ein wandelbares Nachrangdarlehen, wo wir in einer sehr frühen Phase unterstützen können und in Corona-Zeiten auch ältere Startups überbrücken können, bis wir dann den Punkt erreicht haben, wo es hoffentlich wieder die Normalität einsetzt, auf die wir natürlich alle, ja, so arg warten. Und am Schluss vielleicht nur noch eine einzige Bemerkung. Mein Job, also Sie können sich vorstellen, der Job in einem Ministerium ist natürlich auch geprägt, Austausch mit Politik, Austausch mit Verwaltung. Man hat mit Beihilferecht zu tun. Man schreibt viel, es ist viel theoretisch.
Manches funktioniert, vieles ist auch für einen Papierkorb. Und umso schöner ist es, dann auch wirklich erleben zu dürfen, dass man an Projekten wie Pre-Seed, wie Protect und natürlich auch wie Baden Campus mitwirken kann und an Veranstaltungen wie heute auch wirklich live sehen kann oder das gute Gefühl haben kann, hoffe ich, dass man einen kleinen Beitrag dazu geleistet hat, dass wirklich auch was entsteht. Und spätestens, wenn man dann die Projekte von Ihnen, liebe Start-Upper, Gründerinnen und Gründer, sieht, geht man mit einem besseren Gefühl morgens wieder ins Büro oder abends nach Hause und hat das Gefühl, man hat nicht bloß Papier geschrieben für den Papierkorb. Also von daher freue ich mich, hier zu sein und wünsche allen viel Erfolg. Und wenn Sie Erfolg haben, ist es auch ein bisschen ein Erfolg des Ministeriums vielleicht und am Ende des Tages ein Erfolg für die Volkswirtschaft von Baden-Württemberg. Und deswegen machen wir das alles. Wenn Sie einzelbetrieblich Erfolg haben, haben wir in der Summe einen volkswirtschaftlichen Erfolg. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass genau das uns allen gelingen wird. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie, Herr Apfold, für die Begrüßung. Einerseits natürlich für spannende Impulse. Aber Sie haben verschiedene Sachen angesprochen. Sie haben gesagt, Sie haben einen ganz anderen Lebensentwurf. Und umso schöner finde ich es trotzdem zu sehen, dass diese Lebensentwürfe hier zusammenfinden können. Und dass wir trotzdem jetzt hier gemeinsam den Demo-Day feiern können. Sie haben auch angesprochen die erfolgreiche Zusammenarbeit in der Vergangenheit und die erfolgreiche Zusammenarbeit, die uns in der Zukunft noch bevorstehen wird. Darauf freuen wir uns natürlich auch. Jetzt wollen wir aber doch tatsächlich so den Blick in die Gegenwart nochmal werfen. Wir wollen uns jetzt dem widmen, weswegen wir hier eigentlich zusammengekommen sind. Das sind die Akteurinnen und Akteure, um die es hier im Demo-Day gehen soll. Seit April ist eine ganze Menge passiert bei den Startups und wir möchten jetzt den Startups die Gelegenheit geben, einmal zu zeigen, wie sie sich entwickelt haben, was passiert ist und was eigentlich ihre Geschäftsidee ist. Ich freue mich, dass 10 Startups heute sich die Zeit genommen haben, sich vorbereitet haben und heute ihre Idee präsentieren werden. Ich hatte es ganz am Anfang schon erwähnt, dass das ein Pitch vor einer internationalen Jury sein wird und wie das Ganze genau ablaufen wird, das wird uns der Günther jetzt erklären. Ja, vielen Dank, Flo. Auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich würde jetzt an dieser Stelle die Startups und die Jury ankündigen. Bevor wir aber noch mal kurz aufs Programm schauen, bevor ich zu Wort komme, wollen wir ganz kurz noch ein paar Stimmen zu Wort kommen lassen, die wir vorher eingefangen haben und ein kleines Video gesammelt haben. Das heißt, wir würden jetzt ein kleines Video abspielen und unsere Mentoren, unsere Startups, unsere unternehmerischen Partner zu Wort kommen lassen und dann kommen wir auf das Programm zurück. Wir entwickeln Software für die Einschätzung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen und zwar auf länderspezifischer Ebene. Wir digitalisieren die Wasserwirtschaft. Wir sind eine Software für Tagungshotels und Locations, um den Buchungsprozess für Meetings und Events zu automatisieren. Ich habe ja schon in meinem Leben viele Demo-Days am Schluss von solchen Batches gesehen. Da ist es manchmal ja am Schluss weniger spannend wie hier schon am Anfang. Also ich finde es beachtlich, was hier schon spannend. Wir entwickeln Automatisierungstechnologie für Vertical Farming Anlagen. Mit einem Balkon-Solargerät kann man einfach Strom erzeugen, die Energiewende voranbringen und sogar noch Geld sparen. Ich habe mich sehr gefreut, in diesem Jahr als Mentor beim Baden Campus Accelerator dabei zu sein. Ich war von der Vielfalt und Innovationskraft der Startups wirklich begeistert. Ich habe dieses Jahr das erste Mal als Mentor beim Baden Campus Startup Accelerator mitgemacht. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Das hat total viel Spaß gemacht und ich freue mich darauf, auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Mit Unterstützung vom Baden Campus Accelerator konnten wir in den letzten Monaten ein digitales Geschäftsmodell entwickeln und uns im Startup-Ökosystem von Freiburg hervorragend vernetzen. Der Baden Campus Accelerator hat uns besonders in unserer Vorbereitung für unsere erste Finanzierungsrunde unterstützt. Neben individuellen Mentoring-Sessions und dem Austausch mit vielen Experten in verschiedensten Themen wie zum Beispiel Finanzierung, Strategie, Unternehmensaufbau, aber auch so Sachen wie Buchhaltung und Prototyping
Wir, die Stadt Breisacher Rhein, sind natürlich super stolz drauf. Wir sind die Heimat des Baden Campus. Gemeinsam mit Baden Campus haben wir dieses Jahr einen Online-Innovation-Hackathon ausgerichtet. Wir sind das Gründernetzwerk der Ortenau, arbeiten da schon seit einigen Jahren zusammen mit dem Baden Campus, eigentlich seit einem Beginn, und sind hier eigentlich dabei, ein gemeinsames Netzwerk überregional entlang des südlichen Oberrheins aufzubauen. Das IFC bedankt sich hiermit natürlich recht herzlich für die tolle Zusammenarbeit mit dem Baden Campus. Jean-Louis und Axel vom Team GESA aus Frankreich. We are currently working with the Baden Campus on cross-border exchanges between startups and ecosystems. And together we have created the first edition of the Trinational Estate Days in a 100% digital format. After a very successful first event, the University of Basel is very much looking forward to grow our partnership with the Baden Campus. Wir bieten Startups einen Raum, einen Ort, wo sie ihre Ideen ausprobieren können, wo sie testen können. Wir sind Kooperationspartner bei Projekten mit Startups und unterstützen gegebenenfalls auch finanziell Projekte. Natürlich ganz wichtig und auch besonderer Dank von mir an die Baden-Nova und natürlich auch an die Stadt Breisach. Wir verschaffen Zugang zu internationalen Kunden und internationalen Investoren. Und in diesem Sinne arbeiten wir sehr gern mit dem Baden Campus zusammen. Dafür möchten wir uns heute nochmal bedanken, dass wir die Möglichkeit hatten, hier dran teilzunehmen. Und bedanken uns für die geile Zeit. Und bedanken uns für die fantastische Unterstützung. Wir sind sehr dankbar, dass wir dabei sein durften und konnten uns ein unglaublich gutes Netzwerk aufbauen. Vielen Dank und alles Gute. Das Programm startete im April bei uns mit der Markteintrittswerkstatt. Wir haben das im Kickoff schon erklärt. Bei der Markteintrittswerkstatt war es auch so wie auch 2019, dass wir mit den Basics für die Startups begonnen haben. Das heißt, wir haben Workshops gemacht zum Thema Strategie und Geschäftsmodell, Finanzen, Marketing und Prototyping. Uns hat es aber nicht gereicht. Wir wollten tiefer gehen. Wir wollten auch noch einen Schritt draufsetzen. Deswegen haben wir die Finanzierungswerkstatt darauf aufgebaut. Bei der Markteintrittswerkstatt war es so, dass wir 10 Workshop-Tage hatten. 8 waren virtuell aufgrund Corona. 2 konnten wir dann hybrid machen. Das heißt, wir waren zum Teil vor Ort, haben das aber auch live übertragen für die Teams, die nicht nach Breisach kommen konnten. Es waren 30 verschiedene Inputs zu verschiedenen Themen. Wir hatten 24 Referentinnen und Referenten und 40 Mentorinnen und Mentoren. Und wir hatten auch eine Weinwanderung. Das war bei uns an der Summer School. Das war an einem Tag, an dem wir es hybrid machen konnten. Und mit allen Abständen, mit allen Regeln damals, konnten wir diese Weinwanderung gut durchführen. Wie man unten rechts auf dem Bild sieht, auch für das Foto noch die Abstände der einzelnen Teams eingehalten. Auf den Fotos oben sieht man, wie es bei den virtuellen Workshops abgelaufen ist. Das war für die Markteintrittswerkstatt, die von April bis Juli lief. Wie gesagt, wollten wir dann noch die Finanzierungswerkstatt drauf machen, um die Teams auch ein bisschen besser vorzubereiten, wenn sie mit Investoren sprechen, wenn sie in die ersten Gespräche gehen. Deswegen haben wir uns die Finanzierungswerkstatt ausgedacht und veranstaltet, zusammen mit verschiedenen Partnern. Zum Beispiel beim Workshop Fundraising war Marc Beermann da, ein erfahrener, ein erfolgreicher Gründer und Investor. Und bei den Themen integrierte Finanzplanung, IP-Management, Verhandlungsstrategie und Unternehmensbewertung hatten wir unsere Partner, die auch unter anderem die Preisgelder heute stellen, Bansbach, Maucher Jenkins und Friedrich Graf von Westfalen da, die die Workshops mit Experten ausgefüllt haben. Das heißt, wir haben da nochmal einen Fokus drauf gelegt auf Finanzierungsthemen und haben auch nochmal den Accelerator geöffnet für neue Teams. Das heißt, die Teams, die am Anfang schon dabei waren, die 17 Teams, konnten weiter in der Finanzierungswerkstatt dabei sein, haben aber uns noch neue Teams dazugeholt. Das heißt, die Bewerbungsphase nochmal geöffnet, das wir gleich sehen werden. Bei der Finanzierungswerkstatt gab es, wie gerade eben gesehen, 6 Workshop-Tage. Da waren die ersten beiden hybrid, weil wir es noch hybrid anbieten konnten. Das heißt, wir waren hier vor Ort mit den ersten 2 Workshops, wie man auch beim Bild unten rechts sieht, haben es aber auch wieder übertragen für die Teams, die nicht kommen konnten. Wir hatten 10 verschiedene Themen, also 10 verschiedene Inputs. Wir hatten 13 Referentinnen und Referenten
und drei essentielle Partner mit Bansbach, Friedrich Graf von Westfalen und Baucher Jenkins, die uns da mit ihren Experten unterstützt haben. Aber nicht nur diese Partner, sondern auch unser komplettes Innovationsökosystem dient uns als Grundlage bei der Startup-Förderung. Wenn Sie uns schon länger bei Veranstaltungen wie dem Kickoff oder dem Demo der in den letzten Jahren gesehen haben, dann kennen Sie vielleicht diese Folie schon. Wir wollen einfach unseren Dank damit aussprechen an unsere Partner, an unsere, ja, mitunter sogar Freunde, die uns tagtäglich da helfen und unser Netzwerk, ja, das uns einfach in unserem täglichen Arbeiten weiterhilft und über das wir sehr froh sind. Jetzt kommen wir zu den Startups. Wie gesagt, starteten wir am Anfang mit 17 Teams, bei denen zwei Teams währenddessen leider aussteigen mussten. Wir hatten dann zur Finanzierungswerkstatt, wie gesagt, die Bewerbungsphase wieder geöffnet, haben 7 neue Teams dazugekriegt. Das heißt, ja, wir hatten eine gute 20er-Zahl an Teams, die bereit waren, für den Demo-Day zu pitchen. Unter anderem auch Teams, die nicht dabei sein konnten oder jetzt können, wie Grim Water Solutions, die durch Internet der Dinge, Blockchain und KI den Wasserkreislauf in Kommunen und Städten digitalisieren möchte. Aber auch internationale Teams wie das Team Geser aus Frankreich, das in Baden-Württemberg Fuß fassen möchte. Das Team Geser bietet eine digitale Plattform an, bei der man schnell und einfach die geeignete Lösung für eine energieeffiziente Altbausanierung ermittelt. Das heißt, wir haben viel mehr Teams bei uns im Programm gehabt, als jetzt leider pitchen können. Wir mussten uns beschränken. Es gab ein kleines Halbfinale, bei dem sich die Teams qualifizieren konnten für den Demo Day und jetzt vor der internationalen Jury pitchen dürfen. Die Reihenfolge und die Startups, die heute pitchen werden, sehen wir hier. Wir beginnen mit Constell A und gehen bei Go Patients als 5. Startup in den kurzen Break mit der Q&A-Session, machen dann mit Resider weiter und das letzte Startup ist Hiwa AI. Die Regeln sind so, jedes Team hat einen 3-Minuten-Pitch vorbereitet. Wir lassen die Zeit nebenbei auch laufen. Wir werden jetzt aber nicht komplett abbrechen nach 3 Minuten, sondern die Zeit geht von der Fragen der Jury einfach ab. Fragen der Jury sind 6 Minuten, dass ihr insgesamt ungefähr auf 9 Minuten am Ende dann kommen pro Startup. Und dass wir die Zeit dann einfach gut einhalten können. Die Jury, die ich noch gleich vorstellen werde oder die sich selbst vorstellen wird, bewertet anhand 5 Kriterien, wie zum Beispiel, wie skalierbar ist das Geschäftsmodell und wie war der Pitch insgesamt. Die Jury, die ganze Zeit schon angesprochen wurde, möchte sich selbst jetzt kurz vorstellen. Deswegen würde ich einmal die Reihe umgehen und jedes Jurymitglied bitten, kurz 1-2 Wörter zu sich und dem Unternehmen dahinter etwas zu sagen. Ich würde mich freuen, wenn der Hans-Jörg Lerchenmüller der Black Forest Business Angels starten würde. Ja, hallo in die Runde. Hans-Jörg Lerchenmüller. Ich bin bei den Black Forest in der Business Angel Gruppe engagiert. Selbst habe ich im Jahr 2005 ein Startup aufgebaut fast 11 Jahre lang geführt, zwischendrin einen Exit gehabt und bin heute auch Business Angel, der selber investiert. Und wie gesagt, ich stehe heute hier für die Black Forest Business Angels. Vielen Dank. Als nächstes gerne den Alexi. Ich traue mich gerade im Moment noch nicht, den Nachnamen auszusprechen, deswegen mache ich es dann nach der Vorstellung von den Lea Partners. Ja, danke. Ich bin der Alexi Malikotsinas von den Lea Partners. Wir sind ein Venture Capital Fonds aus Karlsruhe, haben 60 Millionen Euro Fonds, um hier auch in Baden-Württemberg zu investieren. Deswegen natürlich besonders gespannt darauf, was beim Baden Campus so rausgekommen ist. Freuen uns auf die Startups und ich bin Analyst hier bei Lea und seit über einem Jahr hier beschäftigt und ja, freue mich auf den Austausch. Vielen Dank, Alexi. Als nächstes Manuel Böhringer von Born to Grow. Jawohl, gerne. Auch von mir hallo in die Runde. Manuel seit 4 Jahren bei Born to Grow dabei. Wir sind ein Family Office, sitzen in Heilbronn und investieren in technologiegetriebene Unternehmen in der Seed- und Early Series A-Phase.
Vielen Dank. Jetzt kommt die Internationalität in die Jury mit dem Daniel Steck, der Elsass Business Angel. Ja, guten Abend an alle. Freut mich, dabei zu sein. Hört ihr mich? Ja? Wir hören Sie, ja. Okay, also ich vertrete heute Abend Elsass Business Angels. Das ist also die Gruppe der Business Angels im Elsass. Wir sind 70 Mitglieder und investieren in Startups in der Region. Würden uns auch mal freuen, was zusammen in Deutschland zu machen. Ja, sonst bin ich auch Co-Präsident vom Deutsch-Französischen Wirtschaftsclub Oberrhein. Das ist ein Verein mit ca. 250 Mitgliedern aus dem Elsass und Basel, wo wir versuchen, Brücken zu bilden zwischen den Geschäftsleuten auf beide Seiten des Rheins. Vielen Dank. Als nächstes freuen wir uns auf Christoph Sagemann, der Vector Venture Capital. Ja, guten Abend. Mein Name ist Christoph Sagemann. Ich bin bei Vector Venture Capital. Das ist die Corporate Venture Einheit von Vector Informatik, eine Softwarefirma aus Stuttgart, weltweit tätig, einer von den Hidden Champions, wie es so viele in Deutschland gibt, sehr erfolgreich. Und wir als Venture-Einheit investieren in frühphasige, technologiegetriebene Unternehmen. Genau, machen das ungefähr seit 3 Jahren. Ich bin seit 2 Jahren dabei. Davor war ich 5 Jahre bei einem anderen Investment Fund, habe da Private Equity und Venture Capital gemacht und genau, habe einen Business Background und ja, bin sehr gespannt auf heute Abend. Vielen Dank. Als nächstes ist bei uns der Jens Baumgärtner vom Hightech Gründerfonds. Ja, hallo, Jens Baumgärtner. Ich bin seit 13 Jahren beim Hightech Gründerfonds. Hightech Gründerfonds ist ja einer der vermeintlich größten Seed-Investoren in Deutschland, finanziert vom BMWI und knapp 33 weiteren Finanzinvestoren, unter anderem Vector. Also daher, hallo Christoph. Ich selbst habe 14 Portfoliounternehmen. Eins davon ist die Neratec in Karlsruhe, die kennt vielleicht der eine oder andere. Vielleicht mal was anderes. Ich finde es ganz toll, dass heute die Technik so gut funktioniert. Natürlich auch ein bisschen schade, dass man sich dann nicht mehr persönlich treffen kann und austauschen kann. Also wer im Nachgang oder auch während der heutigen Veranstaltung den Kontakt zu mir sucht, mich einfach per Chat kurz anschreiben. Ich freue mich auf die Gespräche danach. Vielen Dank. Als nächstes der Jochen Hertrich. Hallo zusammen, ich bin Jochen Hertrich, Partner bei Boden Venture. Wir sind der erste Impact Investing Fonds in Deutschland. Wir finanzieren Unternehmen mit gesellschaftlichem Mehrwert in ökologischer oder sozialer Hinsicht ab Markteintritt. Und ich freue mich, heute dabei sein zu können, weil ich zwar in München arbeite, aber privat in der Ortenau wohne, also auch aus der Region bin. Danke sehr. Das passt sehr gut, weil als nächstes kommt der Richard Hutes bei Bonova Innovationsfonds. Ja, hallo von meiner Seite aus. Genau, Badenova war ja ein paar Mal schon genannt. Ich habe die schöne Aufgabe, dort den Innovationsfonds Klima- und Wasserschutz zu betreuen, zu leiten. Mit dem Fonds aus fördern wir jedes Jahr Klimaschutzprojekte hier in der Region. Also jetzt nicht unbedingt international, aber es werden internationale Akteure angesprochen, die in der Region was tun wollen. So im Umkreis von 100 Kilometer um Freiburg rum. Insofern ein bisschen atypisches Tun für einen Energieversorger, auch einzigartig, weil wir letztendlich unsere 96 Kommunen dazu überzeugt haben, dass Klimaschutz eine gemeinsame Aufgabe ist und jede unserer Anteilseignerkommune einen Teil des Gewinnes verzichtet und wir so jedes Jahr 1,5 bis 2 Millionen Euro wirklich als Förderung, als Zuschuss in die Region geben für innovativen Klimaschutz. Das heißt, es ist kein Kredit oder dergleichen, sondern wirklich ein Zuschuss für das Tun von Akteuren ganz breit in der Region. Und dadurch ist auch ein großes Netzwerk entstanden und ist, denke ich, auch eine der zweiten Säulen, die so bei uns im Alltag wichtig sind. Zum einen geben wir die Fördermittel bis zu 150.000 Euro pro Einzelprojekt, aber zum anderen ist es wirklich auch das Netzwerk, das seit 20 Jahren einfach regional extrem groß geworden ist, sind 50 laufende Projekte und so macht es richtig Spaß, das zusammenzubringen und immer wieder neue Akteure kennenzulernen. Und somit bin ich auch ganz gespannt, was hier nochmal für Anknüpfungspunkte entstehen und da freue ich mich natürlich auf jeden nachfolgenden Kontakt. Genau. Vielen Dank und wir bleiben in der Region. Die Jury komplettiert Manfred Neufang. Hallo, Manfred Neufang. Ich bin als Prokurist in der Mediengruppe BZ Medien für das Thema Corporate Venture verantwortlich und damit digitale Beteiligung. Über die Kooperation mit zwei anderen Verlagen sind wir über unser Investitionsvehikel Media & More Venture, auch Limited Partner beim Hightech Gründerfonds 2 und 3,
sowie auch Gründungsinvestor im Medienaccelerator in Hamburg mit anderen großen Verlagen wie Springer, Zeit und Ähnliches, konzentrieren uns auf B2C, aber auch Technologie-Themen im B2B-Bereich. Freue mich auf den Abend und drücke die Daumen. Vielen Dank, liebe Jury. Ihr habt alle den Bewertungsbogen vor euch, hoffentlich mit allen Startups drauf, die heute pitchen, auch in der richtigen Reihenfolge. Da nochmal die Info, sobald ihr das letzte Startup, also Hiber, bewertet habt, Feedback draufgeschrieben habt, bitte mir per Mail schicken. Vielen Dank. Es gibt bei uns natürlich auch Preise für die Gewinner der Pitches. Wir haben vier Preise insgesamt. Die Jury bewertet oder vergibt die ersten drei Plätze. Den ersten Platz wird gestiftet von Barnsbach, der zweite Platz wird gestiftet von Friedrich Graf von Westfalen und der dritte Platz von der Volksbank Freiburg. Wir haben auch jeweils Vertreter der Partner da, die am Ende die Siegerehrung dann machen werden. Wir haben aber auch ein Publikumsvoting. Das heißt, liebe YouTube-Zuschauer, liebe auch Teilnehmer hier in Zoom, ihr könnt auch selbst abstimmen über slido.com/BC2020. Der Preis, der Publikumspreis wird gestiftet von Maucher Jenkins. Wir öffnen diese Leitung erst am Ende. Das heißt, nach dem letzten Pitch werden wir das Voting eröffnen und dann kann erst gewotet werden. Das heißt, ihr könnt gerne jetzt schon die Seite aufrufen und euch bereit machen, und sobald es geöffnet wird, sage ich nochmal Bescheid. Und dann gibt es ein Zeitfenster von 10 Minuten, um für euer Lieblingsstartup zu voten und dann den Publikumspreis zu entscheiden. Nach den Preisen kommen wir jetzt gleich zu den Pitches. Ich wollte nur noch mal kurz betonen, wie Thomas vorhin auch, dass natürlich nichts ohne ein Team geht. Wir haben letztens versucht, neue Teamfotos zu machen, die man hier sieht. Wir wollen uns auch bedanken an die jetzt, die nicht auf dem Teamfoto dabei sind. Also wir sehen jetzt hier Kirsten, Domi, Linda, Flo, mich, Thomas, Malika und Laura. Wir bedanken uns aber auch an alle Studentinnen, Studenten, Praktikantinnen, Praktikanten, die beim Accelerator mitgearbeitet haben und auch immer noch mitarbeiten. An Tim, an Nora, an Lisa, an Sophia, an Alina, Fabian, Elena, Sandra, Hanna und Caroline. Da wollten wir auch noch ein kleines Dankeschön da lassen. So, das war's jetzt von mir. Ich würde an die Startups dann jetzt weiterleiten. Und zwar fangen wir an mit den Pitches. Das erste Startup ist Constell A. Chris, bist du da? Ja, hi, natürlich. Super. Constell A kommt aus Freiburg, entwickelt eine Satellitenkonstellation für unseren Planeten. Ist mehrfach ausgezeichnet, sitzt am Fraunhofer hier in Freiburg und ich beende jetzt meine Bildschirmübertragung, sodass du, Chris, starten kannst. Und sobald du beginnst mit dem Sprechen, beginnt auch dein Timer. Dann hast du 3 Minuten Zeit und danach gibt es Fragen der Jury. Ich versuche das ein bisschen danach zu moderieren. Genau. Alles klar. Ihr könnt es sehen, oder? Ihr könnt mich hören? Wir können das sehen, genau. Alles klar, okay. Dann mache ich noch schnell so. Dann würde ich sagen, dann starte ich ab jetzt. Wir werden bis 2050 50% mehr Nahrungsmittel benötigen, um etwa 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten zu ernähren. Wie können wir dies ohne mehr landwirtschaftliche Nutzfläche bei zunehmender Wasserknappheit und unter veränderten klimatischen Bedingungen erreichen? Mein Name ist Christian Mittermeier. Ich bin Co-Founder von Constellar und ich freue mich, Ihnen heute unsere Lösung vorstellen zu dürfen, die mit Space zu tun hat. Um diese Herausforderung annehmen zu können, muss die Landwirtschaft effizienter werden. Und was wir dafür brauchen, sind gute Temperaturdaten. Temperaturdaten? Die Nahrungsmittelproduktion wird von der Wasserverfügbarkeit bestimmt. Und die Wasserverfügbarkeit wird von der Temperatur bestimmt, und zwar die Temperatur der Pflanze. Das Problem derzeitiger Anbieter von Precision Farming Dienstleistern besteht darin, dass die bestehenden Messsysteme dafür nicht geeignet sind, während Sensoren und Drohnen unpraktisch sind, teuer in der Skalierung, bieten die derzeitigen Satellitensysteme nicht das notwendige Datenset
an Temperaturdaten für eine genaue Beurteilung der Wasserverfügbarkeit in der Pflanze. Die mit unseren zum Patent angemeldeten Architektur ermöglicht es eine Kleinstsatellitenkonstellation, die nur 3% von 3% Kosten aktueller Systeme abbildet. Und wir können dadurch hochaufgelöste und vor allem auch die so wichtigen tägliche Überwachungskapazität von Temperatur und Pflanzen weltweit ermöglichen. Dadurch wird die Pflanze der Sensor im Boden und erlaubt die Erkennung von Wasserstress. Also für unsere Kunden liefern wir die grundlegende Informationsbasis, um eine globale Präzisionsbewässerung zu ermöglichen und hierdurch bis zu 40% an Wasser einzusparen. Das bedeutet aber auch, also agrarbasierte Software-as-a-Service-Modelle, die SaaS-Modelle, können nun ohne Zuhilfenahme von Infrastruktur genaueste Feldprognosen durchführen, wodurch wir den Weg für kostengünstige und skalierbare Geschäftsmodelle in diesem Bereich ebnen. Zum Zeitpunkt einer vollständigen Konstellation wird der kommerzielle Erdobservierungsdatenmarkt ein geschätztes Volumen von 11 Milliarden Euro haben, wobei der bedienbare, adressierbare Markt für Daten im Agrar-Analytics-Bereich jetzt schon 25% davon ausmacht. Entlang der Wertschöpfungskette platzieren wir uns als Datenanbieter und werden je nach Use Case und Endkunden, also End-User, entweder ein Subscription-Modell fahren oder ein partnerschaftliches Modell zusammen mit dem Datendienstleister, Datenvertreiber bzw. dem Datenveredler. Aber wichtiger für uns, für unser Team, uns vier Gründern, was wir hier im Weltraum starten wollen, ist vor allem das, was uns am Boden hält. Und das ist vor allem hier das Team, das uns hier unterstützt. Zusammen mit dem fantastischen Team, unseren starken Beirats, kombiniert mit industrieller Qualität unserer Partner und unserem Startup-Drive, möchten wir das zum Erfolg führen. Zusammenfassend lässt sich sagen, mit Constellar werden wir das erste System im Orbit installieren, das den grundlegenden Datensatz für die Revolutionierung der Landwirtschaft im globalen planetarischen Maßstab liefern wird. Also kommt mit an Bord und schließt mit uns die Ernährungslücke. Vielen Dank. Vielen Dank, Chris. Ich würde gleich an die Fragen weitergeben. Es gibt jetzt noch 6 Minuten für Fragen der Jury. Herr Neufang. Ja, mich würde interessieren, wo steht das Projekt? Wie sieht die Wettbewerbssituation aus oder wie wird das Problem heute gelöst? Und gibt es so eine Art schon Proof of Concept oder Ähnliches? Ja, viele Fragen auf einmal. Ich fange mal mit der ersten an. Wo stehen wir jetzt zurzeit? Wir arbeiten jetzt gerade im Moment an einer Datensoftware-Plattform, die den zukünftigen Zugang zu unseren Thermal-Infrarot-Daten liefern soll. Und mit der Software jetzt, bevor die ersten Satelliten im Orbit sind, können wir bereits jetzt schon Erdobservierungsanalysehäusern Mehrwert liefern, weil wir nämlich den Zugang, einen einfachen Zugang zu allen anderen Systemen anbieten, was dann später zusätzlich durch die Thermal-Infrarot-Daten angeboten wird. Jetzt in naher Zukunft wird zusammen mit der BayWa ein Projekt gestartet, ein Pilotprojekt, in dem durch eine, also mithilfe einer Überfliegungsmission, das wird nächstes Jahr passieren, die Thermal-Infrarot-Daten bewertet werden, analysiert werden. Das wird auch für normale Space-Missionen, also von der ESA oder NASA, auch durchgeführt, zu Überfliegungsmissionen, damit man diesen Wert wirklich quantifizieren kann und danach auch wirklich in den Modellen einfügen kann. Das macht es danach einfacher. Aus Space-Sicht werden wir auch nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres, mit unserer schon finanzierten ISS-Mission beginnen. Wir werden unseren ersten Prototypen oder den Demonstrator, der wirklich Bilder auch liefert, Ende nächsten Jahres an der ISS platzieren. Konkurrenz ist auch im internationalen Vergleich da. Jedoch sind hier die Systeme stärker, also es sind eher kleinere Systeme, was dazu führt, dass die Kamera auch kleiner ist, es ist weniger Technik drin, was zu schwächeren, schlechteren Bildern führt. Also zurzeit ist die Konkurrenz eher auch so auf sehr schnelle Abdeckung, also quasi eine Wiederholungsrate innerhalb eines Tages also auf Stunden basiert, weniger auf diese tägliche Überwachung, was jedoch diesen Agrar-Use-Case unattraktiver für die macht. Wir haben Studien schon mitgemacht,
man braucht extrem extrem präzise Bilder, um diesen Agrarcase, also wirklich die Temperatur der Pflanze messen zu können. Da sind die meisten Systeme von unseren Wettbewerbern nicht geeignet. Danke. Gerne. Auch noch eine Frage, genau. Also wir haben relativ viele landwirtschaftliche Projekte ganz operativer Natur, die das Pflanzenleben in Summe adressieren, auch die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens. Jetzt würde mich interessieren, ob Sie rein den Wassergehalt messen, beziehungsweise letztendlich ist der Landwirt ja an mehr interessiert, also sei es jetzt Nährstoffgehalt des Bodens, Aufnahmefähigkeit der Pflanze, Gesundheitsgrad, Art Befall der Pflanze von irgendwelchen Pestiziden oder negativen Effekten, die auftreten können, durch was auch immer Fäulnis. Würde mich einfach interessieren, ob da noch mehr außer Wasser in Ihrem Portfolio steckt und inwieweit Sie letztendlich dann aber doch diese Realzeitrückmeldung geben, weil eine Woche später weiß der Landwirt dann ja auch, dass er jetzt einen Wassermangel fährt und irgendwie handeln müsste. Und deswegen würde mich da auch noch interessieren, wie operativ das dann eingegliedert werden soll in die landwirtschaftlichen Akteure. Also super, zwei Fragen. Zur ersten Frage. Also die erste Frage war, ob das nur bei einem Agrarcase oder beziehungsweise dem Wassercase bleibt. Dazu Thermalinfrarot ist einer der Kerninformationen, die für diese Modelle notwendig ist, um Handlungsempfehlungen ableiten zu können. Das geben wir auch zu, wir haben nicht die Ressourcen, dass wir für jeden Einzelnen, also quasi innerhalb dieses Use Cases, jedes Einzelnen der Verticals direkt adressieren können. Wir haben nicht das Know-how, wir haben auch nicht das Agrar-Know-how in der Hinsicht. Was wir aber machen wollen und was wir jetzt gerade tun, ist beispielsweise, es gibt in Holland die Firma Elif, die hat sich darauf spezialisiert, Bewässerung und diesen Wasserstand genaues zu sehen. Also partnern wir mit denen, damit wir diesen Use Case perfekt abbilden können. Beispielsweise BASF hat ein Startup, das nennt sich Xavio. Die haben sich, klar, BASF auf die Pestizide und auf den Einsatz von Düngemitteln beispielsweise spezialisiert. Die haben auch die passenden Modelle dazu. Also das ist wie Sie schon sagen, es ist extrem komplex, alle Parameter in dieses Modell einzupflegen, auch auf regionaler Basis das perfekt zu bewerten. Deswegen arbeiten wir hier ganz klar mit Partnern zusammen, damit wir diese einzelnen Use Cases da adressieren können. Zum zweiten Punkt, dieses Operative, dass man wirklich jetzt handelt und nicht Daten bekommt, die dann eine Woche alt sind, ja, dann weiß der Bauer auch Bescheid. Genau das soll die derzeitige Lösung ersetzen. Zu der Frage von vorher passt es auch, wie wird es denn jetzt gerade gemacht? Es wird jetzt im Moment der sogenannte Green Leaf Index abgeleitet. Ganz einfach, das ist, wie die Pflanze aussieht, wenn es dann ein bisschen bräuner wird, dann soll gehandelt werden. Thermalinfrarot und bei uns, vor allem für unseren Fall, wir ermöglichen präzise Evapotranspiration. Wir können also quasi vorher schon sehen, bevor die Pflanze eine Veränderung der Blattfarbe durchführt, können wir vorher schon sehen, dass sie unter Wasserstress beispielsweise leidet und quasi proaktiv intervenieren, bevor irgendwelche Veränderungen passieren. Das ist der entscheidende Unterschied, was diese Daten dann erlauben würden, was natürlich dazu führt, dass aus operativer Sicht das extrem relevant ist. Und wie gesagt, die Daten werden täglich angeboten, und werden die Felder analysieren. Und das wird auch schon mit der ersten Kleinstsatellitenflotte möglich sein. Das sind 4 Satelliten, Minisatelliten. Vielen Dank. Chris, die 10 Minuten sind auch schon um. Sorry, Für Pitch und Frage. Es tut mir leid an die Jury, die noch Fragen hatte. Deswegen die kleine Info an Teams und Jury. Je kürzer die Frage und desto kürzer die Antwort, desto mehr Zeit gibt es, Fragen zu beantworten. Also da nochmal kurz die Info da. Wenn die Frage schon eine Minute dauert, dann wird es schwierig, mehr Fragen reinzukriegen. Deswegen da vielleicht nochmal kurz drauf achten. Dann kriegen wir auch mehr Fragen rein. So, jetzt habe ich auch genug geredet. Vielen Dank, Chris. Nochmal kurz einen Applaus für dich. Danke dir, Günther. Also, Bis später. Danke. Wir kommen jetzt von der ISS zur Perle des Neckars. So hat Dan den Standort Waibling des Startups Heroes benannt.
Dan, du bist hier, du hast auch schon dein Bildchen geteilt. Wir freuen uns auf dich und auf dein Produkt, auf deinen Podcast für Unternehmen. Sobald du bereit bist, sobald du anfängst, beginnen deine 3 bzw. 10 Minuten. Viel Spaß. Gut, guten Abend. Mein Name ist Dan, ich bin Mitgründer bei Hero und wir wollen Podcasts als Instrument der internen Unternehmenskommunikation in Unternehmen etablieren. Und deshalb entwickeln wir mit Hero eine interne Plattform, die speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten ist. Unsere Geschichte beginnt mit dem Problem der ineffizienten Kommunikation. Während meiner Zeit im Außendienst ist mir dieses Problem in aller Deutlichkeit begegnet. Unzählige Stunden im Auto und nie die Möglichkeit, auf das Wissen meines Unternehmens zuzugreifen. Was im Außendienst besonders deutlich wird, betrifft aber alle Unternehmensbereiche. Und Studien zeigen, dass ineffiziente Kommunikation Unternehmen bis zu 10.000 Euro pro Mitarbeiter und Jahr kostet. Tendenz steigend, denn die Anforderungen an Kommunikation und Wissensmanagement ändern sich stetig. Kein Wunder also, dass immer mehr Unternehmen auf Audioinhalte für die interne Kommunikation und das Wissensmanagement setzen, aber sie alle stehen vor einem Problem. Es fehlt schlichtweg an spezialisierten Tools, die sich auf die Anforderungen der Unternehmen konzentrieren. Und genau das wollen wir ändern. Wie muss eine Lösung aussehen? Unternehmen brauchen also eine interne Podcasting-Plattform und die muss ermöglichen, Podcasts aufzunehmen, hochzuladen und zu hosten. Wissen muss immer und überall verfügbar sein und vor allem muss sie sicherstellen können, dass nur berechtigte Personen auch Zugang haben. Und genau das machen wir. Dabei adressieren wir schon heute eine direkt verfügbare Zielgruppe in Deutschland von rund 5.700 Unternehmen, den sogenannten Early Adopters. Und bei durchschnittlich 50 Nutzern je Unternehmen entspricht das schon heute rund 285.000 Nutzern. Bei einem ganz einfachen und skalierbaren Businessmodell, wir machen 9,90 Euro pro Nutzer und Monat, erwarten wir einen realisierbaren Jahresumsatz von knapp 12 Millionen Euro bis zum Jahr 2025. Wir glauben, dass eine gute Softwarelösung sich den Kunden anpassen muss und eben nicht umgekehrt. Und genau deshalb haben wir mit Hero eine plattformübergreifende Lösung geschaffen, die sich in die bestehende IT-Infrastruktur von Unternehmen anpasst und einfügt. Wir haben Features wie die automatische Transkription, mit der wir eine intelligente Wissensdatenbank ermöglichen und somit die Art und Weise, wie Audioinhalte in das Wissensmanagement integriert werden können, revolutionieren. Und vor allem ist Hero eine geschlossene Plattform für maximale Kontrolle und Sicherheit bei unseren Kunden. Und das sind auch die Wettbewerbsvorteile, die wir ganz einfach sehen. Wir haben bereits heute einen funktionierenden Prototypen, den wir mit ersten Kunden in der Praxis testen. Und das konnten wir realisieren, nicht zuletzt dank Startup BW Preseed. Im März konnten wir diese Finanzierung abschließen. Damit konnten wir eben Vertriebsnetz langsam aufbauen, den Prototypen entwickeln. Aber das ist natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange, vor allem im Software-as-a-Service-Business. Und deshalb suchen wir für das zweite Quartal im nächsten Jahr eine Seed-Finanzierung, die uns dann 18 Monate mit 1,5 Millionen Euro finanzieren soll und einfach ein wirklich marktfähiges Produkt entwickeln, uns in die Lage versetzen soll, dieses Produkt zu entwickeln und dann eben bis Ende 2022 auch 12.500 Kunden zu erreichen. Und genau darum sind wir auch irgendwo heute hier, weil wir Investoren auch aus ihren Reihen suchen. Wer sind wir? Neben mir für den Vertrieb vor allem zuständig, haben wir Leo an Bord, einen sehr erfahrenen Softwareentwickler und mit Flo noch einen, der uns im Bereich Rechnungswesen, Finanzen komplett den Rücken frei hält und schaut, dass bei uns auch alles mit rechten Dingen zugeht. Und jetzt freue ich mich auf die Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Dan. Waren 3,5 Minuten für die Jury als Info. Wer hat eine Frage? Ich sehe gerade leider nicht. Ich hätte eine Frage. Manuel hier. Gerne. Genau. Also ich habe gesehen, also Produkt verstanden soweit. Ich denke, da gibt es auch einen Markt für. Die Frage ist, wie wollt ihr den Markteintritt machen? Ziel 2021 mit 100 Kunden und 0,5 Millionen Umsatz. Aus meiner Sicht schon sehr ambitioniert, weil ich ja doch einiges an Überzeugungsarbeit leisten muss. Wie kommt man zu den Nutzern und zu dem Umsatz? Überzeugungsarbeit ist richtig, deshalb die Early Adopters. Wir konzentrieren uns auf große Unternehmen, sprechen auch aktuell mit großen Konzernen, auch wenn es da einige Barrieren gibt, in der Form mit IT-Sicherheit, Compliance und so weiter, sind da aber schon in guten Stadien mit den Unternehmen und die bringen dir dann natürlich auf einen Schlag aber auch mal, teilweise 5.000 bis 10.000 Nutzer, wenn man an Produktionsunternehmen denkt zum Beispiel. Und das andere ist, dass wir an Multiplikatoren gehen. Es gibt
viele Agenturen mittlerweile, die sich auf Corporate Podcasting spezialisieren. Und von denen erwarten wir uns natürlich auch einen besseren Zugang noch zu Kunden, die eben heute schon soweit sind und diese Awareness-Phase erreicht haben. Gibt es bezogen auf die Nutzer schon KPIs, die messbar sind, wie häufig er genutzt wird, wie aktiv die Nutzer sind oder kommen die KPIs noch? Wir tracken schon verschiedene grobe Sachen. Da könnten wir jetzt im Detail mal reingucken. Also es hängt meistens daran, wie viel wirklich auch an Content kreiert wird von Seiten der Unternehmen. Aber man kann so zusammenfassend sagen, das Feedback ist sehr positiv von den Nutzern. Und wenn die Unternehmen guten Content bieten, wird er auch gerne angenommen, weil er einfach einen Mehrwert bietet. Okay, danke. Vielen Dank. Jury, noch jemand eine Frage? Auch noch eine Frage zur Autotranskription, beziehungsweise war an einer Stelle genannt, dass ja doch durchaus viele Themen adressiert werden, von Erstellung bis Server bis Autotranskription. Genau. Ich würde gerne wissen, weil mit Autotranskription spreche ich natürlich auch bestehende Informationswissensdatenbanken an, wie weit da das Steckenpferd ist oder wo Ihr Schwerpunkt liegt. Also aktuell ist es so, dass alle Inhalte, die verschlüsselt hochgeladen werden, dann automatisch transkribiert werden. Das ist Stand heute mit den Engines noch nicht wirklich druckfähig, aber es ist so gut schon, dass wir da eine Durchsuchbarkeit der Audioinhalte ermöglichen. Also nicht das, was im Titel steht, ist nur suchbar, sondern wirklich jedes Wort, was wir so sprechen und was nicht komplett dahingenuschelt ist. Es ist aber sicherlich nicht so im Moment angedacht, dass man dann auch wirklich das Inhalte von anderen Bereichen mit integriert, weil uns ja dieses geschlossene System sehr wichtig ist, was auch das ist, was uns das Feedback, wo uns das Feedback der großen Unternehmen vor allem recht gibt. Die möchten, dass das möglichst eben nicht in alle Richtungen. Okay, also es ist aber Ziel dessen, ist nicht unbedingt aus dem Text eine semantische, also einen noch weiteren Inhalt zu abstrahieren und die Qualität des Textes noch zu bewerten, sondern rein diesen transparent durchsuchbar zu machen. Im ersten Schritt. Ich meine, die Engines werden immer besser und da ist in Zukunft viel möglich. Ja. Gibt's noch? Ja, ganz kurze Frage von meiner Seite. Wie viele Kunden haben Sie heute? Stand heute testen diesen Prototypen, den es seit jetzt 3 Monaten gibt, 3 Unternehmen und wir sprechen mit 3 weiteren recht großen Unternehmen, wo aber halt dieser Prozess sehr lange ist. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, noch ist es kein Kunde. Ne? Okay. Stehen ja noch am Anfang. Und werden auch Inhalte aufgesprochen oder ist wirklich das Ziel, alles automatisch zu transkribieren? Also die Inhalte, die müssen ja erstmal aufgesprochen werden oder hochgeladen werden. Manche haben da Podcasting-Agenturen, die das für sie machen. Wieder andere haben eigene Studios im Haus oder lassen einfach Abteilungsleiter, Chefs zu Wort kommen. Das liegt ganz im Geschmack der Unternehmen. Alles, was an Audio reinkommt, wird von uns transkribiert. Wir haben auch natürlich mittlerweile ein Netzwerk an Agenturen, die da zur Hand gehen. Aber wichtig ist, die Podcasts, die Audioinhalte werden von Unternehmensangehörigen, Menschen oder deren Dienstleistern bereitgestellt. Wir kümmern uns um die Infrastruktur. Noch jemand fragen? Wir haben noch knappe 2 Minuten. Ich will einfach noch als Nutzer, vielleicht als Mitarbeiter eines großen Unternehmens oder groß 1300 Mitarbeiter interessieren, wie man das verflechtet, vielleicht mit anderen Wissensdatenbanken letztendlich, weil man wird durchaus mit vielen Wissensdatenbanken konfrontiert und die Herausforderung ist gar nicht im Alltag unbedingt das Wissen daraus zu holen, sondern zu wissen, an welcher Stelle es letztendlich ist in diesen verschiedenen Wissensdatenbanken und ob es da auch Ansätze gibt, die zusammenzuführen. Zusammenarbeit. Dann würde man dann in so eine gesamte, wieder eher in so dieses Wissensdatenbank-Thema reingehen. Also was wir bieten, sind auf jeden Fall Integrationen in bestehende Strukturen, also beispielsweise Intranet und das Ganze dann auch mit der Authentifizierung über Single Sign-On etc., dass man das schon mal mit integrieren kann. Und sicherlich wird man dann auch, wie besser die Transkriptions-Engines werden, auch eine Möglichkeit haben, die Texte zusätzlich in bestehende Wissensdatenbanken mit einzuflechten, um dann einfach den Absprung in beide Richtungen zu haben, zu sagen, hey, ich habe hier, da gibt es einen Inhalt, lesen dir durch oder hören dir an und auch umgekehrt irgendwann. Noch 40 Sekunden, noch jemand eine Frage? Ja, von mir vielleicht noch kurz, wie habt ihr euch dazu entschieden, dass ihr nicht den Content selber produziert, weil ich meine, Netflix hat ja zum Beispiel bewiesen, dass es ganz smart sein kann, Content zu produzieren und alle zu verteilen.
Das war ganz am Anfang, waren es vor allem einfach mal aus diesem Prototypen-Thema heraus geschaut, was ist für uns praktikabel, was sind die Anforderungen, die von den ersten Kunden kommen. Und da war es für uns im aktuellen Stadium, ich meine, wir sind zu dritt größtenteils und machen es größtenteils auch noch nebenher, war das eben das, was wir vom Backend-seitig auch leisten konnten zu dem Moment. Da müsste man dann aber mit Leo auch mal tiefer einsteigen in diese Thematik. Da bin ich dann doch nur der BWLer. Vielen Dank. Die 10 Minuten sind um. Applaus nochmal für Dan von Hero. Danke. Dann kommen wir jetzt vom schönen Wendlingen nach Konstanz zu OrganiFarms. Das Team um Dominik Feiden, der auch seinen Bildschirm schon geteilt hat, entwickelt eine Roboterstation. Was sie mit der Roboterstation machen, wird er uns jetzt in den 3 Minuten sicherlich selbst sagen. Dominik, du bist da? Ja, ich bin da. Hallo. Sobald du bereit bist, geht die Zeit los. Genau, ich bin bereit. Hallo, ich bin Dominik Feiden von OrganiFarms und ich würde gerne mit einer Frage starten. Wer von euch denkt denn, dass konventionelle Landwirtschaft nachhaltiger sein könnte? Ja, da sehe ich ein paar Hände. Vielen Dank. Und wir alle kennen die Schlagzeilen, Brandrodung im Regenwald oder Grundwasser ist verseucht mit Nitrat und Pestiziden. Die konventionelle Landwirtschaft hat also mindestens ein Nachhaltigkeitsproblem. Und das nicht nur in Europa, sondern rund um die Welt. Und das hat sie schon bei 8 Milliarden Menschen, doch die Weltbevölkerung wächst weiter rasant. Und das soll sie auf 10 Milliarden 2050 tun, wie wir schon vorhin gehört haben. Das heißt, wie können wir so viele Menschen mit weniger Ressourcen ernähren? Angenommen, wir könnten lokal pestizidfrei und auf wenig Raum Lebensmittel produzieren. Und das würden wir mit wenig Wasser und minimalem Input an Ressourcen tun. Würde das nicht uns dazu befähigen? Genau das verspricht Vertical Farming. Vertical Farming ist eine Indoor-Anbaumethode, bei der mit minimalem Input maximaler Ertrag generiert wird. Momentan wächst sie schon rasant. Es gibt ein Marktvolumen von 3,5 Milliarden weltweit und sie wächst rasant mit 40%. In Europa haben wir schon 150 Farmen. Aber Vertical Farming hat ein großes Problem und das ist der hohe Arbeitsaufwand, der notwendig ist, um darin zu produzieren. Und das wollen wir ändern, und zwar mit Farmrobotern, wie er schon gesagt hat, um Vertical Farming für Obst und Gemüse rentabel und skalierbar zu machen. Unsere Farmroboter arbeiten dabei mit moderner Computer Vision und sind speziell an Vertical Farming Systeme angepasst und können damit sehr hohe Ernte- und Arbeitsgeschwindigkeiten erreichen. Zudem sind sie modular aufgebaut, um in verschiedenen Vertical Farming Systemen angepasst eingebaut zu werden. Derzeit lassen wir diese auch patentieren, deswegen sehen Sie hier nur einen kleinen Ausschnitt. Aber wer sind wir eigentlich? Wir sind ein interdisziplinäres Team mit den Kernkompetenzen in Computer Vision, Maschinenbau, Personalführung sowie Unternehmensführung. Und wo stehen wir momentan? Momentan sind wir in der Prototypentwicklung, konnten schon erste Kooperationen mit iFarm und Foodcore schließen. Zudem wurden wir auch in das AgriCycle-Netzwerk der Hochschule Osnabrück aufgenommen. Unseren Prototypen möchten wir im Januar 2021 vorstellen und mit unseren Kooperationspartnern erste Feldversuche durchführen und unser Produkt weiterentwickeln. Mit iFarm wollen wir zudem unser Produkt Ende 2021 in den Markt einführen. Unser Business Model basiert dabei auf Hardware Sales, welches wir ergänzen durch Wartungsleistungen, also spezielle Serviceleistungen und Beratungsleistungen an große Player. Nun suchen wir Investoren, um unser Prototypen weiterzuentwickeln zum marktreifen Produkt. Hierfür benötigen wir 700.000, um unser Team zu erweitern und unsere Produktion aufzubauen. Wenn Sie also in der Zukunft noch so essen wollen wie heute, kommen Sie auf mich zu und gestalten Sie mit uns die Landwirtschaft von morgen. Vielen Dank. Vielen Dank, Dominik. Die erste Frage hat der Christoph. Ja, vielen Dank. Spannendes Thema, Ernährung und Landwirtschaft. Ich habe eine Frage zu dem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Und habt ihr da eine Kalkulation oder irgendwo eine Rechnung gemacht, was der Effekt auf die Endverbraucherpreise am Ende sein wird? Landwirtschaft ist ja am Ende ein Massenthema und auch ein Preisthema. Absolut. Das haben wir mit einem potenziellen Kunden, Crop Solution, schon erste Berechnung angestellt. Dabei geht es ja vor allem darum, im Vertical Farming ist der Trend absolut ins Skalieren zu gehen, also in immer größere Systeme zu gehen, um energieeffizienter vorzugehen und dabei auch gleichzeitig die Kosten beim momentan, das sind die Hauptkosten momentan, also Klimatisierung und Beleuchtung, um die zu senken,
Und wenn man es automatisiert, kann man die deutlich senken und gleichzeitig kann man auch die LEDs, die man dazu verwendet, deutlich effizienter nutzen, weil man die Trays größer machen kann. Das heißt, man muss keine Spalten mehr zwischen den einzelnen Trays haben, sondern kann es deutlich enger maschig bauen und dadurch deutlich energieeffizienter dadurch anbauen. Und das wirkt sich positiv zusätzlich zu der Automatisierung aus, wodurch wir auch 30% der Kosten momentan senken können. Also wenn wir jetzt mal beispielsweise Erdbeeren nehmen, dann sind momentan noch 30% bei einem teilautomatisierten System Personalkosten. Das können wir bei einem vollautomatisierten System nochmal um 30% senken und kommen damit durchaus in dieselben Regionen wie von konventionellen Landwirtschaften. Danke. Die nächste Frage kommt von Jens Baumgärtner. Genau. Wie sieht der Wettbewerb aus und wie grenzt ihr euch von dem ab? Momentan gibt es verschiedene Anbieter, die Teilautomatisierung anbieten oder halt auch Ernteroboterhersteller, die sich aber vor allem für Gewächshäuser spezialisiert haben, wie Octinion, wie ihr bestimmt vielleicht mal gehört habt, oder Iron Ox, die aber beide sich nicht auf Vertical Farm spezialisiert haben und damit auch die Vorteile, die das liefert, und zwar die Kontrolle um die Umgebung und auch gar nicht nutzen können. Ja, wir können nämlich jetzt genau präsentieren, wie die Früchte vor den Roboter kommen und das können wir kontrollieren können wir das und dadurch können wir deutlich bessere Ernte und auch Arbeitsbedingungen schaffen. Dankeschön. Die nächste Frage kommt von Manuel Böhringer. Was genau kommt von euch? Wo liegt euer technologischer Fokus? Gibt Greifer, Computer Vision und die ganze Anlage? Wo liegt euer Kern-Know-how? Ja, also wir beziehen die Hardware von Zulieferern. Prudcor ist ein Robotik-Arm-Hersteller, der sehr gute Industrieroboter herstellt. Und die anderen Systeme werden wir auch von Zulieferern herstellen. Den Greifer, den haben wir selbst designt und der kommt aus einem 3D-Drucker von uns. Wir verstehen uns selbst als Softwareunternehmen, also für die Computer Vision und auch um die einzelnen Komponenten zusammen anzusprechen. Also ist verstehen wir uns als Softwareunternehmen und ist unser Value-Added genau in der Software. Danke, dann kommt der Herr Lerchenmüller mit einer Frage. Ja, super. Wie seid ihr denn finanziert? Wie wart ihr bisher finanziert? Momentan sind wir selbst finanziert. Wir sind drei Gründer, also das sind Hanna, Marian und ich. Momentan haben wir das bis jetzt alles selbst finanziert und unser Team ist momentan auch ehrenamtlich für uns tätig, weil sie die Idee so cool finden. Deswegen sind es momentan alles Praktikanten für uns, die uns unterstützen wollen. Super. So, dann haben wir noch 3,5 Minuten Zeit. Gibt es noch Fragen? Ja, wer sind denn die Kunden und aktuell und künftig geplant? Also momentan sind unsere potenziellen Kunden, die hat uns bis jetzt vor allem Alfarm geliefert, unser Vertriebspartner, der hat 5 Kunden, die genauer nach Automatisierung für Erdbeeren fragen. Deswegen haben wir das auch als unser erstes MVP-Produkt gemacht. Die haben konkret uns schon angesprochen. Wir sind dazu momentan in vielen Gesprächen mit anderen Vertical Farmern aus der Association for Vertical Farming, in der wir Mitglied sind. Da sind auch recht viele an Automatisierung generell interessiert und mit denen sind wir im Austausch. Also im Grunde genommen sind unsere Kunden mittelfristig bereits etablierte Vertical Farmer und langfristig könnten es auch Lebensmittelketten sein, denen wir die komplette Automatisierungstechnologie zur Verfügung stellen und damit ihnen die Supply Chain verkürzen. Wo sitzen die Kunden und wie groß sind die? Was muss ich mir da vorstellen? Sind das irgendwelche lustigen Berliner Hinterhof-Erdbeerzüchter oder? Nein, das sind vor allem größere Kunden, die, also da spricht man von Vertical Farms, die 5000 Quadratmeter Anbaufläche haben. Das ist ein Investitionsvolumen von 15 Millionen pro Farm. Das sind durchaus größere Kunden. Die iFarm jetzt vorgestellt hat, das waren ja, also die ich jetzt gerade genannt habe von den 5, sitzen 2, einmal in Dänemark und einmal in Finnland. Und 3 weitere sind in Saudi-Arabien, im Nordnahen Osten sind die angesiedelt. Noch 2 Minuten Zeit. Was sind die Produkte, die Sie damit pflegen können? Ist es überwiegend Obst oder auch andere Produkte, Gemüse oder? Im ersten Schritt konzentrieren wir uns jetzt auf Erdbeeren, weil das natürlich eine gute Pilotfrucht ist, weil wir schon da pflegen müssen, bestäuben müssen und sie auch ernten müssen. Das heißt, wir können da schon mal unser System testen und dadurch fällt es uns dann leicht, das auf andere Früchte zu erweitern, wie Paprika, Tomaten und so weiter. Noch über 1 Minute. Was sind die wichtigsten Früchte, also für die es sozusagen als erstes ein Business Case gibt, also wo man wirklich, ich habe schon mal eine Erdbeere aus dem Vertical Farming in Norwegen gegessen, war toll.
Aber was sind denn die wichtigsten Früchte im Sinne von Marktvolumen? Also das Wichtigste, was uns von den Vertical Farmern absolut herangetragen wird, sind absolut Erdbeeren momentan, weil die überall nachgefragt werden, aber selten rentabel sind momentan. Dann in Singapur ist es vor allem Tomaten, die momentan da sehr nachgefragt sind, weil die halt auch wirklich klasse schmecken aus dem Vertical Farming. Und Paprika, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das habe ich noch nirgendwo gesehen. Aber das kann ich jetzt auch noch nicht genau sagen. Da müsste man auch noch mal ein bisschen genauer zu recherchieren. Momentan geht es ja vor allem noch um die richtigen Nährstoffrezepte für die einzelnen Pflanzen zu sammeln. Und ist bei den Erdbeeren absolut am weitesten, weil die da einfach schon am besten schmecken. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann vielen Dank, Dominik, für deinen Pitch. Und einen kleinen Applaus. So, wir kommen jetzt wieder nach Freiburg und zum Julius mit seinem Startup und seinem Produkt GoodBot, der einen Roboterarm herstellen möchte. Julius, du bist da? Ich bin da. Du fühlst dich bereit, um zu pitchen? Seht ihr meinen Bildschirm? Ja. Dann fühle ich mich bereit. Sobald du anfängst, beginnen deine 3 bis 10 Minuten. Alles klar. Also ja, hallo, ich stelle euch heute mein Laborautomatisierungs-Startup GoodBot vor. Mein Name ist Julius Wiener und ich bin Molekularbiologe. Und das bin ich mal geworden, weil ich mir erhofft hatte, dass man durch die Erforschung von Krankheiten was Gutes für die Menschen tun kann und einen Impact hinterlassen kann. Ich habe dann jedoch relativ schnell festgestellt, dass die Welt der Forschung sehr langsam und ineffizient ist. Wir haben heute in der Forschung ein riesiges Problem damit, veröffentlichte Ergebnisse erfolgreich zu wiederholen. Und das liegt maßgeblich daran, dass Forschung zu über 90% von Hand gemacht wird. Und das ist ungenau. Und die Aufgabe Nummer 1 in Forschungslaboren ist das sogenannte Pipettieren, also der Flüssigkeitstransfer von A nach B. Und jeder Laborant verbringt damit im Schnitt 2 bis 3 Stunden pro Tag. Heutzutage wird das vor allem mit der manuellen Mikropipette gemacht. Die ist klein, die ist einfach zu bedienen und die ist günstig. Auf der anderen Seite gibt es aber auch schon Automatisierungslösungen. Die Roboter automatisieren die Experimente und ermöglichen damit eine deutlich bessere Wiederholbarkeit. Denn der Roboter wird ja nicht vom Kollegen abgelenkt oder krank oder hat auch keinen Kater. Und Roboter sind auch zeit- und kosteneffizient, weil sie dem Laboranten Zeit für anderes lassen. Aber die Roboter, die derzeit auf dem Markt sind, sind A, relativ teuer mit 30.000 Euro aufwärts. Sie sind B, durch ihren kastenförmigen Aufbau relativ groß und Laborplatz ist immer teuer und knapp. Und C, erfordert die Software immer Schulungen und ist meistens auf sehr spezielle, lange Experimente zugeschnitten und dadurch unflexibel. Und in der Diskussion mit vielen Laboren in ganz Europa bin ich jetzt zur GoodBot-Lösung gekommen. Der GoodBot ist der erste Pipettierroboter, der seinen Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und geringen Platzverbrauch legt. Zur Benutzerfreundlichkeit zählt für mich natürlich eine intuitive Benutzeroberfläche, mit der man Experimente innerhalb von wenigen Klicks eingeben kann. Aber auch, dass man flexibel mit dem Roboter zusammen an einem Experiment arbeiten kann. Zum Beispiel, dass man dem Roboter Just-in-Time Zellen bringt, die nicht schon die ganze Zeit bei Raumtemperatur stehen können. Die kleine Größe wird durch die Konstruktion als Arm erreicht. Der Arm besitzt bei gleichem Aktionsradius nur etwa 10% der Stellfläche von so einem typischen kastenförmigen Roboter. Dadurch kann der GoodBot genau da stehen, wo man ihn braucht, nämlich eben direkt auf der Laborbank. Wenn man jetzt den Ablauf von einem Experiment zwischen dem GoodBot und dem konventionellen Pipettierroboter vergleicht, dann fällt auf, dass mit dem GoodBot eine ganze Menge Overhead wegfällt. Also es müssen keine Reagenzien umgefüllt werden in spezielle Gefäße, es muss nichts zum Roboter transportiert werden und die Planung des Experiments passiert über eine moderne, intuitive Software. Und dadurch wird es auf einmal auch interessant, kurze Experimente zu automatisieren, die vielleicht nur 20 Minuten dauern, aber halt häufig auftreten. Der GoodBot ist also genau das, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erklärtermaßen wollen, nämlich einen platzsparenden und benutzerfreundlichen Roboter für nur 7.500 Euro, zusätzlich zu einer Software- und Servicepauschale von 100 Euro im Monat. Das Marktpotenzial weltweit beträgt ca. 250.000 GoodBots und nur 4% der von mir befragten Labore haben einen Roboter und sind zufrieden mit ihm. Das zeigt, dass es eine ganze Menge Potenzial gibt, um mit dem GoodBot zu skalieren. Ich habe 3 Wachstumsszenarien entwickelt, aus denen sich ein Finanzierungsbedarf von 200.000 Euro ergibt, den ich gerne mit Ihrer Unterstützung decken möchte. Vielen Dank und ich bin gespannt auf die Fragen. Vielen Dank, Julius. Wer möchte starten von der Jury? Manuel Böhringer hatte schon reingeschrieben. Ja,
Auch von meiner Seite, Dankeschön. Frage zu den Kosten, die Materialkosten wurden aufgezeigt. Wie hoch sind die Herstellkosten insgesamt und wie weit ist man weg von den ersten Nullserien? Also ja, die Materialkosten sind 1.400 Euro und dadurch, dass ich im Moment noch alleine in dem Projekt bin, gibt es außer meinen persönlichen Personalkosten keine weiteren Kosten, die für die Herstellung des Gerätes gebraucht werden. Im Moment ist der Status von dem Gerät, dass ich mit der Hardware am Ende der ersten Iteration bin. Jetzt kommen noch zwei Softwareentwicklungsprojekte. Das eine, also Blöcke, das eine ist die Benutzeroberflächenentwicklung und das andere ist eine automatische Objekterkennung, sodass der Roboter automatisch erkennt, was um ihn herum vorhanden ist. Also da geht es auch wieder um Bilderkennung. Und das sind zwei große Blöcke, mit denen ich jetzt gerade starte. Das heißt, um die Frage noch zu beantworten, wann das erste verkaufte Modell vermutlich in 9 bis 12 Monaten. Okay. Dann Herr Baumgärtner. Fast die gleiche Frage. Wenn die Konkurrenz 30.000 Euro kostet und schlechter ist, warum bietet man selber für 7.500 an? Es gibt die allermeisten Geräte sind über 30.000 Euro. Es gibt auch andere Geräte im niedrigen Preissegment. Das sind nur ganz wenige und ich möchte natürlich in diesem unteren Preissegment in einem Bereich sein, wo die Wissenschaftler sagen, ja, für diesen Preis würde ich auf jeden Fall einen Roboter kaufen. Und ich habe viele Interviews geführt mit diversen Arbeitsgruppen und da bin ich auf so einen Preis unter 10.000 Euro, bei so einem Preis von unter 10.000 Euro angekommen. Diese 7.500 sind noch nicht in Stein gemeißelt, aber das ist so das, was aus den Interviews als Konsens hervorgegangen ist. Herr Steck? Ja, ich hatte eine Frage. Wie schützen Sie Ihr Know-how? Ich hatte ein Gespräch gehabt mit der Maucher Jenkins und mit einem Biotechnologen dort und die haben mir gesagt, dass das Konzept grundsätzlich schützbar ist. Ich habe es noch nicht patentieren lassen. Ansonsten möchte ich, dass also die Software natürlich closed source ist, sodass ich da zumindest was die Objekterkennung, was ein großer Bestandteil werden wird, geschützt bin. Vielen Dank. Hat noch jemand eine Frage? Wir haben noch knappe 4 Minuten. Herr Baumgärtner. Ich hätte gerne noch mal die Technik ein bisschen genauer erklärt. Wo ist der USP? Also der USP ist eine Kombination von Eigenschaften. Der ist klein, der ist einfach zu bedienen und er ist günstig. Und gerade dieses einfach zu bedienen und klein ist für die Zielgruppe, nämlich Forschungslabore, kleine und mittlere Forschungslabore, unheimlich wichtig, weil viele von diesen Laboren sind zum Beispiel akademische Labore, die einen sehr hohen Personalturnover haben. Und wenn ich alle 2, 3 Jahre komplett mein Personal auswechsle, dann kann ich mir nicht erlauben, dass ich ein Gerät habe, wo ich immer wieder Schulungen durchführen muss. Und mit dem Gerät, was ich anbiete, braucht man eben keine Schulungen. Dann kommt als nächstes Christoph Sagemann. Ja, ergänzend zu der Frage von Jens, wie schafft ihr das? Also was ist letztendlich die Innovation dahinter, dass ihr das hinbekommt? Ich meine, es ist am Ende Hardware- und Softwareentwicklung, beides durchaus komplexe Themen. Ja, das ist eben eine Kombination. Auf der einen Seite dadurch, dass der Roboter durch seine kleine Größe direkt am Arbeitsplatz stehen kann, kann ich mir ganz viele Dinge sparen. Durch die Konstruktion als Roboterarm, denn der Roboter kann im Grunde genommen direkt die Platten oder die Gefäße verwenden, die ich auch auf meinem Arbeitsplatz verwenden würde. Ich schiebe sie ihm einfach nur zu. Ich muss sie nicht irgendwie rumtransportieren und dadurch spare ich mir eine Menge Zeit. Und der andere große Aspekt ist die Softwareentwicklung. Wir wollen eben eine moderne Software anbieten. Das ist nicht häufig der Fall, leider bei Laborgeräten, die automatisch auch erkennt, was um den Roboter herum passiert und was für Gefäße, was für Verbrauchsmaterialien und so um den Roboter herumstehen, sodass der Nutzer das nicht extra manuell eingeben muss. Und dadurch verkürzt sich die ganze Einrichtungszeit von einem Experiment, sodass es dann auf einmal interessant wird, auch die ganzen alltäglichen Aufgaben zu automatisieren. Wir haben jetzt noch 1,5 Minuten. Okay, darf ich nochmal weiterfragen? Und zwar, also im Prinzip ist es, ich will nicht sagen Stand der Technik, aber innovative Technik, die es heute schon gibt, einfach nochmal neu kombiniert in einem sehr kleinen
Fall mit der Applikation jetzt hier für Pipettierung? Also ist es, genau. Oder ist irgendwas ein Secret, ein Geheimnis, was du nicht verraten möchtest, was du nicht gesagt hast? Nee, also nein, im Grunde genommen kann man das schon sagen. Ich meine, die Objekterkennung, die ich mache, das muss ich natürlich alles neu machen. Es gibt noch keine Objekterkennung von Laborgefäßen. So, das gibt es einfach noch nicht. Das muss ich natürlich selbst entwickeln und das werde ich natürlich dann auch versuchen zu schützen, soweit das geht. Ansonsten, ich meine, Roboterarme gibt es und es gibt auch Pipettierroboter. Das ist nichts Neues, so, das gibt es schon, aber noch nicht in dieser Kombination von Eigenschaften und noch nicht in Kombination mit der Objekterkennung. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch 40 Sekunden, wenn noch jemand eine schnelle Frage, Herr Baumgärtner. Ja, auch nochmal Technik, sorry. Also der Roboter beamt dann Bewegungen des Laborassistenten nach oder er erkennt selber, welche Bewegungen er durchführen muss? Nee, also man muss die einzelnen Pipettierschritte eingeben über eine Software und das ist natürlich ein relativ intuitiv gehalten, dass man das mit einem Touchscreen eingeben kann. Aber solche Experimente, die umfassen in der Regel 40, 50, 60 Schritte. Und wenn ich die jetzt alle einzeln manuell, also wenn ich das alles vormachen würde mit dem Arm, dann würde das relativ lange dauern. Das geht deutlich schneller, wenn man das über eine Benutzeroberfläche eingibt. Vielen Dank, Julius. Dankeschön. Bevor wir zum nächsten Startup kommen, Roderick hat schon sein Bildschirm geteilt an die Zuschauer auf YouTube. Gerne die Fragen stellen auf YouTube. Falls wir Zeit haben, stellen wir die auch an die Startups weiter. Falls keine Zeit ist, leiten wir aber zumindest die Fragen an die Startups weiter und die beantworten dann auch die Fragen auf YouTube, so wie es OrganiFarms gerade eben auch schon gemacht hat. Super. Roderick mit seinem Startup Go Patients ist als nächstes dran. Das Startup kommt auch aus Freiburg. Roderick sitzt aber, glaube ich, heute in den Niederlanden. Kannst du uns hören, Roderick? Ja, genau. Ich sitze gerade in den Niederlanden in Maastricht und würde da noch jetzt anfangen. Gerne. Wenn du anfängst, beginnt deine Zeit. Super, dann guten Abend, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Ihnen heute unser Startup GoPatients vorstellen zu dürfen. Um zu beginnen, lade ich Sie ein, mit mir ein kleines Gedankenexperiment zu machen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen morgen zum Arzt und werden mit einer chronischen Krankheit diagnostiziert. Nach dem Arztbesuch kommen Sie zu Hause an. Was ist Ihre erste Reaktion? Für die meisten Menschen ist diese Reaktion ein Überfluss an Fragen. Aber wer beantwortet diese Fragen? Der Arzt hat oft nur begrenzt Zeit und es ist selten eigentlich jemanden in seinem direkten Umfeld zu haben mit einer gleichen oder ähnlichen Diagnose. Sie haben also keinen Ansprechpartner und werden einsam. Diese Einsamkeit wiederum hat nicht nur psychologische Folgen, aber kann laut Untersuchung auch die physischen Krankheitssymptome verstärken. Mit diesem Problem sind Sie aber dann auch nicht allein. Dieses Problem haben in Deutschland jährlich Tausende von Menschen. Hier kommen auch wir von GoPatients ins Spiel. GoPatients ist eine App, die anhand eines Matching-Algorithmus chronisch kranke Patienten miteinander verbindet. So können Sie sich jetzt kinderleicht die App herunterladen und anhand von demografischen sowie medizinischen Daten mit anderen Nutzern in Verbindung gebracht werden. Sobald Sie einen Nutzer finden, können Sie sich mit ihm austauschen. Natürlich ist es sehr wichtig, dass Sie selber entscheiden können, mit wem Sie sich austauschen und mit wem Sie Ihre Daten teilen. Daher ist es so aufgebaut, dass Sie sich entscheiden können, wenn Sie sich mit einem Nutzer austauschen wollen, dieser andere Nutzer das dann auch angibt und Sie so sozusagen in Kontakt kommen. So kriegen Sie alle Ihre Antworten auf Ihre Fragen und behalten dabei aber selber die Kontrolle über Ihre Daten, indem Sie entscheiden, ob Sie sich mit jemandem austauschen wollen. Unser Geschäftsmodell baut sich auf aus insgesamt 5 Einkommensquellen. Werbung, die in der App geschaltet wird, Premium-Accounts, die halt dann ohne Werbung und mit extra Funktionen kommen, der Integration von Online-Apotheken und online-ärztlichen Zweitmeinungen, die dann mit Drittpartnern angegangen werden sollen und der personalisierten Vorschläge für Clinical Trials, weil wir natürlich mit der Gruppe chronisch kranker Patienten arbeiten und da doch oft eine sehr hohe Nachfrage ist. Wie Sie in dem Diagramm auch schon sehen können, bringt dieses Modell auf der einen Seite sehr viel Potenzial mit sich, vor allem mit Blick auf die Häufigkeit der Nutzung der Features. Ziel ist natürlich dann auch mit Skalierung und mit wachsenden Nutzerzahlen die Häufigkeit der Nutzung dieser Features zu verbessern. Unsere Go-to-Market-Strategie ist es, kommendes Jahr regional anfangs ein Proof-of-Concept einzuholen, wonach wir voraussichtlich in 2022 den kompletten nationalen Markt angehen wollen. Zuletzt wollen wir dann voraussichtlich in 2023 den internationalen Markt angehen. Da es sich bei unserem Produkt natürlich um eine App handelt, haben wir hier den Vorteil, dass wir ein leicht skalierbares Produkt haben, was uns die internationale Ausbreitung erleichtert.
Für diese Proof-of-Concept-Phase brauchen wir dann auch oder haben wir einen insgesamten Kapitalbedarf von ca. 300.000 Euro, um uns durch 2021 durchzukriegen. Bezüglich der Mitbewerber haben uns Untersuchungen ergeben, dass es momentan zwar Plattformen für Patienten gibt, diesen jedoch gewisse Schlüsselfunktionen fehlen. Einige dieser Schlüsselfunktionen sind das Matching von Nutzern, aber auch der regionale Fokus des Austausches. Dazu kommt, dass eigentlich unsere größten Konkurrenten in dem Markt, nämlich Facebook-Gruppen und Patients Like Me, sehr auf den nordamerikanischen Markt ausgelegt sind, was es für deutsche und europäische Patienten viel unzugänglicher macht. Zuletzt komme ich zu unserem Team. Unser Gründerteam besteht insgesamt aus 4 Personen mit Erfahrung und Wissen aus verschiedenen Bereichen. Fangen wir an mit Philipp Daumke. Philipp Daumke ist zusammen mit Cornel Marco Mitgründer von der Averbis GmbH und hat daneben auch noch relevante medizinische Erfahrung als gelernter Mediziner. Daher wird er das Team auch als Arzt und im Bereich inhaltliche Konzeption unterstützen. Cornel Marco wird den Bereich Finanzen und Legal übernehmen, indem er auch schon seit Anfang an bei Averbis Erfahrung hat. Marco Müller hat als Gründer von Webongo wertvolle Erfahrung im Bereich Startups, Mediendesign und Webdevelopment. Marco wird daher anfangs auch für die Bereiche Marketing, Prototyping und App-Development zuständig sein. Zu guter Letzt werde ich die Geschäftsführung übernehmen und somit die Verantwortung über strategische Aspekte sowie das Business Development. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und beantworte jetzt gerne Ihre Fragen. Vielen Dank, Roderick. Jury, ihr habt 6 Minuten noch Zeit für Fragen. Herr Baumgärtner, immer sehr schnell. Ja, danke. Inwiefern werden Krankenkassen eingebunden oder Ärzte? Momentan noch nicht, da wir uns erstmal unabhängig davon aufbauen wollen. Natürlich ist in der Zukunft, gerade auch mit der Entwicklung momentan, gerade im deutschen E-Health-Markt, was jetzt alles von Krankenkassen finanziert wird, ist da ein Potenzial, in der Zukunft mitzuarbeiten. Aber im Moment wollen wir das eigentlich erst eine unabhängige Userbase aufbauen und uns so nicht an jemanden direkt binden. Als nächstes Richard Tut. Ja, für mich wäre die Frage, die aufkommt, so ein bisschen, wie garantiere ich die Qualitätssicherung innerhalb dieses Austausches? Das heißt, dass es da keinen Missbrauch gibt oder dass es auch keine Krankheitsrunterspiralen gibt, dass sich die Nutzer dann irgendwie im gegenseitigen Dialog einfach immer kränker machen. Nee, klar, also ich meine, das ist so ein Risiko, wo wir uns natürlich auch Gedanken gemacht haben. Im Endeffekt wird das dann eher so funktionieren, dass man in der App eine Backend-Funktion hat, die ein gewisses Monitoring einbaut, das aber dann gleichzeitig an allen Datenschutzrichtlinien vollzieht. Und das ist dann auch eine Herausforderung, die dann bei der Entwicklung kommt. Aber gibt es jetzt keinen konkreten greifbaren Baustein, wie man das sicherstellt in irgendwelchen regelmäßigen Feedback? Oder? In der Theorie ist es natürlich so, wir haben durch die Erfahrung mit der Averbis GmbH, die eine Text Analytics Firma ist, im Machine Learning, aber auch in der künstlichen Intelligenz sehr weit fortgeschritten ist, hat es natürlich Potenzial, da aus dieser Nische Sachen rüberzunehmen, mit Text Mining zu arbeiten und so sozusagen diese Software zu benutzen, um zu screenen, was da passiert, zu erkennen, was für Kontexte werden da besprochen. Es gibt ja Sentimentanalysen, man kann ja sozusagen auch Gefühle und Emotionen erkennen darin und so präventiv vorzugehen und diese Sachen zu finden und vorzubeugen. Ja, danke. Danke, Herr Hertrich. Ja, hallo, danke sehr. Mich würde interessieren, wer jetzt genau die Kunden sind. Also nicht nur Nutzer, sondern auch Kunden sind. Wer bezahlt für wen und wie kommt ihr an die ran? Also wie wir schon auf der Folie vom Geschäftsmodell hatten, wir haben ja im Prinzip aufgeteilt in 2 Kategorien. Das heißt, auf der einen Seite haben wir unsere Nutzer, die die App runterladen. Da haben wir dann natürlich, die Kunden sind da wirklich die Patienten selber, die sozusagen ein Premium-Account dann zum Beispiel anschaffen. Auf der anderen Seite ist es natürlich die Integration von den Online-Apotheken und den online-ärztlichen Zweitmeinungen inklusive diesen Clinical Trials-Vorschlägen, die wir mit einbauen wollen. Da ist natürlich dann im Prinzip der Gedanke, mit einer Drittpartei zusammenzuarbeiten und auf Kommissionsbasis zu arbeiten. Das heißt beispielsweise, ein Patient bestellt sich über die Online-Apotheke seine monatlichen Medikamente in einem bestimmten Wert, da geht ein bestimmter Prozentsatz an uns. Okay, aber die die Apotheken sind schon recht umkämpft, ne? Da versuchen ganz viele daran zu kommen. Aber ja. Wie kriegt ihr eure Einzelnutzer dann? Unsere Einzelnutzer, die kriegen wir dann im Prinzip erstmal so aus nachhaltigem Aufbau. Das heißt, Kooperation mit Patientengruppen, in Kooperation mit lokalen Initiativen, die schon bestehen und im Endeffekt dann halt auch über die traditionellen Vertriebskanäle im Marketing, das heißt
über ganz Standard-Online-Marketing in dem Fachgebiet, im E-Health-Bereich einfach. Vielen Dank, Herr Lerchenmüller. Mir ist nicht ganz klar geworden, wie authentifiziert man sich? Also kann sich jeder als Inhaber einer bestimmten Krankheit ausgeben und besteht die Gefahr, dass da auch Bots reingehen und vermeintlich bestimmte Krankheiten haben? Also im Prinzip, da ist jetzt noch nichts fest, da wir ja die App auch noch nicht entwickelt haben und da wir wirklich momentan an dem Proof of Concept arbeiten. Mhm. Aber der Gedanke dahinter ist natürlich, einen Weg einzubauen, dies zu verifizieren. Eine Möglichkeit zum Beispiel wäre, bei bestimmten Krankheiten hat man ja immer bestimmte Medikamente vorgeschrieben. Da hat man immer einen Arztbrief oder solche Sachen, dass man die sozusagen, wie wenn Sie bei einer Online-Bank ein Konto eröffnen, dass Sie sich mit Ihrem Ausweis identifizieren über sichere Wege, dass wir so eine Alternative dazu anbieten. Das ist aber dann natürlich etwas, das operationell gesehen werden muss und gerade auch eine Herausforderung ist für den nationalen Launch. Noch eine Minute für Fragen. Ja, Herr Baumgärtner. Ich habe es nicht mitbekommen. Kapitalbedarf wurde das jetzt schon genannt? Ja, der Kapitalbedarf war 300.000 Euro für die Proof-of-Concept-Phase und die haben wir jetzt erstmal geplant auf 2021 mit Intention natürlich dann Ende 2021 ein Investment zu bekommen, um den Launch in 2022 zu finanzieren. Wir haben noch 40 Sekunden. Wenn nicht, vielen Dank, Roderick. Das war die erste Runde mit den ersten 5 Pitches. Vielen Dank an die Startups. Bevor wir jetzt weitermachen mit dem Flo und Heiner Steinberg und Katja Schlichting, die Info an die YouTuber, die per YouTube zuschauen, gerne auch über unser Event posten, liken, sharen. Das haben wir vorher vergessen. Wir sind auf allen Kanälen unterwegs. Gerne auch bekannt machen, dass Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen. Ich habe eine kurze Pause. Ich gebe weiter an den Flo und an die Q&A-Session. Ja, vielen Dank, Günther. Einmal durchatmen, zumindest für die ersten 5 Startups, die haben es hinter sich. Herzlichen Glückwunsch, danke schon mal für die Pitches. Bevor wir gleich weitermachen mit den zweiten 5, der Günther hat es gerade schon angekündigt, gehen wir in eine kurze Q&A-Session. Da freue ich mich ganz besonders, dass wir die Katja begrüßen dürfen. Katja, ihr habt mit eurem Unternehmen, mit Cubic 3D, vor einem Jahr einen Accelerator hier durchgemacht. Herzlich willkommen und sagt doch erstmal was zu Cubic 3D. Ja, hallo, ja, danke. Genau, wir waren letztes Jahr Mitglied auch waren Teilnehmer am Baden Campus und ich bin eine von 3 Gründerinnen. Mein Name ist Katja. Und wir haben uns spezialisiert oder fokussiert auf den großen 3D-Druck. Hinter mir seht ihr jetzt unseren ersten Industrieprototypen und den haben wir jetzt auch im Laufe des letzten Jahres auch mit Unterstützung der Pre-Seed-Förderung aufgebaut. Vielen Dank. Wir haben gerade ja schon darüber gesprochen, dass es für Startups neben Investitionen auch immer irgendwie wichtig ist, Kooperationen zu gründen und zu erschaffen. Und ich darf jetzt einen eurer Kooperationspartner begrüßen. Das ist der Heiner Steinberg von der Werlewerk AG. Guten Abend. Guten Abend zusammen. Ja, ich muss hier gerade noch den Ton anmachen. Das kriegen wir gewiss. Die Werlewerk AG, was machen Sie? Wir sind in der Umwelttechnik aktiv. Wir sind ein etabliertes Unternehmen seit 160 Jahren am Markt, aber als Green-Tech-Unternehmen in Zukunftsmärkten aktiv. Wir bauen Anlagen zur Behandlung von komplexen Abwasser und zur thermischen Verwertung von Schlämmen und Abfällen und sind da auch im Service und im Betrieb tätig. Jetzt habe ich 2 CEOs hier, einmal die Katja von dem Startup von Cubic 3D und Sie, Herr Steinberg, von der Werlewerk AG. Was mich jetzt natürlich interessiert ist, wie kommt so eine Kooperation zustande? Wie haben Sie zueinander gefunden? Ja, wie gesagt, wir waren ja letztes Jahr auch Teilnehmer am Baden Campus und dort haben wir uns auch kennengelernt. Wir sind ja eigentlich im Raum Aalen, das heißt, wir haben eigentlich eine recht große Entfernung, aber trotz allem haben wir es auch geschafft, uns zu besuchen. Also wir waren auch vor Ort bei den Werlewerken und genau der Erstkontakt kam dann über den Baden Campus. Ich glaube, es war sogar das direkte Eröffnungsevent zustande.
Ja, genau. Ich konnte als Mentor tätig sein bei zwei Accelerators. Das war der letztes Jahr und genau, da haben wir uns kennengelernt. Mir hat die Idee gefallen. Mir hat der Ansatz werkstoffbezogen und produktionstechnisch gefallen und so sind wir ins Gespräch gekommen. Jetzt ist das für mich, also das klingt natürlich gut, aber jetzt ist das für mich nicht so naheliegend, dass man dann auf die Idee kommt, mit 3D-Druck zu arbeiten. Also warum genau gibt es die Kooperation? Was sind die Vorteile, die Sie jeweils oder Katja auch die Vorteile, die ihr aus dieser Kooperation ziehen könnt? Ja, also wir waren ganz gezielt eigentlich auf der Suche nach Innovationskunden, haben wir es genannt. Dem haben wir auch praktisch am Baden-Campus dann immer kundgetan, dass wir danach suchen. Und für uns war es einfach besonders wichtig, Bauteile nachher in Kundenanwendungen zu testen. Und deswegen waren wir da eben auf der Suche nach Partnern, mit denen wir das zusammen machen können. Für uns ist es interessant, das Innovationsfeld 3D-Druck für uns zu erschließen. Wir haben einen starken Kompetenzbereich im Bereich Schweißtechnik, im Bereich Verrohrungstechnik für unsere Anlagen. Und ja, ich fand es interessant zu schauen, gibt es da Möglichkeiten, 3D einzusetzen. Können Sie einmal noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie Sie dann zueinander gefunden haben, also wie der Prozess war, dass Sie beschlossen haben, okay, das könnte passen und wir arbeiten hier zusammen? Ja, genau, also ich fange einfach mal an. Ja, gerne. Ja, genau, also wie gesagt, die ersten Gespräche haben am Baden-Campus selber stattgefunden und dann im weiteren Verlauf habe ich die Werdewerke vor Ort besucht. Wir haben uns dann auch die Anwendungen angeschaut und danach kam eigentlich dann die Kooperation zustande. Und wie lange läuft die schon? Also wie lange seid ihr jetzt wirklich im intensiven Arbeiten miteinander? Gut, wir haben angefangen vor einem knappen Jahr. Es hat sich dann etwas hingezogen. Aber ja, wir hatten viel zu tun in der Zeit und ich denke, es kommt jetzt auch ein sehr gutes Ergebnis bei raus. Ja, für mich ist das typisch so ein bisschen, also wenn ich es vergleiche mit anderen Kooperationen, Sie haben das ja vorhin gesagt, das ist ja wahrscheinlich schon außergewöhnlich. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, recht klassisch aufgestellt mit 210 Mitarbeitern, dann mit einem Startup zu kooperieren. Das macht auch genau den Reiz für uns aus. Ich halte es also und kenne es eigentlich so bei anderen Kooperationen mit Unternehmen gleicher Größe, dass es gar nicht untypisch ist, dass man am Anfang ein bisschen länger braucht. In dem Fall geht es um eine technische Weiterentwicklung und da dauert es eben seine Zeit, bis man dann erste Ergebnisse hat. Und wie Frau Schlichting jetzt sagt, jetzt sind wir ganz gespannt auf den ersten Prototyp eigentlich, kann man sagen, zu gucken. Der hat dann recht harte Anforderungen bei uns. Bei uns geht es dann in unseren Anlagen um recht große Drücke, die dann auf die Verrohrung einkommt. Und das ist, glaube ich, auch der nächste Schritt, wenn ich es richtig im Kopf habe, der als nächstes ansteht. Wie nah seid ihr an dem Schritt, Katja, wenn du das hörst? Also, dass die Anforderungen relativ hoch sind für die Werlewerk und für die Werlewerk AG. Und ja, also wie nah ist das für euch? Was glaubst du? Sorry, ich habe es jetzt gerade nicht ganz verstanden. Die Verbindung ist ein bisschen schlecht. Du meinst, dass das Bauteil die Anforderungen, den Anforderungen standhält? Genau, also wie weit seid ihr da schon, dass du sagst, ja, wir können da demnächst vielleicht sogar schon was ausprobieren, was testen, einen Prototyp vorstellen? Ja, genau. Also wir haben im Vorfeld natürlich, also damit das Bauteil den Belastungen standhält, eine Simulation durchgeführt, haben auch ein paar Testdrucke gemacht. Ich habe auch eins hier, mal gucken, ob man das jetzt sieht. Also so wird es nachher aussehen, das Teil. Ich hoffe, man sieht es. So ein bisschen verschwimmt ein bisschen vom virtuellen Hintergrund. Ja, genau. So. Sieht man so. Ja. Genau. Also das ist eine Rohrverbindung. Genau, ja, wie gesagt, wir haben davor eine Simulation durchgeführt, dass wir eben diese ganzen Kräfte auch schon, also das ist ja auch das Schöne am 3D-Druck, dass wir das praktisch beim Design schon berücksichtigen können. Und ich denke, wir werden dann im Laufe der nächsten Wochen oder Monate, je nachdem, wie das jetzt auch Corona zulässt, vor Ort dann die Tests machen. Jetzt auf die bisherige Kooperation nochmal geblickt. Was sind denn da so die wichtigsten Learnings, die ihr und auch die Sie, Herr Steinberg, mitgenommen haben? Katja, fang gerne an. Okay. Ja, genau. Also für uns war es, wie gesagt, von Anfang an sehr wichtig, eng mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten. Und das ist eigentlich auch so das Learning daraus, dass sich das auch bestätigt hat. Das ist einfach nochmal
was ganz anderes, nicht nur die Bauteile auch auf der technischen Art und Weise zu testen, aber für uns war es jetzt auch ganz wichtig, mal den Prozess zu durchlaufen, wie läuft denn das ab, wenn wir jetzt mit einem Kunden zusammenarbeiten, sagen wir vom Auftrag bis zur Auftragabwicklung bis nachher dann zum Versand, was nochmal ganz neue Anforderungen sind, die man einfach am lebenden Objekt testen muss. Ja, ich glaube, das kann ich bestätigen. Also für uns war es sehr spannend, sag mal, diese kreative Out-of-the-Box-Idea eigentlich praktisch zu sehen und sag mal, die Innovation zu sehen, die da vollzogen wurde im Kompetenzbereich, den wir so gar nicht bei uns in-house haben. Was Frau Schlichting gerade sagt, das habe ich auch so ein bisschen so erlebt. Das ist sicher ein bisschen ein aneinander gewöhnen. Da gibt es einfach in der Geschäftswelt dann einfach, sagen wir, gewisse Abläufe, sagen wir, wie man so miteinander dann arbeitet, wo man sicher dann merkt, da muss man sich aneinander gewöhnen. Aber das macht es eigentlich dann auch spannend. Ich fand es auch dann gut für uns, sagen wir mal, im Team. Ich habe mich ja dann, sagen wir, um die technischen Dinge dann auch nicht selbst gekümmert, sondern einer unserer Abteilungsleiter hat sich darum gekümmert. War das auch eine Inspiration, dann mit dem Startup direkt zusammenarbeiten zu können. Eine letzte Frage dann an der Stelle noch. Wie geht denn das jetzt weiter? Also ganz konkret nochmal gesprochen, wie machen Sie weiter in der Kooperation? Ich habe einmal gehört, der Prototyp ist sicherlich der nächste Schritt, aber auch darüber hinaus geht es ja vielleicht weiter. Wie kann ich mir das vorstellen? Gut, der erste Schritt wird es schon sein, den Prototypen zu testen. Also es ist natürlich wichtig, dass alle technischen Anforderungen erstmal erfüllt werden. Und je nachdem, wenn er gleich besteht, dann werden wir weitersprechen. Oder ansonsten gibt es vielleicht nochmal eine Iterationsrunde mit einem weiteren Prototypen, falls es jetzt den technischen Anforderungen nicht standhalten sollte. Ja, genau. Also wir freuen uns natürlich, wenn er standhält und wenn es funktioniert. Und dann sind wir interessiert dran, wie schnell wir dann in eine doch sowas wie eine Serienproduktion doch kommen könnten. Ich meine, das Besondere an dem Produkt ist ja, dass es dann immer Einzelfertigungen sind. Aber es ging dann für uns natürlich darum, wie können wir Skaleneffekte erreichen. Der Hauptvorteil, der sich so ein bisschen abzeichnet, ist eben die Schnelligkeit dann der Herstellung für uns im Vergleich zu einer Lieferung oder Eigenfertigung. Und da wären wir natürlich dann interessiert, dran zu sehen, wie können wir das möglichst schnell auf die Straße bringen gemeinsam. Ja, dann darf ich an der Stelle einmal schon Dankeschön sagen für den kurzen Einblick in eine Kooperation zwischen einem Startup. Danke Katja Schlichting, Gründerin von Cubic 3D und eben auf der anderen Seite einem etablierten Unternehmen, der Werlewerk AG. Auch hier, ja. Heiner Steinberg, herzlichen Dank für die Zeit, ja, und für den kurzen Einblick. Gerne, danke. Wir werden das Thema Startup-Kooperation gleich nochmal aufgreifen. Wir werden dann nochmal draufschauen und nochmal so ein bisschen anders beleuchten. Das machen wir gleich in einer weiteren Q&A-Session. Aber vorher ist es Zeit, nochmal einmal tief Luft zu holen für die verbleibenden 5 Startups, sich nochmal einmal zu sammeln und auf den Pitch vorzubereiten. Auch die Jury darf sich an der Stelle gerne wieder bereit machen. Und Günther, dann bist du wieder dran. Vielen Dank, Flo. Ich hoffe, ihr habt euch alle gesammelt und wir können mit dem 6. Startup weitermachen. Resider und Chris, ein weiteres Team aus Freiburg. Resider ist das erste globale Tool zur Bewertung der Recyclingfähigkeit. Wie sie das machen, zeigt uns Chris jetzt in den nächsten 3 Minuten. Chris, sobald du bereit bist, falls du uns hörst. Seht ihr und hört ihr mich? Alles beides perfekt. Wunderbar, perfekt. Ja, dann geht's los. Hallo zusammen, ich bin Chris von Resider und wir ebnen den Weg zu recyclingfähigen Verpackungen mit Software und Daten. Das hier ist Paul. Paul hat gerade eine Packung Gummibärchen gegessen und fragt sich jetzt, ja, was passiert eigentlich mit der Verpackung? Die wird schon recycelt, oder? Oder wird sie verbrannt oder landet in der Umwelt oder gar im Meer? Die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so einfach. Und dadurch, dass Konsumenten wie Paul oder auch die Politik sich immer mehr für Umweltthemen interessieren, da stehen die Verpackungsunternehmen und Markenhersteller unter riesigem Druck, ihre Verpackung nachhaltig zu gestalten und dementsprechend auch recyclingfähig zu machen. Einige Unternehmen haben sogar öffentlichkeitswirksame Commitments dafür unterschrieben.
Das Ganze ist eine große Herausforderung für die globale Konsumgüterindustrie. Denn die Verpackungshersteller wissen oft gar nicht, was Recycling und Recyclingfähigkeit in verschiedenen Zielmärkten überhaupt bedeutet. Jedes Land hat andere Infrastrukturen und Vorschriften. Da den Überblick zu erhalten und dann auch zu behalten, ist sehr komplex und zeitaufwendig. Recycler bietet die Lösung, indem wir alle Vorgaben zu technischer Recyclingfähigkeit und länderspezifischer Infrastruktur in einem Software-Tool vereinen. Damit können Hersteller ihre Verpackungen transparent und flexibel für die verschiedenen Zielmärkte optimieren. Wir liefern den Unternehmen die Informationen, die sie dringend brauchen und ermöglichen mit unserer Software hochflexibles Verpackungsmanagement. In den letzten Monaten seit Gründung haben wir unser Tool hin zu einem echten Produkt entwickelt und auch mit Experten validiert. Aktuell decken wir bereits 8 Länder in Europa ab und pilotieren die Lösung gerade mit mehreren Unternehmen. Diese haben uns auch die Rückmeldung gegeben, dass unser Tool super ankommt. Laut einer internen Befragung von einem unserer Pilotpartner bewerten die Nutzer das Tool durchweg mit sehr hohem Nutzen für das Business. Dies liegt unter anderem daran, dass es kein vergleichbares Produkt gibt. Es gibt keine Lösung auf dem Markt, welche dieses länderspezifische Wissen in dieser Form zugänglich macht. Die Idee zu Recycler ist im Rahmen eines Innovationsprojektes direkt aus dem Industriebedarf entstanden. Daraus haben wir zu dritt dieses Jahr die Recycler GmbH gegründet. Wir sind komplett gebootstrapped und haben uns von Anfang an mit einem kollaborativen Co-Creation-Projekt durch Kunden finanzieren lassen, ohne Anteile abzugeben. Nächstes Jahr gehen wir mit unserer skalierbaren Software-as-a-Service-Lösung an den Markt. Diese lizenzieren wir über einen Jahresvertrag an Verpackungshersteller, Brand-Owner und Handelsketten. Unser Team ist super interdisziplinär aufgestellt. Anna ist unsere Schnittstelle zwischen Daten, Packaging Science und Technologie. Vivi ist unsere Kommunikationsexpertin für unser internationales Expertennetzwerk. Und ich bin mit meiner Erfahrung in der Softwarebranche und kalifornischen Startup-Projekten dafür zuständig, diese ganze Komplexität von Recycling in einem einfach zu verwendenden Software-Tool abzubilden. Wir haben den Schritt geschafft, als junges Startup große Marktführer von uns zu überzeugen und konnten eine Firma mit Kundenaufträgen starten. Wir werden nächstes Jahr starkes Wachstum hinlegen und suchen daher nach Investoren, die uns auf dem Weg zu einer transparenten Kreislaufwirtschaft begleiten möchten. Ich bin Chris von Recycler und ich freue mich auf eure Fragen. Vielen Dank, Chris. Wer hat die erste Frage? Richard Tut, gerne. Ja, cool, dann starte ich. Danke dafür für den Vortrag. Meine Frage wäre, inwiefern, am Anfang war der Einstieg so ein bisschen, wo geht denn die Gummibärchenpackung hin? Glaube ich, die Frage wird gar nicht beantwortet durch Recycler, sondern nur, wie die Gummibärchenpackung auszusehen hat, in welchem Land und aus welchem Material sie bestehen soll. Stimmt die These, also das, was ich da rausgehört habe? Oder dann wäre nochmal Erklärung dazu sinnvoll, warum der Anfang so gestartet ist? Genau, also im Prinzip, also wir können jetzt nicht sagen, wo diese spezielle Gummibärchenpackung hinkommt, weil wir können nicht sagen, ob der Paul die auch wirklich in seinen Mülleimer, in den richtigen getrennten Mülleimer wirft. Ne? Aber wir können sagen, im Durchschnitt existiert in diesem Land aktuell diese Infrastruktur. Es gibt zum Beispiel Ströme für diese Art von Polyethylenmaterial, was dort recycelt wird. Und dann kann man natürlich sagen, wenn jetzt die Folie aus dem Material besteht, dann gibt es dafür auch die Infrastruktur, um eine Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Oder wir können zum Beispiel auch sagen, gibt es dort überhaupt einen Bedarf, Märkte für das Rezyklat, was am Ende entsteht. Es sind verschiedene Dimensionen, die wir da abbilden. Aber natürlich haben wir auch diese technische Komponente. Das heißt, der Verpackungshersteller kann seine Produkte eingeben, kann auch seinem Kunden zeigen, schau mal, Kunde, wenn wir hier meine Folie nutzen, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir sind technisch auf den Industriestandards, die man haben müsste. Und gleichzeitig haben wir jetzt in den und den Ländern auch die Infrastruktur. In dem Land sieht es vielleicht nicht so aus, da muss sich die Infrastruktur ändern. Das sind quasi die kompletten Dimensionen, die wir dann abbilden können, die dann eben auch die verschiedenen Use Cases möglich machen. Vielen Dank. Als nächstes Herr Herdrich. Danke sehr. Wer sind eure Pilotkunden und in welche Richtung Verpackung geht es denn ganz konkret bei euch bislang? Genau, also unsere Pilotkunden, die das ist im Prinzip aktuell die Schwarzgruppe mit den verschiedenen Handelssparten, also Kaufland, Lidl, PreZero als Recycler. Dann haben wir Shure Flexibles und Huhtamäki als zwei sehr große internationale Folienhersteller. Gerade das Folienrecycling ist sehr komplex, deshalb sind wir da von Anfang an auch schon mit, sag ich mal, einigen Herausforderungen gestartet, haben uns direkt das Schwierige vorgenommen. Und mit diesen Partnern haben wir die letzten 6 Monate das Ganze entwickelt, weitergebracht letztendlich, auch diese Datenbasis angefangen aufzubauen.
und sind aktuell in der Pilotierung. Also das sind aktuell die Nutzer, die das Tool testen. Wir haben aktuell etwa 50 Test-Accounts im System aus den verschiedensten Unternehmen dort, die das dann prüfen und uns Feedback geben auch. Als nächstes Herr Böhringer. Mit welchem Teil von der Schwarzgruppe seid ihr da im Austausch? Ist es ScreenCycle und ist es im Endeffekt eine Requirement Management Software oder was genau ist der Kern der Software? Ja, also ScreenCycle wurde jetzt ja auch umbenannt in der PreZero Stiftung. Also wir sind quasi direkt bei der zentralen Plastikstrategie und arbeiten dadurch auch mit den ganzen Unternehmen zusammen. Genau, also die zweite Frage, Requirements Management, kann ich vielleicht insofern bearbeiten, dass ich gerade für die Handelsketten zum Beispiel oder auch die Brand Owner, die halt eben sehr viele verschiedene Verpackungen haben, ein großer Use Case im Bereich Reporting ergibt. Ja, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel globale Nachhaltigkeitsziele gesteckt hat, dann möchte man eben wissen, wo stehe ich denn aktuell? Ja, wie kann ich mich denn verbessern? Also wie viel Prozent meines Verpackungsportfolios ist denn schon recyclingfähig auf Basis verschiedenster Bewertungsschemen, die nicht wir vorgeben, aber die wir digitalisieren. Und dann kann man eben prüfen. Aktuell habe ich vielleicht so und so viel Prozent Recyclingfähigkeit. Ich will dorthin kommen. Was muss ich tun? Welche Verpackung muss ich verbessern? Okay. Danke. Herr Lerchenmüller? Also eine große Daten oder eine große Datenflut damit verbunden, also die Information darüber, letztlich über jede Verpackung, wie kommen diese Daten bei Ihnen ins System rein? Ja, genau. Ja, gute Frage. Das ist nämlich auch die große Herausforderung, der wir uns angenommen haben. Also unser Ansatz dabei ist letztendlich ein Expertennetzwerk zu nutzen und auch zu betreuen. Wir haben angefangen jetzt eben mit 8 Ländern. Wenn es einfacher wäre, würden wir wahrscheinlich schon die ganze Welt abdecken. Aber in diesen 8 Ländern haben wir quasi auch, Kontakte zu Institutionen, mit denen wir dieses, originale Datenmapping jetzt aufgebaut haben. Zusätzlich arbeiten wir mit renommierten Industrieverbänden und wirklichen Thought-Leadern zusammen, wie CFLEX und AMS Europe. Das sind auch Kunden von uns, mit denen wir ein Datenmapping in Europa betreiben aktuell. Das heißt, wir gehen auch wirklich hin, vernetzen uns mit den Institutionen, die diese Informationen haben, und sie dann eben auch bei uns hinterlegen. Die Vision ist letztendlich, dass man so eine Art Plattform schafft, wo quasi Experten ihr Wissen dann auch teilen. Das ist so eine Art Wikipedia der Experten der Industrie, um letztendlich auch diese ganzen Stakeholder zu vernetzen. Ja, das ist die Vision ganz hinten. Wir fangen jetzt eben an in diesem Bereich Recyclingfähigkeit mit konkreten Business Needs und haben dort unser Netzwerk. Wir haben noch eine Minute. Noch jemand eine Frage? Ja, Baumgärtner, ja. Ja, spannend war ja auch die Zusammenarbeit mit Recyclern, also wirklich nachzuweisen, dass die Verpackungen am Ende auch recycelt werden. Gibt es da auch schon Überlegungen in die Richtung? Ja, also wir haben uns auch schon mit Recyclern, mit Sortieranlagen ausgetauscht, wir haben Anlagen besucht und da kommt eben auch genau dieser Punkt her. Ja, der Recycler, der denkt immer im Sinne eines Produktes. Ja, der hat zum Beispiel den Kundenbedarf, was für ein recyceltes Material möchte der Kunde haben vom Recycler, was möchte der haben? Und dann guckt er eben, wo kriegt der seine Materialien her? Und da ist oft auch die Kommunikation zwischen dem Recycler und den Herstellern von Verpackungen nicht gegeben. Ja, weil die Hersteller, die wollen natürlich die Sachen super bedrucken, viele Farben verwenden und das ist für den Recycler am Ende natürlich nicht so toll. Das heißt, da langfristig auch die Kommunikation zu vereinfachen, ist ein Ziel von uns. Aktuell, sind die Recycler noch nicht direkt eine Zielgruppe von uns. Ja? Also aktuelle Kundenzielgruppe sind wirklich Verpackungshersteller, Brandowner und die Händler. Super, dann vielen Dank, Chris. Die 10 Minuten sind vorbei. Danke für deinen Pitch. Vielen Dank. Wir kommen nun zu Dominik und seinem Startup Fimo, das eine App entwickelt hat und dessen Benutzer helfen möchte, Krankheiten wie Fatigue besser zu verstehen. Dominik kommt, glaube ich, eigentlich auch aus der Region, ist jetzt aber in Nordrhein-Westfalen, soweit ich es richtig weiß, und hat seinen Bildschirm schon geteilt. Kannst du uns hören? Kannst du sprechen? Ich hoffe, ich kann sprechen. genau, funktioniert alles. Aus Freiburg komme ich ursprünglich, wohne mittlerweile in Köln. Aber genau, so viel vielleicht zu mir. Eben, mein Name ist Dominik. Ich bin einer der Gründer von Fimo Health.
Und ich habe euch heute die Geschichte von Emma mitgebracht. Emma, bei Emma wurde vor 6 Monaten Multiple Sklerose diagnostiziert. Das die am meisten beeinträchtigende Symptom dabei ist Fatigue. Fatigue bezeichnet eine extreme Form der Erschöpfung, wo man beispielsweise nach einer Dusche für 3 oder 4 Stunden pausieren muss. Fatigue ist hochgradig individuell und wird von verschiedenen Umgebungs- und Vitalparametern beeinflusst. Das größte Problem für Emma dabei ist, dass sie nicht weiß, wann und warum diese extreme Erschöpfung auftritt. Emmas Arzt hat das Problem, dass er keine objektiven Daten hat, um Therapien auszuwählen, aber auch zu überwachen. Und Pharmakonzerne haben das Problem, dass sie keine Alltagsdaten zur Medikamentennutzung haben. Mit unserer App wollen wir allen 3 helfen. Dabei nutzen wir ein Smartphone und eine Smartwatch, um die Einflussparameter dieser Fatigue zu erfassen und kombinieren das mit wissenschaftlichen Fragebögen zur Erkrankung. Diese Daten bereiten wir dann patientengerecht auf, sodass Emma zum einen den Verlauf ihrer Fatigue sehen kann, aber auch, welche Einflussfaktoren wichtig für sie sind. Das hilft ihr, ihre Krankheit besser zu verstehen und aktiv dagegen zu wirken. Das bedeutet, sie hat einfach mehr aktive Zeit und im späteren Schritt wollen wir diese Erschöpfung auch vorhersagen. Emmas Arzt kann mit Hilfe der Daten individualisierte Therapien auf Emma zugeschnitten anbieten und auch überwachen. Und Pharmakonzerne können dadurch ihre Medikamentenentwicklung vorantreiben und so die Fatigue reduzieren. Wir haben das Ganze in einer klinischen Studie mit 30 MS-Patienten bereits validiert und sind mit der größten MS-Klinik Europas gerade in einem Pilotprojekt. Monetarisieren wollen wir das Ganze über das digitale Vorsorgegesetz, was es Ärzten erlaubt, Apps zu verschreiben, und die Krankenkassen müssen dann für mindestens ein Jahr die Kosten dafür übernehmen. Seit 2 Wochen sind wir mittlerweile ein Medizinprodukt der Klasse 1, was ein erster großer Schritt in die Richtung ist. Die zweite Möglichkeit besteht über die Pharmakonzerne, wo wir das Follow-up-Monitoring nach klinischen Studien übernehmen wollen. Da sind wir mittlerweile in recht weiten Gesprächen mit Roche und Merck. Wir wären nicht so weit, wie wir gerade sind, ohne unser Netzwerk. Das besteht aus Wissenschaftlern, aus Leuten aus der Industrie, aus Kliniken, Universitäten, aber auch Technologiekonzernen. Vor 2 Jahren haben wir bei einem Hackathon mit der Idee begonnen und haben dann überlegt, okay, was brauchen wir, um damit erfolgreich zu sein? Und mittlerweile sind wir ein 8-köpfiges, recht interdisziplinäres Team und haben uns zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität von Emma zu verbessern. Und es würde uns freuen, wenn auch ihr uns dabei unterstützen könnt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dominik. Das war genau 3 Minuten. Christoph hat die erste Frage. Ja, vielen Dank. Frage geht in Richtung von eurem Geschäftsmodell. Also Monetarisierung läuft über das Medizinprodukt und das neue Gesetz. Also ist auf jeden Fall schon mal, wenn man da drin ist und das sich auch nachhaltig da halten kann, sicherlich ein sehr attraktiver Markt. Aber was sind genau die Metriken dahinter? Also wie viel könnt ihr denn damit tatsächlich verdienen? Also wie groß ist tatsächlich auch so der Markt? Wie viele Indikationen hat man da? Irgendwie so eine Hausnummer, damit man ein bisschen einschätzen kann, auf was ihr euch dazu bewegt? Genau, also es gibt in Deutschland 240.000 MS-Patienten. Die werden wir natürlich am Anfang nicht alle erreichen. Wir planen mit diesem Jahr 700 Leute zu erreichen über die Sauerland-Klinik, weil die haben jährlich 2000 Patienten. Und da wollen wir dann mit 30 Euro pro Patient und pro Monat, das ist aktuell ein Satz, der bei vielen Liga-Herstellern in dem Bereich genutzt wird. Oder naja, viele gibt es ja noch nicht, sind gerade 5. Aber wovon man ausgehen kann, dass das realistisch ist. Und dann wären wir im ersten Jahr bei, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, einem Umsatz von um die 200.000 Euro. Und dann wollen wir es langsam steigern. Das bedeutet, dass wir dann von 1.000 auf 3.000 gehen und im nächsten Jahr dann auch das europaweit anbieten wollen. Genau, DIGA, vielleicht auch noch dazu kurz, hat relativ hohe Anforderungen, aber wir sind mittlerweile in 2 Verbänden, also Startup-Verbänden, die sich damit befassen und wollen den Antrag Ende des Monats einreichen. Herr Baumgärtner? Ich freue mich für jeden Patienten, der über euch einen Schritt näher der Heilung ist. Inwiefern ist eure App oder eure Software auch skalierbar in andere Krankheiten hinein? Da habe ich auch über eine Folie dabei.
Also Fatigue betrifft nicht nur MS, Fatigue betrifft Krebs, betrifft Lupus, Schlaganfälle, verschiedene Viruserkrankungen. Ich sag mal, Covid-19 hat, glaube ich, mittlerweile auch jeder mitbekommen, dass es eine Spätfolge ist. Wir fangen mit MS an, weil MS eine homogene Zielgruppe hat. Das bedeutet bei Krebs zum Beispiel, wir haben viele verschiedene Krebsarten, die dann wieder unterschiedlich behandelt werden müssen. Das haben wir bei MS nicht. Später ist natürlich die Idee, oder nächstes Jahr ist die Idee, dass wir dann tatsächlich auch mit einem Krebsansatz anfangen. Wir haben uns aber auch für verschiedene Studien im Bereich oder Forschungsförderung im Bereich von Covid-19 beworben bereits. Weitere Fragen? Okay. Ich sehe gerade keine Hand. Wenn jemand eine Frage hat, einfach gerne reinrufen. Ansonsten scheint es ja alles mit deinem Pitch geklärt zu haben, Dominik. Auch nicht schlecht. Super, genau. Dann vielen Dank für dich und für deinen tollen Pitch. Das nächste Startup hat eine App entwickelt, die auf den Namen Mäuschen heißt. Und Emanuel präsentiert sein Startup jetzt. Manuel kommt auch aus Freiburg und was Mäuschen macht, zeigt uns Emanuel. Bist du da? Ja, ich bin da. Ich kämpfe gerade noch mit meiner Bildschirmfreigabe, ganz klein. Kein Problem, wir haben ja 3 Minuten durch den Dominik gewonnen. Wenn es nicht klappt, kein Stress. Ah, jetzt. Da haben wir es. Dann, sobald du bereit bist, legst du los und die Zeit läuft dann für dich. Ja, wenn ihr jetzt mein Bild seht, dann bin ich bereit. Wir sehen dein Bild, ja. Also, ich bin der Emanuel von der Mäuschen-App und wir machen Fotos und Videos in der Kita rechtssicher und unglaublich einfach. Ich möchte euch Mona vorstellen, die wie über 90% aller Erzieherinnen in Deutschland täglich Aufnahmen von ihren Kita-Kindern macht. Das macht sie bisher mit einer klassischen Digitalkamera und jeder kann sich den Aufwand vorstellen mit Übertragung auf den PC, dann sortieren, wieder ausdrucken, für die richtigen Verwendungszwecke die richtigen Fotos finden und nach der Verwendung auch unbedingt wieder löschen nach Datenschutzgesetz. Martin, dem Geschäftsführer, macht dieser Aufwand natürlich Bauchschmerzen. Noch mehr verunsichern ihn aber die zunehmenden Fragen über Sicherheit und Datenschutz, denn für Kinderaufnahmen gelten aufgrund des besonderen Schutzfaktors neben der berüchtigten DSGVO sogar noch viel strengere Vorgaben, zum Beispiel aus Landesverordnungen und Sozialgesetzbüchern. Zum Glück gibt es mit der Mäuschen-App eine Lösung für den Aufwand, die IT-Sicherheit und den Datenschutz. In einer App sind alle Arbeitsschritte integriert und damit erheblich einfacher als bisher. Mona benötigt nur eins der jederzeit greifbaren Handys, mit denen sie Aufnahmen macht und alles Weitere steuert. Ein Hintergrundservice sorgt für die hochsichere Ablage, aber mit entsprechender Autorisierung auch die jederzeitige Verfügbarkeit der Aufnahmen. An den Kita-typischen Einsatzorten sind die Aufnahmen schon fertig, vorbereitet, jederzeit verfügbar. Und das Beste allein durch die Verwendung dieser App ist rechtlich schon alles einwandfrei und auch IT-sicher. Schon eine kleine Kita kann damit ca. 1.000 Euro im Monat oder anders ausgedrückt 40 Arbeitsstunden einsparen. Außerdem muss sie sich über die IT- und Rechtssicherheit bei diesem Thema überhaupt keine Gedanken mehr machen. Und die Fachkräfte haben natürlich weniger Stress. Wir finalisieren gerade unsere Pilotversion, die wir interessierten Kitas auf Anfrage auch ausführlich gerne schon demonstrieren. Ein kurzer Blick auf den Markt, den aktuell ca. 58.000 Kitas in Deutschland bilden und jährlich kommen wieder 500 bis 1.000 hinzu. Das kriegt ja jeder aus den Medien mit. Unser Vertriebsmodell ist maximal einfach, nämlich einfach ein pauschales monatliches Abo-Modell, dessen Gebühr sich einfach nach der Größe der Kita richtet und da ist alles inklusive. Ansonsten noch vertrieblich interessant, dass man nicht jede Kita einzeln ansprechen muss, sondern immer mehrere, teilweise bis zu hunderte Kitas von einem Träger betrieben werden. Und indem wir frühzeitig die ganz großen Träger adressieren, hoffen wir schnell, eine große Anzahl Kitas ausstatten zu können. Aktuell bereiten wir unseren Pilottest mit 2 Kita-Trägern vor, den wir dann im Laufe eines Jahres ungefähr auf ca. 100 Kitas, also bei 10 Trägern ungefähr ausweiten möchten. Danach intensivieren wir unseren Vertrieb und möchten dann in den gezeigten Größenordnungen pro Jahr wachsen.
Für diese erste Pilotphase sind wir bereits finanziert, benötigen dann aber nächstes Jahr irgendwann für diese Wachstumsphase eine Anschlussfinanzierung von ca. 500.000 Euro, bis wir den Break-Even erreichen nach jetziger Kalkulation. Ja, und dementsprechend freuen wir uns über Investoren, die uns ab sofort kennenlernen möchten, damit sie dann nächstes Jahr vielleicht diese Entscheidung mit uns treffen können. Außerdem nehmen wir auch gern weitere Kitas in den Pilottest auf, wie ich gesagt habe, und auch unser Team freut sich über Verstärkung. Aktuell besteht unser Team neben mir aus Unternehmens- und Softwareentwicklern sowie erfahrenen Pädagogen. Und alle Aufgabenfelder, für die es im Moment im Team noch nicht genug zu tun gibt, deckt unser Advisory Board ab. Damit erstmal danke für die Aufmerksamkeit und alles Weitere über die Rückfragen. Vielen Dank. Erste Frage von Manuel Böhringer. Genau. Erste Frage in Richtung Vertrieb. Kennt es auch aus anderen Branchen, durch das, dass die Kitas relativ gleich sind und der Preis pro Kita wahrscheinlich überschaubar sein wird, wie adressiert man die 58.000 Kitas in Deutschland? Wie läuft der Vertrieb ab? Ja, also wir versuchen tatsächlich natürlich relativ viel über sozusagen dann, also letztendlich Self-Service abzudecken, wenn die sich sozusagen erstmal für uns interessieren und das testen und buchen wollen und so. Also wir können sozusagen nicht mit jeder von den 58.000 später alleine sprechen. Am Anfang ist aber schon die Idee eben über diese ganz großen Träger, die ich erwähnt hatte. Also jede Großstadt hat ungefähr so einen Tanker, der wirklich bis zu 200 Kitas betreibt, dass wir einfach erstmal die wirklich direkt adressieren, also wirklich am Anfang mit einem Direktvertrieb, wo wir ja auch noch lernen wollen über die Zusammenarbeit, das Produkt noch weiterentwickeln wollen. Und später wird das dann aber nach und nach immer mehr eben eher über die Fachpresse zum Beispiel, die Kitas lesen, passieren, dass wir versuchen, da auch mit Infomercials oder so eben einfach sichtbar zu werden und dann ganz niedrigschwellig über die Website halt und über die App Stores einfach testbar, sodass man das wirklich sich einfach selber einrichten kann, ausprobieren kann und wenn es einem gefällt, einfach buchen und loslegen kann. Und dazu wollen wir einfach vor allem eben dann über sowas wie Fachpresse und so einfach uns eine Glaubwürdigkeit aufbauen. Da fangen wir jetzt schon an. Die nächste Frage von Herrn Tut. Du bist stumm, Richard, glaube ich. Super, danke für den Hinweis. Ich habe ein Kind, das jetzt gerade in der Kita ist, 3,5, und ein zweites kommt bald in die Krippe. Und mich interessieren, wie man den Zugang schafft, weil letztendlich alle Kitas und Krippen, die ich kenne, haben einen Betreuungsschlüssel im Personal, das exakt der gesetzlichen Vorgabe entspricht und somit diese virtuellen Personalkosten, die seit Stunden anfallen, eigentlich gar nicht existent, weil die Personen, die machen es ja irgendwie dann doch nebenbei. Und der Pain bei den Eltern, die das durch erfahren haben, ist durchaus groß, weil sie mittlerweile kaum mehr Bilder kriegen vom Kita-Alltag, was früher einfacher war. Und deswegen würde mich mal interessieren, ob der Zugang nur über die Kitas funktioniert oder ob ihr euch andere Zugänge zum zahlungsfähigen Markt schon überlegt habt, letztendlich, weil ich diesen Pain bei der Kita kenne, aber letztendlich denke, dass die Kita-Leitung meistens denkt, dass irgendwie abgewickelt wird. Ja, also die mit dieser Hypothese sind wir tatsächlich auch gestartet und haben am Anfang viel stärker über die Eltern vermutet, da einen Schlagwinkel finden zu können. Haben dann aber festgestellt, dass wir da so ein ganz unangenehmes Thema aufmachen, wenn wir sagen, die Kita produziert Fotos und die Eltern, die zahlen, dürfen es sehen, die anderen nicht. Oder wenn da irgendwie sowas, so ein Geschmack aufkommt. Und dann haben wir echt, also wir haben uns da also nicht die Finger verbrannt, aber wir haben einfach an den Rückmeldungen gemerkt, dass das ein ganz, ganz heikles Feld ist. Und die Kitas haben auch selber sich auf die Barrikaden gestellt im User Research und gesagt, wir wollen dann nicht plötzlich so eine Lieferantenmentalität hier bekommen und dass die Eltern sagen, kommt mal, schick mal wieder Fotos, es kommt schon so lange nichts. Und deswegen haben dann tatsächlich wir festgestellt, ist die Bereitschaft sogar umgekehrt auch von Kita-Seite höher. Sie wollen das sogar den Eltern irgendwann zur Verfügung stellen. Das Szenario ist auch in der Pipeline, jetzt nur nicht im MVP, aber irgendwann sollen die Eltern Zugang zu freigegebenen Fotos ihrer Kinder bekommen. Aber komplett kostenlos für die Eltern, ist dann eher ein Service der Kita. Die Kitas wollen das sogar lieber selbst bezahlen, damit sie sozusagen die Kontrolle behalten, wie viel sie teilen. Und tatsächlich ist der Pain tatsächlich echt groß für die Kitas. Also das stimmt zwar, dass die in Baden-Württemberg zumindest einigermaßen ihren Personalschlüssel abdecken. In fast allen anderen Bundesländern ist es aber nicht der Fall. Und das ist wirklich eine Katastrophe, was da teilweise für Personalschlüssel herrschen. Und selbst wenn sie in Baden-Württemberg, das ist ja auch nur eine fiktive Zahl, dieser Personalschlüssel, trotzdem sind da oft Fachkräfte krank oder sonst was und es erzeugt vor allem diesen Stress.
Und Kitas konkurrieren halt auch um die guten Fachkräfte, weil es viel zu wenig Fachkräfte gibt. Und wenn sie das leichter und stressfreier für ihre Mitarbeiter machen könnten, diese Aufgabe, die sie halt eh zu erfüllen haben, irgendwie noch neben der Arbeit mit den Kindern her, dann ist ihnen das wirklich richtig Geld wert. Also da waren wir eher auch überrascht, weil wir auch am Anfang dachten, da ist nicht viel zu holen, sondern eher bei den Eltern. Spannend. Vielen Dank. Eine Frage aus YouTube, die ich selbst sehr interessant finde, deswegen stelle ich die ganz kurz. Wie reagiert ihr auf die Problematik, dass in Kitas oft kein Wi-Fi existiert und die Mitarbeitenden oft kein Arbeitshandy haben und ihr Privathandy nicht im Dienst benutzen sollen? Ja, also sozusagen ohne Handy und ohne Wi-Fi geht es natürlich tatsächlich nicht, unsere Lösung zu nutzen. Tatsächlich ist die Problematik, also die ist oft, würde ich aber in Frage stellen tatsächlich, weil also unser Research mit den Kitas eher ergeben hat, dass sie ziemlich oft mit Wi-Fi ausgestattet sind und ansonsten eben zumindest offen sind für die Einführung von Diensthandys. Tatsächlich sind private Handys nicht so gern gesehen, weil man ja dann nicht weiß, was sie damit machen und ob auch mal die private Kamera an ist und nicht unsere Mäuschenkamera. Aber Diensthandys finden die meisten Kitas okay und sind auch finanziell kein Problem für sie, weil selbst jetzt Elterninitiativen, Kitas oder so könnten sich die Handys einfach die alten Handys von Eltern spenden lassen, die ausgemustert werden. Da sind die Kameras immer noch besser drin als die Digitalkameras, die heute häufig verwendet werden. Insofern, dass die Infrastruktur ließe sich leicht aufbauen, zur Not auch tatsächlich mit heutzutage recht günstigen Datentarifen. Das ist zum Beispiel auch für Waldkitas oder so eine relevante Thematik, weil die natürlich tatsächlich kein Wi-Fi haben. Aber wir haben festgestellt, also auch das war eine Hypothese, die wir am Anfang auch hatten, das ist vielleicht schwierig mit den Datentarifen, und haben dann festgestellt, eigentlich sind fast alle Kitas, mit denen wir hier in Baden-Württemberg zum Beispiel zu tun hatten oder in Hessen, waren einfach eh mit Wi-Fi ausgestattet. Super, vielen Dank. Noch jemand eine schnelle Frage? Wie viele Kunden haben Sie heute? Im Moment nur 2 Träger. Das würde in der Summe circa so jetzt mal 20 Kitas für den Pilotbetrieb ergeben. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann das Investment wirklich brauchen, möchten wir circa 100 Kunden haben. Also bis dahin glauben wir, mit der jetzigen Finanzierung noch zu kommen. Super, dann vielen, vielen Dank, Emanuel. Von Freiburg gehen wir wieder zurück nach Konstanz und zu MyCabin und Finn und Sophia. MyCabin möchte die schönsten Naturplätze und Hütten zum Übernachten anbieten. Kennt ihr eigentlich Organi Farms? Kennt ihr euch in Konstanz? Ihr kommt beide raus? Habe ich nicht gefragt. Also ich habe von euch schon mal gehört über Startup-Netzwerk Bodensee von Miriam. Okay. Aber seid ihr bereit? Jetzt glaube ich schon. Wir sind bereit. Alles klar. Sobald ihr anfangt, läuft die Zeit. Wunderbar. Nie dagewesene Nachfrage. Camping erlebt Corona-Boom. Chaos durch Wildparker und Wildcamper. Dies sind nur 2 Beispiele für Schlagzeilen zum Camping in diesem Sommer. Doch auch schon vor Corona hat sich der wachsende Campingtrend abgezeichnet. In den Alpen sind jährlich mehr als 100 Millionen Touristen unterwegs. Tendenz stark steigen. Und in den letzten 4 Jahren wurden 73% mehr Reisemobile zugelassen. Okay, Menschen wollen also naturnah reisen. Viele stehen jedoch vor dem Problem, dass Wildcampen illegal ist und die aktuellen Angebote nicht das bieten, wonach sie sich sehen. Stimmt. Campingplätze haben zunehmend Freizeitparkcharakter und Alpenvereinshütten sind völlig überfüllt. Hey, da ist es doch verrückt, dass trotz der immer größer werdenden Nachfrage beispielsweise an den schönsten Spots der Alpen unzählige ungenutzte Scheunen, Hütten und Wiesen zu finden sind. Genau hier setzt MyCabin an. Besitzer von eben solchen ungenutzten Ressourcen können diese zum Übernachten für Outdoor-Reisende auf unserer Plattform anbieten. MyCabin füllt damit die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage und finanziert sich durch eine gastzeitige Servicegebühr. Im Gegensatz zur Konkurrenz entwickeln wir unsere Lösung im stetigen Austausch mit Gemeinden und Tourismusverbänden. Die Zahlungsabwicklung der Kurtaxe wird implementiert und Reisende können durch unseren Partner Outdoor Active neben weiteren Features direkt die schönsten Wanderrouten in der Region finden. Von Juli bis Oktober haben wir in diesem Sommer eine Pilotphase gestartet. Durch über 1200 Übernachtungen mitten unterm Sternenhimmel und 4000 Nutzerprofile konnten wir einen validen Proof of Concept erstellen und dabei einzigartige Naturerlebnisse ermöglichen. Und all das neben dem Studienabschluss und ohne hohes Marketingbudget. Neben einigen Awards bestätigt uns insbesondere das positive Feedback unserer Nutzerinnen darin, dass wir mit MyCabin nicht nur den Nerv der Zeit treffen, sondern allen beteiligten Akteuren, inklusive der Natur, einen echten Mehrwert bieten. Doch wie geht's weiter?
Ja, zurzeit steht die Gründung und ein Community-bildendes Crowdfunding an. Nach dem Launch unserer neuen Website und App im Frühjahr 2021 werden wir uns im deutschsprachigen Alpenraum etablieren. Unsere skalierbare digitale Lösung ermöglicht uns eine schnelle Ausweitung über Bergregionen und Landesgrenzen hinaus. Ebenfalls zeigen Outdoor-Equipment bereits Interesse an einer Marketingzusammenarbeit. Aber hey, wer steckt eigentlich hinter MyCabin? Wir sind 5 junge Outdoor-Enthusiasten mit verschiedensten Hintergründen und Expertisen. Ob als Skilehrer oder Alpine Guides, wir kennen die individuellen Bedürfnisse der beteiligten Akteure. Dadurch können wir MyCabin gemeinsam mit unserem Partnernetzwerk so entwickeln, dass wir unternehmerisch wie auch gesellschaftlich den größten Impact generieren. Okay, zusammengefasst. MyCabin ermöglicht echte Erlebnisse in und mit der Natur und kann in den kommenden Jahren zu der Buchungsplattform für naturverbundenes Reisen werden. Lass uns gemeinsam auf Tour gehen und durch deine Expertise und dein Impact-Investment aktiv die Zukunft des sanften Tourismus gestalten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf die Fragen. Vielen Dank, ihr beiden. Bevor der Christoph, sage mal, mit der Frage beginnt, wir haben jetzt nur immer die erste Seite gesehen. Ich wollte euch nicht unterbrechen, weil ich nicht sicher war, ob das richtig ist oder nicht. Nur damit ihr jetzt Bescheid wisst. Geh nochmal bitte drauf. Okay, das ist... Okay. Nee, natürlich ist es nicht richtig. Geh nochmal drauf. Das kriegen wir auch so hin. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die Fragen mit den Folien dann beantwortet werden. Christoph, magst du mit der Frage beginnen? Ja, gerne. Hi Finn, hi Sophia. Also, schade, dass ihr die Folie nicht gesehen habt. Die sind ja normalerweise recht schick. Genau, da sehen wir jetzt was. Frage von meiner Seite. Oder erstmal ein Statement. Also, ich super beachtlich, was ihr mit wenig Ressourcen derzeit geschafft habt. Echt Hut ab. Muss sagen, großen Respekt sehe ich nicht oft. Aber die meine Frage geht in eine bestimmte Richtung. Und zwar, was für ein Business seid ihr eigentlich? Und wenn ja, wie groß wird das Ganze? Also euer Geschäftsmodell, da habt ihr jetzt gerade recht wenig zugesagt. Genau, sagt doch mal ein bisschen was zu dem Thema. Ja, wir fangen mal ganz kurz unser Business an. Allgemein sind wir Dienstleister. Wir sind eine digitale Vermittlungsplattform. Heißt, uns kann man einordnen zwischen Couchsurfing und Airbnb. Als Dienstleister haben wir selber nicht die Ressource, uns gehört nicht die Ressource, die wir anbieten, sondern wir vermitteln. Wir finanzieren uns letzten Endes genauso wie Airbnb durch ein provisionsbasiertes Modell, also eine Servicegebühr. Diese bewegt sich zwischen 20% und 30%, je nach Serviceaufwand, also je nach Angebot. Denn für einen Stellplatz oder eine Wiese, das haben unsere Erfahrungen in den letzten 3 Monaten auch gezeigt, ist kein großer Serviceaufwand nötig. Auch das ist den Gastgebern häufig gar nicht unbedingt bewusst. Zudem sehen wir uns als Impact-Startup aus ganz verschiedenen Gründen und haben deswegen auch uns entschieden, 3% all unserer Einnahmen direkt an soziale und ökologische Projekte zu fördern. Zu dem Markt, zu der Marktgröße allgemein. Es ist so, dass wir auf Basis auf der Entwicklung der Wohnmobile etc., ich kann Ihnen mal ein paar Zahlen nennen, die Ausgaben von Wohnmobilisten als auch Van-Ausbauten etc. außerhalb von Campingplätzen liegt zurzeit bei 1,3 Milliarden Euro allein in Deutschland. Wir gehen davon aus, durch unsere Lösung, die wir legal, sicher und vorausplanend anbieten, sowie durch verschiedene Cross-Selling-Optionen, 5% von dieser Menge und diesen Leuten, die unterwegs sind, für uns gewinnen können und somit ein Marktvolumen allein in Deutschland von 65 Millionen Euro haben. Vielen Dank, Herr Böhringer und dann Herr Tut. Guter Vortrag. Geht es bei euch im Wesentlichen um die Nutzung von den noch nicht genutzten Flächen, also freie Plätze, oder soll es eine Plattform sein, die vor allem auch bestehende Campingplätze und Einrichtungen auf die Plattform nimmt? Ja. Erstens ist absolut richtig. Wir konzentrieren uns auf aktuell nicht genutzte Ressourcen, was aber auch beispielsweise ein nur saisonal genutztes Heulager sein kann. Was wir nicht machen, wir gehen nicht in Richtung Campingplätze, weil für uns besonders wichtig ist, dass der Naturfaktor besteht und wir eben auch Plätze in Alleinlage anbieten können. Ich meine, jeder kennt es, man denkt aber, oh, ich gehe campen, boah, geiles Alpenpanorama, aber oft landet man dann auf einem völlig überfüllten Campingplatz und genau dem wollen wir entgegenwirken. Wie werden die Mitglieder dort akquiriert, also dass die inserieren auf der Plattform?
Ja, eine sehr gute Frage, die häufig gestellt wird, mit der wir uns lange beschäftigt haben. Wir waren, bevor wir MyCabin ins Leben gerufen haben, selbst 2 Wochen in der Alpen unterwegs, haben Kaltakquise betrieben, haben mit Leuten geredet, um zu schauen, wo soll es eigentlich hingehen, wie soll MyCabin aussehen, ist gemeinsam entwickelt. Bedeutet, im ersten Schritt, und das machen wir auch immer noch, weil es gerade in der Anfangsphase wichtig ist, Kaltakquise betreiben. Natürlich weiter, damit wir auch skalieren können, gibt es verschiedene Methoden sowie Multiplikatoren. Wir haben jetzt schon gemerkt, dass ein Empfehlungssystem immer innerhalb unseres Gastgebernetzwerks sehr, sehr gut funktionieren kann und als Multiplikator dient. Außerdem gehen wir auch über unsere Gemeinden und Tourismusverbände und unsere Partner, die vor allem für uns als Multiplikatoren auch sehr gut sind. Ja, um unsere Gastgeber zu verstehen, ist ganz wichtig, dass die auch aus Einstellungsgründen und ihre Wertebasis, gerade ja, bei unseren Gastgebern handelt es sich um Leute wie Sepp aus Leogang, den wir ihnen auch mitgebracht haben, nicht bei Airbnb inserieren würden. Denen geht es darum, einen direkten Kontakt zu haben, auch den kulturellen Austausch, den sie mit den Gästen eingehen können und dadurch was zu lernen, diesen Sharing-Charakter darzustellen. Und deswegen ist gerade bei uns wichtig, erst über den Core zu gehen, diese Leute als Multiplikatoren zu gewinnen und diesen Effekt auch zu fördern und letzten Endes dann aber über Multiplikatoren wie unten links der Agrotourismusverbände, Frankenwald, Bioring oder auch gerade Demeter Biolandverbände allgemein für uns zu gewinnen. Vielen Dank. Herr Tut und Herr Neufang dann. Ja, super, auch vielen Dank von meiner Seite aus. Es war durchaus inspirierend, auch ohne weitere Bilder, Präsentationen zu sehen. Genau, als Camper und auch als Airbnb-Nutzer, die Frage letztendlich, bei Airbnb übergebe ich einen Schlüssel und da geht es mir wirklich um das Geschäftsmodell nochmal zu hinterfragen, dann ist der Schlüssel einmal vergeben. Sobald ich, klassischerweise funktioniert der Markt heute so, dass ich mich auf irgendwelchen Plattformen, die es gibt, darüber informiere, wo ein schöner Stellplatz ist, der so mäßig legal ist. Und sobald ich aber einmal einen mäßiglegalen kenne und über die heutigen Wege kommuniziere, dass es die gibt, können die frei genutzt werden. Und jetzt geht es für mich als Anbieter einfach darum, wie sichert ihr das Problem ab? Also weil letztendlich baut ja darauf das ganze Geschäftsmodell auf, dass ich da kundenfreundlich bin oder anbieterfreundlich bin. Absolut, absolut, da haben Sie vollkommen recht und gerade auch basierend auf unseren Erfahrungen. Sie spielen wahrscheinlich auch Park for Night an, viele illegale Plätze, die dann gefunden werden. Bei uns ist es so, dass es auch ein Punkt, ein Mehrwert, der von den Gastgebern an uns herangetragen worden ist. Wir hatten einen Gastgeber, zu dem sind wir gefahren, der hat akute Probleme mit Wildcamping in der Schweiz hier am Seealpsee und hat gesagt, wenn ich da Leute durch organisierten Tourismus und geschützten Rahmen, Personifizierung, die wir ja bieten, auf der Wiese habe, dann beschützen die ja meine Fläche. Und das ist ein entgegengesetzter Effekt, dass die Leute, die dort oben sind und von MyCabin daherkommen, wenn die Wiese auf 1,6 ist, wo die Gastgeber gar nicht sehen können, was da oben gerade abgeht, die sogar beschützen. Das ist jedoch nicht der wichtigste Aspekt. Wir haben einige Sicherheitsmechanismen, sowie auch die Möglichkeit, sich direkt an den Plätzen einzuloggen. An unseren Plätzen sind Schilder angebracht, wo man sich über einen QR-Code auch informieren kann, dass dieser Platz legal gebucht werden kann, sowie die Funktion, sich da auch aus Gamification-Sicht quasi einzuloggen, sofern das Netz verfügbar ist. Denn wir wollen unseren Kunden, da sie auch minimalistisch unterwegs sind und den Handy-Detox-Urlaub wollen, auch eine Offline-Reisemöglichkeit anbieten. Super, genial. Letzte Frage von Herrn Neufang. Ja, ich würde gerne mehr wissen, was ihr mit Outdoor Active macht. Ich kenne Outdoor Active als sozusagen Anbieter von weit gelabelten Kartensystemen, auch für Garmin arbeiten hier und Ähnliches. Wie stark seid ihr von Outdoor Active abhängig oder wie sieht da diese Partnerschaft aus? Ja, da haben wir uns auch aufgrund der, ja, man kann sagen, Solidargemeinschaft der Outdoor- und Tourismusverbände im Allgäu, mit der wir sehr gut kooperieren, für Outdoor Active entschieden, weil sie eine eigene Datenbasis auf ihren Karten haben. Erst haben wir uns aus finanziellen Gründen auch OpenStreetMap angeschaut oder Google Maps, was dann doch auch recht teuer wird, wenn man es nutzt als Dienstleistung und als Firma. Und haben mit Outdoor Active einen Partner gefunden, die A, unser Projekt selbst unterstützenswert finden und uns da auch finanziell sehr stark entgegenkommen, aber vor allem, was das Netzwerk und die Reichweite angeht. Denn, wie Sie richtig gesagt haben, Outdoor Active arbeitet mit vielen Tourismusverbänden an und bietet denen eine white-gelabelte Lösung. Mit dieser Dienstleistung haben wir nichts zu tun. Wir gehen auf die Funktion ein, die man als Kunde, als Konsument nutzt, wenn man einen Routen plant von Outdoor Active, also die App von Outdoor Active als Outdoor Active Brand runterlädt. Da werden unsere Plätze mit eingepflegt in einem Suchradius, da sie nicht veröffentlicht werden sollten, wie bei Ihnen angesprochen, Herr Tut, damit genau das nicht funktioniert. Und nutzen da Outdoor Active als Multiplikator, Partner, aber auch auf der Entwicklungsseite als eine gute Datenbasis, die in Deutschland sitzt und bei der wir wissen, wo die Daten herkommen.
Vielen Dank, MyCabin. Könnt ihr noch ganz kurz die Folie zeigen zu eurer Crowdfunding-Kampagne? Das kam ein bisschen kurz, da ihr gerade mittendrin seid. Also hier aktuell ist die normale Folie, aber vorne haben wir nochmal den Link. Und den zeige ich sehr, sehr gerne. Einfach Start Next, MyCabin. Wir sind gerade aktuell am Laufen und bauen uns eine kleine Community auf. Also für alle Autobegeisterten, schaut gerne mal vorbei. Super, dann. Vielen, vielen Dank an euch. Bevor das letzte Startup für heute beginnt, noch der kurze Hinweis auf slido.com. Kann man dann in den 10 Minuten, sagen wir mal 10 Minuten, mit der Stimme für den Publikumpreis beginnen. Jetzt kommen wir aber zum letzten Startup, zu Hiber AI, zu Felix aus Freiburg ist das Startup und war im Finale des diesjährigen Cyber One Awards. Felix, kannst du uns hören? Ja, kann ich hören. Könnt ihr mich hören? Alles gut. Sehr gut, hören wir dich. Super. Sobald du loslegst und bereit bist, beginnt die Zeit. Alles klar. Bitte alle anschnallen. Die nächsten 3 Minuten werden rasant, denn Hiver AI ist eine Software zur Prozessbeschleunigung durch Automatisierung. Dienstleister können so mehr Umsatz schneller, günstiger generieren. Das erste Vertical, auf das wir uns fokussieren, sind Tagungshotels und Event-Locations. Was ist das Problem im Tagungshotel? Angebote und Buchungen für Meetings werden manuell erstellt. Die größte Prozessinnovation der letzten 30 Jahre war die E-Mail und das ist langsam, personalintensiv und einfach nur teuer. Warum ist das so? Was ist genau der Prozess dahinter? Am Anfang steht immer ein Tagungsplaner. Dieser geht auf ein Online-Portal, um seine Tagungsanfrage direkt einzugeben. Die Anfrage geht dann via E-Mail direkt ans Hotel. Dies checkt manuell Preise und Verfügbarkeiten, gibt die Daten manuell zurück ins Portal ein. Der Tagungsplaner bekommt am Ende des Tages ein PDF-Angebot. Allerdings gibt es Millionen Planer weltweit, allein in Deutschland über 120 Portale, weltweit über 120.000 Tagungshotels und jedes Hotel hat 4, 5, 6 Systeme im Einsatz. Hier kommt unsere Hotelsoftware ins Spiel, welche letztlich diesen Prozess automatisiert und Mitarbeiter unterstützt. So reduzieren wir die Bearbeitungszeit um bis zu 70%, steigern Buchungen um bis zu Faktor 3 und reduzieren die Kosten im Hotel um bis zu 30%. Der weltweite Tagungsmarkt ist riesig und zählt knapp 400 Milliarden Euro Jahresumsatz. Das Segment der kleinen, standardisierbaren, automatisierbaren Meetings wächst aufgrund von Corona massiv. Im Dezember gehen wir mit Lindner und H-Hotels an den Start. Zusätzlich haben wir das größte deutsche Tagungsportal mit angeschlossen. Pro Meetingraum berechnen wir pro Monat 250 Euro Software-as-a-Service-Gebühr. Das ergibt einen durchschnittlichen Umsatz pro Monat pro Hotel von 800 Euro und ergibt ein Break-Even von 130 Hotel. Wir haben ein überkrasses Advisory Board. Marco Nussbaum, CEO von Price Hotel bei Radisson. Frank Liener, CEO von Philo und dem Deutschen Location Award. Thomas Krake von Schwarzenfeld, Business Angel, HTGF-Alumni und Mentor im German Accelerator. Nikolas Graf-Karnitz, CEO von Fanpage Karma. Und last but not least, Manfred Neufang von Digital Topics. Wir sind ein eingespieltes, interdisziplinäres Travel-Tech-Team, Expedia-Alumni mit über 150 Jahren kumulierter Berufserfahrung. Wir raisen auf Anfang 2021 1 Million Euro Seed-Kapital. Wir freuen uns über jeden, der einsteigen möchte und die Welt und die Menschheit von sinnlosen und langweiligen Prozessen befreien möchte. Vielen Dank. Vielen Dank, Felix, für den Pitch. Fragen von der Jury. Ich habe jetzt leider nicht gesehen, ob jemand die Hand gemeldet oder gezeigt hat. Gerade keine Fragen. Möchtest du uns noch was sagen, Felix, vielleicht? Ich hätte kann Frage. Gern was zum Businessmodell erzählen, ich kann was zur Competition erzählen, ich kann was zur Marktsegmentierung erzählen, was die Leute interessiert. Absolut. Ja, ich hätte tatsächlich eine Frage. Also erstmal kannst du gerne was über den Wettbewerb erzählen, das würde mich interessieren. Und ist es auch so, dass ich als User die Möglichkeit habe, Preise und Hotels zu vergleichen?
in einer bestimmten Region oder wie funktioniert das? Genau, zum Wettbewerb sieht folgendermaßen aus. Also wir haben uns verglichen über 5 Werteattribute von Datenintegration über verschiedene Kanäle hinweg, automatische Preisberechnung, Lead-Scoring, Workflow-Automatisierung und intuitive UI. Sieht so aus, dass wir einen Wettbewerber haben, Amadeus Meeting Broker, großer Travel-Tech-Konzern, allerdings auf einer alten Legacy-Technologie unterwegs, sehr langsam, sehr teuer, dauert extrem lang, das zu integrieren und wird im Hotel kaum adoptiert, da User-Interface von 1990 sieht so ein bisschen wie MS-DOS aus. Das so zum Wettbewerber. Es gibt verschiedene Komplementärprodukte, die einen Teilaspekt anbieten können. Allerdings schwierig zu kombinieren und zu integrieren. Dementsprechend sind wir da im Vorteil. Die zweite Frage war, genau, wie funktioniert es? Wir sind ein Software-as-a-Service-Anbieter, der sich im Endeffekt als, wir sind eine Hotelsoftware letztendlich, die sich zwischen dem Kanal und der Software, die sich im Hotel befindet, dazwischen schaltet. Also wir werden genutzt von Hotels. Wir haben mit dem Endkunden am Ende des Tages aktuell nichts zu tun. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht zukünftig vorwärts oder rückwärts integrieren können in der Wertschöpfungskette. Wenn wir genug Hotels haben, könnten wir theoretisch irgendwann auf die Portalseite wechseln und da quasi was abgreifen bzw. rückwärts integrieren auf die Hotelsystemseite. Aber wir sind aktuell ein reines System für Hotels und ein Software-Service-Modell letztendlich. Richard Tut. Dein Mikro ist gar nicht gemeldet, aber da kam eine Frage während dem Reden auf. Aber für mich geht es um halt die Frage ganz konkret, die Hotels adressieren, der Mitarbeiter einer Firma, der gerne ein Meeting organisieren möchte, der wird schon adressiert und der bekommt die Möglichkeit der Transparenz. Wir docken uns an den Kanal an. Der Kanal ist in dem Fall als Beispiel in Deutschland HRS, Cvent, in den USA, in China ist es Meetings. Und die Transparenz kommt über das Portal. Wir docken uns an Portale an. Wir docken uns nicht an Corporate-Lösungen an. Also sprich, wir sind für den Kunden, den Endkunden, den Planer nicht sichtbar, sondern wir sind ein Service-Dienstleister für die Portale, um Prozess zu beschleunigen, als auch für das Hotel. Ja. Aber das Geschäftsmodell basiert natürlich darauf, dass irgendeiner es dem Endkunden transparent macht. Aktuell sind das Tagungsportale, also in Deutschland 120 an der Zahl und weltweit hunderte von Tausenden, ja. Okay. Und ganz kurz zur Monetarisierung, also wir monetarisieren das Hotel mit einer monatlichen Software-as-a-Service-Gebühr, das heißt, haben mit dem Endkunden und der Kommission, die da gezahlt wird, in dem Fall aktuell nichts zu tun. Wir haben noch 3 Minuten, noch jemand eine Frage? Ich kann noch ganz kurz was zum Mehrwert erzählen, wenn es interessant ist. Und zwar ist es so, wir haben testweise das mal durchgerechnet bei einem unserer Partnerhotels. Sieht so aus, dass ein Hotel, um 5 Meetingräume bespielen zu können, werden im Hotel über 3.000 Euro Personalkosten ausgegeben für Personal, um diese 5 Räume zu bespielen. Wir reduzieren das um ein bisschen mehr als 2.000 Euro. Wie gesagt, am Beispiel 5 Meetingräume. Unsere Gebühr, wie gesagt, pro Raum 250 Euro. Später kann das zu einer Transaktionsgebühr noch gewandelt werden. Commission kann man austesten. Also wir versuchen da gerade verschiedene Modelle auch zu probieren. Aktuell eben diese 250 im Monat. Bedeutet beim Hotel 2.000 Euro insgesamt. Das heißt, der Value Capture, Mehrwert fürs Hotel knapp 1.000 Euro. Das gesagt, das nimmt natürlich noch gar nicht den Mehrwert, den wir durch Conversion-Steigerung, weil wir massiv schneller sind und der Kunde quasi Angebote, die schneller abgegeben werden, eher bucht, noch gar nicht in Betracht. Hier geht es einfach um die Kostenreduktion und alleine hier schaffen wir quasi 1.000 Euro Mehrwert im Hotel bei 5 Meetingräumen. Ja? Je mehr Meetingräume, umso mehr Mehrwert. Ja? Und wie gesagt, nochmal hier vielleicht ganz kurz, also die Hauptmehrwerte sind, wir reduzieren den Prozess im Hotel um bis zu 70%, steigern durch die massive Beschleunigung des Prozesses Buchung um bis zu Faktor 3 und reduzieren im Hotel die Kosten um bis zu 30%. Das nochmal kurz zur Value Prop. Jetzt hat Richard doch noch eine Frage. Jetzt kam wieder eine Frage dadurch auf. Letztendlich geht es für mich darum, dass ich gerade beim Geschäftsmodell nicht, also vorhin kam einmal die Aussage, dass viele der Räumlichkeiten gar nicht ausgelastet sind. Und letztendlich ist ja durch die Auslastung kommen ja Begleiterscheinungen mit, Ausgaben mit, Caterer, der vor Ort beauftragt wird, Getränke, die man beauftragt. Diese Kosten oder diese Einnahmen, die man im Hotel generiert, sind die auch irgendwo transparent? Dadurch, dass man eine höhere Auslastung hergeht, wie viel kommt denn mit dieser Raumbuchung? Oder stecken die schon in diesen Gesamtkosten drin?
Die Distributionskosten, die wir reduzieren, das sind die Kosten, die an Kommission anfällig sind, vom Hotel an das Portal, als auch die eingesetzten Personalkosten, um den Prozess zu betreiben. Das gesagt, dadurch, dass wir quasi ein zentrales Repository, und ganz kurz, Hiver ist der Englisch der Bienenzüchter, wir sind Datenzüchter, wir sammeln Daten. Daten sammeln, wissen wir natürlich auch, was konkret gebucht wird, wie die Umsätze im F&B-Bereich sind versus Lodging versus Meetingräume, und können da Auswertung fahren. Ja. Die Frage geht ganz konkret darum, wenn ich die Auslastung erhöhe, erhöhe ich damit auch die peripheren Einnahmen beim Hotel, wodurch die Zahlungsbereitschaft des Hotels höher sein müsste. Und ich wollte mich würde interessieren, ob es darüber auch eine Transparenz gibt, quasi. Wie viel Einnahmen zusätzlich zu der Raummiete hat ein Hotel denn auf der Hotelseite im Mittel? Einfach um das Geschäftsmodell in der Tragfähigkeit dadurch, dass ich besser sichtbar werde dadurch, was für einen Anreiz hat das Hotel über das hinaus? Also über uns sind dargestellt F&B-Leistung, Übernachtungsleistung, Technikdienstleistung, Raumleistung, und das wird transparent dargestellt, was da im jeweiligen Monat, Tag, Jahr umgesetzt wird über die Plattform, absolut. Okay. Super, dann vielen Dank, Felix. Danke auch. Grüße auch an das Team, das anscheinend zusammen virtuell das Event anschaut. Das waren jetzt alle 10 Startups für den Demo Day. Nochmal alle das Mikrofon auf laut stellen und nochmal kurz Applaus für alle. Vielen Dank für die tollen Pitches. Vielen Dank an die Pitchenden. Ja, an die Zuschauer draußen. Ich teile kurz den Bildschirm nochmal, denn jetzt macht unsere IT-Abteilung mit dem Tim, schaltet jetzt die Kanäle frei für den Publikumspreis. Ihr seht jetzt hier nochmal unter slido.com Hashtag BC2020 könnt ihr für euer Lieblings-Startup abstimmen. Das Fenster ist ungefähr 10 bis 15 Minuten geöffnet. Wir geben ein Zeichen, wenn es noch eine Minute ist. Gerne da abstimmen. An die Jury bitte die Bögen an mich per Mail schicken, damit wir das währenddessen auszählen können. Ansonsten sage ich nochmal vielen, vielen Dank an die Teams und wünsche einen schönen Abend. Gebe weiter an den Flo. Ja, ich sollte ins Bild joggen, das habe ich dann einmal erledigt an der Stelle. Wir machen nochmal weiter. Wir gucken nochmal auf ein Q&A. Wir haben vorhin schon mal so eine Kooperation beleuchtet. Genau das Gleiche wollen wir jetzt nochmal machen. Ich freue mich ganz besonders, dass jetzt der Peter Neske, einer unserer wichtigen Partner, mit dabei ist. Der Peter tritt immer wieder auf als Mentor oder jetzt im Rahmen dieser Sitzung kommt vom Pfizer Healthcare Hub. Und Peter, bevor wir gleich in die Diskussion oder in das Q&A einsteigen, hast du einen kurzen Impuls vorbereitet und erzählst uns einmal, was Startup-Kooperationen aus deiner Sicht sind. Und da freue ich mich jetzt drauf und dann darf ich das Wort schon an dich übergeben. Ja, lieber Flo, vielen Dank. Herzliche Grüße ans ganze Baden-Campus-Team. Schönen Dank für die Einladung. Und ich weiß auch nicht, Flo, ob heute Abend im Laufe des Abends schon jemals einer dein Hemd gelobt hat. Das ist in meinen Augen das Hammerhemd schlechthin. Ja. Jetzt werde ich gleich ein bisschen rot. Normalerweise werde ich dafür immer belächelt. Vielen Dank, Peter. Nein, ich finde das großartig. Und ich wollte eigentlich damit auch ein bisschen ablenken, dass ich jetzt gerade kämpfe, den Bildschirm frei bekommen zu haben. Da wird eher Screensharing anderer verhindert. Möchten Sie fortfahren? Ja, ich möchte. Und teile mal. Genau. Ja, da kommt was. Sieht super aus. Perfekt. Prima. Also, ich bin eingeladen, einen kleinen Einblick zu geben, wie denn Kooperationen bei uns funktionieren. Und ich konnte vorhin zu Beginn nicht dabei sein, weil parallel dazu von den Healthcare Movers eine spannende Geschichte in Stuttgart lief, wo über das Innovationsökosystem gesprochen wurde und ich dann auch ordentlich Werbung für den Baden Campus gemacht habe und für auch auf die Innovationskiste in Konstanz, um da mal eine Brücke zu bauen. Ich habe ein paar wenige Slides vorbereitet und würde gerne mit euch kurz über Pfizer Deutschland, den Pfizer Healthcare Hub, Kooperationen, um dann überzuleiten zu dem Beispiel mit dem Nils. So sahen Gründer vor 172 Jahren aus in Baden-Württemberg. Und wir werden häufig von Pfizer gefragt, ja, warum engagiert ihr euch als US-Big Pharma denn hier in der Region so stark?
Wir sind eigentlich ein schwäbisches Startup. Das darf man hier in Südbaden kaum so frei aussprechen. Aber so war der Karl Pfitzer und der hatte eine Business-Idee, die immerhin 172 Jahre jetzt schon übersteht. Und wir sind in Deutschland an drei Standorten, in Berlin, in Karlsruhe und in Freiburg. Das ist auch eine hohe Motivation, warum es hier in Freiburg so eine starke Community geht. Und nur um ein kleines Gespür dafür zu geben, der Standort Freiburg steht für ungefähr 20% der Wertschöpfung von Pfizer weltweit. Also was hier in Freiburg passiert, das ist essentiell. Und deswegen wird natürlich dann von hier, von der Pfizer-Netzwerk auch stark auf uns geschaut. Wir hatten vorhin schon ein bisschen über Patienten oder Customer Journeys gesprochen. Bei uns ist der Patient Journey so ganz besonders spannend. Und in der pharmazeutischen Industrie unterteilt man in drei Schritte, in Forschung und Entwicklung, in Herstellung und dann in die Vermarktung. Und wir haben halt in Deutschland die wunderbare Situation, dass wir zwei dieser drei Patient Journeys abbilden. In Berlin vor allem das Business und in Freiburg das Manufacturing. Und dann war es natürlich nicht, ging es nicht lang, sich zu überlegen, na, dann bauen wir zwei Innovationsplattformen, eine in Berlin und eine in Freiburg. Die Berliner, die kümmern sich sehr viel um die Life Science-Themen und vor allem um B2C, Business to Customer. Und wir in Freiburg, in Baden-Württemberg natürlich um B2B. Das ist auch schon ein kleiner Hinweis an alle interessierten Startups, warum es sich eventuell lohnen könnte, mit ihren Technologien mit Pfizer zusammenzuarbeiten, weil wir natürlich auch diese Innovationsachse als solches spielen. Und das unser Ansatz, ich sage immer, wir machen alles außer Geld. Bei uns kann man mannigfach interagieren. Und vor allem, wir orientieren uns an dem Lösungsanbieter, an der individuellen Lösung. Was könnte das Pfiffige sein, was uns hilft? Und was wir halt hier anbieten, ist vor allem, ich will da vielleicht auf zwei Punkte hinweisen, wir sind halt als Pfizer ein international aufgestellter Konzern, sowohl im Business als auch im Manufacturing. Also was bei uns in Berlin oder in Freiburg funktioniert, funktioniert möglicherweise auch überall anders auf der Welt. Ist ein Riesenmarktzugang, den wir haben. Und wir haben zum Beispiel hier in Freiburg ein sogenanntes Reallabor. Also man kann mit der Idee nicht hätte Fahrradkette machen können, sondern man kann tatsächlich auch mal schauen, ob es denn sich in Realität ergänzt. Damit das Ganze funktioniert, arbeiten wir mit einem großen Innovationsnetzwerk. Das ist meine Lieblingsfolie. Es ist uns gelungen, uns hier sehr breit aufzustellen. Und da der heutige Sponsor nicht zufällig gerade in der Mitte steht, bekommt er auch ein schönes Sternchen. Aber das mit frohem Herzen. Ich habe zwei konkrete Beispiele mal mitgebracht, die deutlich machen sollen, wie Interaktion, Startup-Kooperation bei uns funktionieren kann. Und ich bin jetzt bewusst auf den Technologie-Part gegangen. Das sind zwei Beispiele, die mit dem befreundeten Accelerator Smart Green aus dem Grow-Programm vor einem Jahr gestartet wurden. Das eine links ist ein Startup aus Berlin. Hört, hört. Also wir sind hier in Südbaden auch attraktiv für Startups in Berlin. Und wenn man unten so ein bisschen auf die Auszeichnungsliste schaut, man sieht es vielleicht nicht richtig, immerhin Deutscher Nachhaltigkeitspreissieger und Innovationspreissieger von Berlin-Brandenburg. Die haben ein System entwickelt, wie man Pumpen optimieren kann. Und das war eine sogenannte Low-Hanging Fruit. Da brauchte es nicht viel. Da ging man einfach an einen Standort, der seit 60 Jahren gewachsen ist. Da gibt es Pumpen ohne Ende. Und wir haben einen kleinen Piloten gemacht, haben 20 Pumpen ausgesucht. Und siehe da, an 5 Pumpen wurde schon deutlich, dass die Logik dieses Startups als solches gut funktioniert. Und wir skalieren das natürlich jetzt auf die restlichen 180 Pumpen. Und dann haben wir 43 Produktionsstandorte. Ist also eine Riesengeschichte. Und die zweite Geschichte, ich habe mitbekommen, einige der Startups heute sind ja aus dem Freiburger Raum. Deswegen musste ich auch ein bisschen Lokalpatriotismus spielen. Mondas ist ein Spin-off aus dem Fraunhofer ISE. Und die machen haben einen ganz coolen Ansatz, der ist disruptiv, dass sie künstliche Intelligenz versuchen, im Sinne des Datenmanagements in den Energieanlagen anzugehen. Und mit denen, das ist sicher keine Low-Hanging Fruit, das dauert ein bisschen länger und es wird auch ein bisschen komplexer, weil das viel mit Systemarchitektur dann eines globalen Konzerns zu tun hat. Aber wir sind wild entschlossen, daraus auch eine Erfolgsgeschichte aus unserem hiesigen Innovationsökosystem machen.
Eine weitere Möglichkeit, und es ist jetzt sehr speziell mit dem Baden-Campus, was uns als Hub immer wichtig ist, ist das Auge auch auf unsere gemeinsamen Interessen zu richten. Und die gemeinsamen Interessen sind, ein starkes Innovationsökosystem zu bauen. Wir sind zum Beispiel bei dem Cyber One Award, Günther hat es vorhin angesprochen, sind wir zum Beispiel unterwegs gewesen, wo wir sogenannte Startup Speaker Corners gemeinsam gemacht haben, wo dann die Cyber One Finalisten mit Rookies aus dem Baden Campus als solche sich vorstellen konnten. Und das ist etwas, wäre jetzt dieses Jahr die Rahmenbedingungen nicht so gewesen, wie sie sind, was wir dieses Jahr mit dem Baden Campus auch gemacht hätten. Und jetzt mache ich einen Kunstschritt. Ich mache jetzt, ich sage mal, die Dankesfolie schon als vorletzte Folie, weil ich gleich noch eine elegante ein elegantes Bridging zu dem Folgethema machen möchte. Wir und das sind die Gesichter, die hier für den Freiburger Healthcare sind, der Hans Zebner und die Lisa Gebauer und ich. Wir freuen uns ganz einfach immer, wenn jemand auf uns zukommt mit den Themenfeldern neue Technologien oder Life Sciences. Und ich sage das auch bewusst, also das ist meine eine Leidenschaft, dafür werde ich bezahlt. Ich habe noch eine zweite Leidenschaft, dafür werde ich nicht bezahlt. Und das ist der Stadtjubiläumsbotschafter für Innovation und Wirtschaft hier in der Stadt Freiburg. Und damit kommt jetzt meine letzte Folie. Weil eines der Formate in diesem Jahr war der Freiburg 2020 Hackathon, wo es um Smart and Digital Health ging. Und dort war ich, glaube ich, zusammen mit Thomas Scheule auch in der Jury. Und was mir nochmal wichtig ist, in Richtung Startups zu sagen, am Ende hilft es manchmal, wenn der eine einen anderen kennt, der wiederum einen kennt und der wiederum einen kennt. Einer der Preisträger ist ein Startup gewesen, die mittlerweile ihren Namen geändert haben. Dazu wird Nils gleich viel mehr erzählen. Und die eine coole Lösung hatten, die uns als Pfizer eigentlich nicht interessiert, ja, weil es nicht unser Business als solches ist. Da es aber meine langjährige Leidenschaft in diesem Themenfeld tangiert hat und ich zufällig halt ganz viele Leute hier in der Uniklinik und in einem erweiterten Kreis kannte, war es mir ein relativ leichtes für das Startup dann ein paar Bahnen zu bauen und zu knüpfen, sodass am Ende dann daraus eine wunderbar vertiefende Kooperation kommen sollte. Und das ist in meiner Interpretation auch was mit Kooperation oder Innovationsökosystem zu tun hat. Und da möchte ich, und es ist jetzt mein letzter Klick und es ist der letzte Werbeblock für das Innovationsökosystem, in dem wir hier uns gerade bewegen. Wir sind nun mal ein starkes Innovationsökosystem und wir haben auch eine wunderbare Homepage dazu, die Gründungsinitiative Region Freiburg mit dem Start ins Land, ein kleines Wortspiel zu unserem Hausberg, dem Schau ins Land. Und dazu kann ich nur einladen, dort sind viele der Protagonisten, die ich heute auch an den Videos sehe, beheimatet. Und das macht uns aus und deswegen macht es Sinn, bei uns zu sein. Ich hoffe, Flo, das war so ein bisschen der Impuls, auf den ihr gesetzt habt. Das war genau der Impuls, auf den wir gesetzt haben. Und es war noch einen Schritt weiter sogar genau die Überleitung, auf die ich gesetzt habe. Deine letzte Folie hat gezeigt Smart Health oder Smart und Digital Health. Und da hast du es gerade schon angesprochen, seid ihr auf ein Startup aufmerksam geworden, von dem ich glaube, dass es gerade in der aktuellen Zeit, wo wir wieder Beschränkungen erleben, wo wir wieder mehr so ein bisschen in der Einsamkeit auch kommen, ein extrem wichtiges Thema ist. Und ich freue mich deshalb sehr, den Nils Puhlmann begrüßen zu dürfen. Und Nils, ich nehme dir gar nicht mehr vorweg, sondern sag du doch einfach mal, was Tribe ist, euer Startup. Ja, servus, auch vielen Dank in die Runde. Hi Peter, hallo an alle anderen. Gerne. Ja genau, wir sind Tribe. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen und hören. Wir haben eine digitale Gesundheitsanwendung oder digitale App entwickelt für Patienten mit Depressionen und Angststörungen. Genau, wie schon richtig gesagt, passt irgendwie ganz gut gerade in den aktuellen Verlauf mit Pandemie etc. Man kann sich bei uns eigentlich ganz gut vorstellen, dass wir die Fragen des Patienten klären. Wie habe ich mich gestern gefühlt und warum habe ich mich so gefühlt? Also es ist im Kern ein Stimmungstagebuch, unser MVP war ein Stimmungstagebuch. Und wir machen aber mit Biomarkern eine Analyse der Symptome und messen die eben über die Zeit. Also zum Beispiel kann das Tagebuch per Sprache ausgefüllt werden und wir ermitteln dann dort darüber, über welche Themen gesprochen wird, über welche Gefühle liegen vor. Genau, freue mich hier zu sein und genau, bei Peter, nochmal danke an dir, du hast ja auch die Connection damals zur Universität Freiburg hergestellt,
Mittlerweile arbeiten wir auch mit der Universität Greifswald und der Technischen Universität München zusammen. Aber genau dieser Austausch sowohl mit Patientengruppen, mit Krankenkassen, mit Psychotherapeuten und mit Unikliniken war sehr hilfreich. Und ja, freue mich hier zu sein. Ja, ich steige gleich ein mit der ersten Frage, weil Peter, du hast es auch schon grob angedeutet. Eigentlich interessiert euch das Thema nicht, aber also als Pfizer interessiert es euch nicht. Dich persönlich hat es aber interessiert. Wie kam denn dann diese Kooperation zustande? So ein bisschen hast du es schon angedeutet. Aber welche Strippen hast du denn gezogen? Nein, also es ist, da habe ich mich vielleicht ungeschickt ausgedrückt. Leider ist zu Nils und seinem Team keine Kooperation entstanden, weil es tatsächlich nicht unser Business-Fokus ist. Also so einfach ausgedrückt. Aber, und ich schaue jetzt mal so Richtung Manfred Neufang und Robin Hood, wir achten ein bisschen im Innovationsökosystem hier aufeinander. Und wenn halt einer einen kennt, der wiederum einen kennt, dann greift man auch mal, obwohl man eigentlich nichts davon hat, mal zum Telefonhörer oder zur E-Mail und sagt, ich hätte da etwas, könnte das für euch interessant sein. Und glücklicherweise ist es bei uns halt dann so, dass ein Jochen Burkhardt aus dem Stab von unserem Klinikdirektor dann gleich sagte, ja, hört sich interessant an. Da kenne ich dann die Chefin der Psychiatrie aus der psychiatrischen Klinik beziehungsweise die Chefin der Psychosomatik. Und so entstehen dann Dinge. Am Ende musste Nils und sein Team dann entscheiden, ob sie denn diese Angebote annehmen wollen, weil das ist ja dann die freie Entscheidung des Startups. Will ich mich darauf einlassen oder nicht? Glücklicherweise in meinen Augen hat er sich darauf eingelassen, weil dann es ja ein Erfahrungsgewinn war, was immer dann am Ende dabei rauskam. Aber das wollte ich gerade sagen, es muss am Ende nicht immer eine 1:1 Kooperation heraus entstehen. Die Stärke eines Innovationsökosystems lebt davon, wie man ein bisschen aufeinander achtet und gegenseitig sich Wege bahnt. Mhm, vielen Dank. Ich habe gerade aus der Regie den Hinweis bekommen, dass ich die letzte Minute ansagen soll. Das heißt, die Votings sind jetzt noch für eine Minute geöffnet. Wer das noch nicht gemacht hat, da ist jetzt ein bisschen Druck auf der Leitung. Eine Minute haben wir die Leitung noch offen. Ich nutze die Gelegenheit dann, Nils, dir den Ball nochmal zuzuspielen. Was waren so aus diesem Kontakt mit dem Peter Neske und allen Kontakten, die danach entstanden sind, für dich oder für euch die wichtigsten Learnings, die ihr daraus mitgenommen habt? Also generell der Zugang zu der Patientengruppe ist bis heute das Wertvollste. Wir haben jetzt aktuell knapp 2000 Nutzer auf unserer Plattform. Und dass das Ganze medizinisch betreut werden kann, das wäre nicht möglich ohne die freiwillige Arbeit von so vielen Psychotherapeuten, Psychotherapeuten der Uniklinik Ingolstadt beispielsweise, die da unentgeltlich uns dabei helfen, Content zu monitoren, den wir zwar mittels Algorithmen versuchen vorzufiltern und wo wir Verifikationssysteme haben, die irgendwie Betrug oder Missbrauch vorbeugen. Aber trotzdem sind wir auf diese Menschen angewiesen. Und gerade jetzt in dieser MVP-Phase, wo wir zum Beispiel auch Technologiepartner haben wie im IBM, die uns dort aus freien Stück nehmen, unterstützen mit Technologie, war das sehr hilfreich, solche Kontakte zu haben. Auch wenn man als Startup sich das Coaching, die Beratung, die Technologie nicht leisten kann. Und genau das Gleiche auch an euch, Baden Campus. Ich habe mich auch bei euch eingenistet, als ich noch in Freiburg war. Jetzt wieder zurück in München. Aber ich habe das sehr geschätzt, auch einfach einen Raum zu haben, wo man arbeiten kann und genau auf dieses Netzwerk zurückzugreifen. Das kann ich wirklich jedem nur so empfehlen. Das war bei Peter ein voller Erfolg. Danke dafür. Und vielleicht nur eine schöne dich, Peter, nochmal zu zitieren, als du vorhin Pfizer vorgestellt hast. Wir machen alles außer Geld, fand ich sehr sympathisch bei 50 Milliarden Jahresumsatz. Das Mindset gefällt mir. Aber genau, ich bin super happy, dass so geklappt hat und allen dankbar, die dabei geholfen haben. Also ich möchte das nur kurz, Nils, Dankeschön für die Steilvorlage. Der Pfizer Healthcare Hub macht alles im Bereich der Startup, außer dass wir finanzieren. Das machen wir tatsächlich nicht. Aber wir erlauben uns auch tatsächlich Umsatz zu machen, das hast du völlig recht. Glaube ich auch in Ordnung. Vielen Dank. Also ich glaube, ihr habt nochmal einen ganz neuen Blick darauf werfen können oder das nochmal beleuchten können, wie wichtig diese Kooperationen für Startups sind und wie wichtig auch so ein Netzwerk einfach ist, ne, wo man dann, Peter, du hast es gesagt, wo jemand einen kennt, der einen kennt.
Vielen Dank dafür, Peter Neske vom Pfizer Healthcare Hub und auch an Nils Puhlmann, Gründer von Tribe, und natürlich viel Erfolg weiterhin mit eurer App und mit eurem weiteren Vorgehen. Ich brauche jetzt einmal ganz kurz den Hinweis. Wie weit sind wir mit der Auszählung? Glühen die Stifte noch oder sind wir so weit, dass wir in die Siegerehrung gehen können? Den können wir verteilen. Dann. Ja, super. Das heißt, ich habe den Hinweis bekommen, wir können den Publikumspreis verteilen. Das mache ich nicht selbst, sondern der Günther hat es vorhin schon mal angesprochen. Wir haben auch dafür wieder wunderbare Partner gewinnen können, die uns dabei unterstützen, die unter anderem auch diese Preise stiften. Und wenn wir mit dem Publikumspreis anfangen, dann wird der gestiftet von unserem Partner Maucher Jenkins. Und ich darf den Michael Nielen herzlich willkommen heißen bei uns. Hallo Michael. Ich kann gerade nicht sehen, Michael, ob du da bist und ob du schon was sagst oder ob du vielleicht gar nicht da bist. Scheint eingewählt zu sein. Genau, Michael, also ich habe den Hinweis, dass du da bist, aber wir können dich noch nicht hören. Ich weiß aber auch nicht, ob du was sagst. Sonst vielleicht einmal das Mikrofon prüfen, ob da das Richtige eingestellt ist. Sonst müssen wir gleich den Günther bitten, was zu singen, und das wollen wir uns allen ersparen. Wie weit sind wir ansonsten mit der Auszählung der anderen Stimmen, dass wir es umkehren brauchen? Okay. Das sind die Momente, in denen wäre es dann super gut, wenn man Witze erzählen könnte, aber das kann ich nicht. Das ist nicht meine Stärke. Alles klar, gut. Ich habe gerade den Hinweis bekommen, dass er sich nochmal einwählt. Dann warten wir das ab und schauen, ob das dann gleich funktioniert. Bin da optimistisch, dass wir das hinbekommen. Ja, das kann ich tatsächlich, das kann ich machen. Ja, ein guter Hinweis, Thomas. Ich kann natürlich von Maucher Jenkins ein bisschen was erzählen. Wir hatten Maucher Jenkins vor 2-3 Wochen bei uns. Die haben einen Workshop zum Thema IP-Management gemacht. Da zeigt sich also tatsächlich auch so ein bisschen die Wichtigkeit, die unsere Partner hier bei uns im Accelerator spielen. Wir hatten einen Vormittag rein zum Thema, wie melde ich Marken an, was muss ich beachten, in welchen Fällen, jetzt lasse ich ihn einmal rein, ist schon passiert. Also diese Themen, wie melde ich eine Marke an, wie schütze ich auch, wir hatten das Thema bei Goodbot vorhin, wie schütze ich mein geistiges Eigentum, das ist natürlich für uns auch super wertvoll, da auf diese Partner und diese Expertise zurückgreifen zu können, auf der einen Seite aus internationalem Umfeld, aber dann eben auf der anderen Seite auch angepasst auf das Wissen, das die Startups benötigen. Bin ich jetzt zu verstehen? Ja, jetzt bist wunderbar. Du. Wunderbar. Ich weiß nicht, was mit dem Mikro los war, aber jetzt funktioniert es durch neue Einwahl auf jeden Super. Fall. Ja, so. Klar und deutlich. Dann jetzt an der Stelle nochmal. Wunderbar. Michael. Ich hab schon gerade gehört, du hast noch ein bisschen zu uns berichtet. Ich habe mir schon während der ganzen Zeit Notizen gemacht, wer was nicht geschützt hat. aber da komme ich dann nochmal gesondert drauf zurück. Da gibt es dann auch noch ein paar Lücken, aber die können jetzt sozusagen aufgrund der Tatsache, dass ja schon die Jury alles geschlossen hat, nicht mehr berücksichtigt werden von der Jury selbst. Wir haben natürlich den wichtigsten Preis zu vergeben, den Publikumspreis. So wie ich mitbekommen habe, 470 Votes.
Insofern haben da doch recht viele abgestimmt. Und vor dem Hintergrund dessen, dass ich will es auch gar nicht spannend machen, diejenigen gewonnen haben, bei denen die Folien nicht geklappt haben. My Cabin, möglicherweise hat das damit zusammengehangen, ich weiß es nicht. Aber herzlichen Glückwunsch an My Cabin, die im Übrigen auch noch keine Marken geschützt haben. Ja, also. Vielleicht haben wir ja gar keine Slides. Ja, doch, ich habe sie gesehen nachher. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von uns. Damit will ich auch gar nicht länger hier das Programm aufhalten. Nee, du hältst das nicht auf, aber du darfst einmal noch sagen, was der Preis denn ist. Ach so, das ist ja gar nicht am Anfang vorgestellt worden. Das sind 1.000 Euro. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, davon holen wir uns einen Workshop, dass wir die Slides auch einspielen können. Genau, also... Da können wir da nicht helfen. Wir sind im virtuellen Format. Wir werden natürlich im Nachgang dann schauen, wie wir auch eine Übergabe möglich machen können. Aber auch von mir, von uns aus dem Baden Campus natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch an My Cabin. So, das war der erste. Michael, du hast das den wichtigsten Preis genannt. Wir haben aber natürlich trotzdem noch drei andere Preise. Der Günther hat es vorhin schon mal angesprochen, vergeben unter anderem von der Volksbank Freiburg, von Friedrich Graf von Westfalen und von Bahnsbach. Alles ebenfalls weitere Partner von uns, unter anderem auch immer wieder bei uns in Workshops und in Mentorings anzutreffen. Ich schaue jetzt einmal nochmal nach links und frage, ob wir schon soweit sind. Wien, Amerika. Das ist ein guter Punkt. Das ist Wien, Amerika, sagt der Günther. Wir spannen euch hier wirklich lange auf die Folter. Also es gibt leider noch kein Ergebnis. Weiß nicht, ist in Amerika ein Ergebnis bekannt mittlerweile? Wir sind hier jetzt gerade schwierig, mit uns zu reden. Okay. Thomas, weißt du, das haben wir schon ein Ergebnis aus Amerika. Verkünde doch einfach dein eigenes. Bitte? Wir können ja eigene Ergebnisse verkünden, das machen andere auch. Ja, stimmt. Oder direkt eine Anfechtung androhen, auch immer eine Möglichkeit. Also in Georgia steht es mittlerweile ausgeglichen. Und die Demokraten haben also zumindest mal in Georgia jetzt aufgeholt. Ja, das ist auch ganz interessant. Ja. Okay. Dann während wir noch auszählen, nutzen wir einfach die Gelegenheit, die Partner, die uns die Preise stiften, einfach schon mal vorzustellen. Und wir machen das, um die Spannung zu steigern von hinten nach vorne. Das heißt, wir würden mal mit Platz 3 anfangen. Ich habe gerade gesagt, Platz 3 vergeben von der Volksbank Freiburg. Und da darf ich begrüßen die Sabrina Graner. Sabrina, bist du da? Ja, hi, hallo zusammen. Hört ihr mich? Ja, klar, deutlich. Ja, genau. Ich bin die Sabrina Graner, Firmenkundeberaterin bei der Volksbank und habe jetzt mit Spannung das Ganze verfolgt, ganz viele tolle Unternehmen. Wir sind ja normalerweise in eher beratender Funktion tätig im Bereich Finanzierung, aber viel auch, da es ja sehr innovative Unternehmen auch sind, sind wir zuallererst mal im Versicherungs- oder im Zahlungsverkehrsbereich beratend tätig. Und heute dürfen wir das Ganze auch materiell unterstützen mit dem Preis von 500 Euro für den Drittplatzierten. Und da bin ich mal ganz gespannt. Ich weiß es ja auch noch nicht, aber das darf ich dann gleich verkünden. Genau. Was verbindet die Volksbank Freiburg mit dem Baden Campus? Also was macht es für euch so attraktiv, hier auch Partner zu sein? Also wir möchten natürlich auch, als Bank sind wir natürlich nicht unbedingt Vorreiter, wenn es um das Thema Innovation im ersten Moment geht. Zumindest sind wir nicht in den Köpfen der Unternehmen drin als innovativer Partner. Und da möchten auch wir uns tatsächlich bewegen. Und da möchten auch wir als erster Ansprechpartner in der Region in den Kopf kommen von den Unternehmern, weil das ist bisher leider noch nicht so. Und ich denke, die Bankenlandschaft wird nicht einfacher und deshalb möchten wir auch da modernere Ansätze finden und auch begleiten. Und da wird bei uns auch viel Wert mittlerweile drauf gelegt, dass wir in diesen Start-up-Bereich auch uns mehr integrieren können.
Und für mich persönlich, ich meine, wir haben ja Zeit, deswegen kann ich da ein bisschen drüber reden, ist es natürlich auch super interessant, weil ich denke, das ist einfach eine Landschaft, wo man als, ich bezeichne mich jetzt mal noch als jung, wo man als junger Mensch doch gern auch sich bewegt und sich diese ganzen tollen Konzepte anschaut. Ich finde das hochspannend. Ich bin selber auch noch in Frankfurt und mache meinen Master im Bereich Corporate Performance und Restructuring an der Frankfurt School. Und da beschäftigen wir uns natürlich viel auch mit dem Thema Restrukturierung, disruptive Konzepte. Und da spielen natürlich die Startups, die wir heute gehört haben, eine enorme Rolle. Und das Ganze dann auch mal live zu sehen, ich sehe es viel in der Theorie, ich sehe es auch viel in der Praxis, weil sich viele Unternehmen auch bei uns vorstellen an der Frankfurt School. Aber das jetzt heute noch mal live auch hier in der Region zu sehen, das fand ich super interessant, was wir alles hier vor Ort haben. Das ist einfach toll. Ja. Vielen Dank. Danke schon mal an der Stelle. Wir kommen ja gleich wieder zu dir zurück. Der zweite Platz vergeben von den Rechtsanwälten von Friedrich Graf von Westphalen. Der Preis wird gleich vergeben durch Sven Tjax. Sven, du bist auch da, nehme ich an? Ja, das bin ich. Und ich habe schon den ganzen Abend die Veranstaltung mit viel Spaß und Interesse verfolgt. Super, vielen Dank. Auch ihr schon ein Partner, auch ihr jetzt erst vor kurzem hier im Campus aufgetreten, beziehungsweise virtuell aufgetreten mit einem wichtigen Workshop. Sagt gerne was zu eurem Preis. Was wird euer Preis sein und was ist eure Ambition, das auch zu tun hier? Ja, also ich verrate gleich mal den Preis als erstes. Es wird ein gemischter Preis sein, bestehend aus einem Geldpreis über 500 Euro und einem Beratungsgutabend bei uns über nochmal den gleichen Betrag. Denn wir möchten unser Beratungsangebot für die Startups hier auch anbieten. Das ist ja auch mit ein wichtiger Grund für uns natürlich, dass wir mit dem Baden Campus zusammenarbeiten. Wir machen das sehr, sehr gern und jetzt auch schon seit einigen Jahren. Eigentlich, glaube ich, nach meiner Erinnerung, fast vom ersten Tag des Baden Campus an und immer wieder auch mit Veranstaltungen, so wie jetzt kürzlich zum Thema Termsheet und Verhandlungstechnik. Und unsere Motivation ist, dass wir eben über das Netzwerk, über euch beim Baden Campus den Kontakt bekommen zu jungen Startups, zu interessanten Unternehmen mit tollen Geschäftsmodellen, wo es wirklich Spaß macht, dann auch diese Modelle, die oft innovativ sind, rechtlich zu begleiten, was dann eben ja auch wieder Innovation voraussetzt, dass man die Dinge dann so anpasst und entwickelt, dass sie auf das Geschäftsmodell passen. Mhm. Du hast gesagt, 500 Euro Preisgeld und nochmal 500 Euro als Beratungsgutschein. Was kann ich mir vorstellen, also was kann ich von euch erwarten, wenn ich als Startup zu euch komme? Wir beraten die Startups als auf Augenhöhe, sagen wir immer. Das heißt, wir verstehen uns selber auch als Unternehmer, als Anwälte und wir sind nicht nur reine Rechtsexperten, die ein Vertragswerk ausarbeiten oder eine Stellungnahme, ein Gutachten schreiben, sondern wir wollen auch Sparringspartner sein. Wir wollen Geschäftsmodelle diskutieren, hinterfragen und so den Startups vielleicht auch Dinge nahe bringen, an die sie erstmal gar nicht denken, die wir aber im Fokus haben, weil wir natürlich die rechtlichen Themen immer betrachten. Vielen Dank, Sven. Auch wir sprechen gleich wieder, wenn es dann an die Preisvergabe geht. Sehr gerne. Und dann fehlt einer im Bunde. Das ist dann entsprechend der erste Platz. Auch das wieder ein Partner von uns, Barnsbach. Und für mich ist er der Mann der Zahlen. Und ich freue mich, Stefan Neininger bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo, Stefan. Ja, hi. Ich hoffe, man kann mich hören. Ja, geht. Ja, perfekt. Ja, erstmal, vielen Dank für die Introduction und auch von uns, dem Barnsbach Startup Desk. Einen ganz schönen guten Abend und hallo in die Runde, in die Community. Ja, tatsächlich, also wir freuen uns sehr, heute diesen Preis stiften zu dürfen, sind endlich, wie das man gerade schon gesagt hat, auch Teil des Baden Campus, wenn ich so sagen darf, auch von der ersten Minute an und auch schön, heute wieder Teil dieser Veranstaltung zu sein. Und ich möchte auch die Gelegenheit tatsächlich heute, wo ja so ein Jahrgang wieder verabschiedet wird und unsere Runde zu Ende geht, mich mal ganz aufrichtig bedanken bei allen,
ja, nicht nur dem Baden Campus, sondern auch allen Netzwerkpartnern. Das ist toll zu sehen, was hier in der Region entsteht. Und Peter Nenske hat es angesprochen, was in Freiburg in der Region entsteht. Und so stelle ich mir auch ein Ökosystem selber vor, der den Baden Campus, den Bansbach Startup Fest gegründet hat 2015. Und ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Danke an alle, die da auf so einem gemeinschaftlichen Gelingen beigetragen haben dieses Jahr. Und ja, insbesondere natürlich auch den Startups und Gründern, denen ich erstmal gratuliere. Ein ganz toller Job heute. Super interessante Pitches. Den einen oder anderen, ja, kennen wir ja schon etwas besser, entweder aus jetzt diesen Coachings, die wir zuletzt gemacht haben, oder weil wir tatsächlich auch den einen oder anderen auch, wie wir heute gesehen haben, schon enger begleiten und auch aktuell in Projekten begleiten. Vielleicht, wenn es okay ist, auch noch ein paar Worte zu uns, dass man das ein bisschen einordnen kann. Bansbach ist zwar grundsätzlich bekannt als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft. Der Startup Desk nutzt natürlich auch diese Ressourcen, sieht das aber eher von so einem gesamtheitlichen Ansatz. Ich selbst komme von der Unternehmensseite. Ich habe selbst gegründet. Ich war CFO in einem mittelständischen Konzern. Ich kenne also die Unternehmerseite. Und wir sind dann eben so angetreten, zu sagen, ja, für uns seid ihr, liebe Startups, eigentlich der Mittelstand von morgen. Und genau das ist unsere Philosophie. Wir begleiten seit Jahrzehnten Unternehmen, die es vielleicht demnächst nicht mehr geben wird. Wir haben disruptive Technologien. Alles ist auf dem Fortschritt und manche werden da vielleicht nicht mithalten können. Aber umso wichtiger, dass es Startups gibt, die eben nicht nur in die Hotspots gehen, sondern ja, dass wir Freiburg in die Region zu einem Hotspot machen und auch mit einer eigenen Philosophie, mit eigenem Netzwerk und dass die Startups hier bleiben, hier groß werden können. Ja, und für uns ist es dann auch der Mittelständler von morgen. Das ist unser Ansatz, warum wir uns engagieren. Und wir machen das dann eben mit einem ganzen Strauß an Dienstleistungen. Klassisch, ich habe schon gesagt, wenn man natürlich aus unserem Bereich Wirtschaftsprüfung oder Steuerberatungsressourcen braucht, können wir darauf zurückgreifen. Aber gerade im Startup-Bereich machen wir viel auch im Bereich Evaluation, Begleitung, Investorengespräche, Financial Accounting. Das heißt, man kann bei uns Dienstleistungen komplett auslagern, wie beispielsweise die Buchhaltung oder auch Lohnabrechnung, solche Themen. Und ein ganz großer Fokus ist die betriebswirtschaftliche Beratung, insbesondere im Bereich Corporate Finance. Da machen wir jetzt auch gerade mit einem auf der heute pitchenden Unternehmen ein ganz spannendes Projekt. Und die sind im Übrigen bei uns BAFA gefördert. Das heißt, die Startups können dann auch einen BAFA-Zuschuss beantragen, weil wir eben registriert sind. Das macht es dann besonders interessant. Und wir können sozusagen bedienen uns da dem ganzen Netzwerk, auch zum Beispiel mit dem Experten ja vom Baden Campus und machen dann auch gemeinsame Projekte. Und ein Hinweis vielleicht abschließend noch, wir haben auch, das ist jetzt eher an die Investoren gerichtet, wir haben Anfang diesen Jahres auch ein neues Dienstleistungsportfolio für Investoren und Fonds aufgelegt, gerade auch mittelständisch investierte Unternehmen, insbesondere auch gerne, die in Startups investieren. Da haben wir beispielsweise so ein Bansbach Beteiligungsmanagement als Service-Ansatz, wo man sozusagen das Beteiligungsmanagement voll digitalisiert auslagern kann. Und wir die Investoren begleiten, da haben wir auch schon ganz tolle erste Erfahrungen und Projekte, unter anderem auch mit einem großen Finanzierer hier aus Baden-Württemberg, der ja auch sehr gut wieder mit dem Baden-Campus vernetzt ist. Und so funktioniert es. Ich kann das nur unterstützen, unkompliziert im Netzwerk zusammenarbeiten und schauen, dass wir zusammen was aufgleisen können für die Zukunft. Und dann bin ich mir sicher, sind wir auf einem guten Weg. Vielen Dank, Stefan. Du hast für mich einen wirklich wesentlichen Punkt angesprochen, den ich wirklich nicht oft genug beleuchten kann. Du hast gesagt, euer Ziel ist es auch, die Region, diese Regionalität, diese Lokalität zu stärken mit dem, was ihr tut, mit der Arbeit, die ihr leistet. Und auch ihr seid ja als aktiver Partner erst vor kurzem hier wieder im Workshop gewesen und leistet damit auch genau den Beitrag. Und ich glaube, dass ich sage nichts Falsches, wenn ich sage, dass das auch die Vision des Baden Campus ist, genau diese Region zu stärken. Und du hast das wunderschön gesagt, die Region zum Hotspot für Startups zu machen. Ein Wort noch zu den Preisen, die ihr vergibt oder zu dem Preis, den ihr vergibt. Ja, sehr gerne. Also wir freuen uns heute auch, einen gemischten Preis erstiften zu können. Der Gewinner bekommt von uns erstmal einen Geldpreis über 500 Euro. Und dann gibt es auch bei uns sozusagen nochmal Beratungsdienstleistungen wert von 1.000 Euro. Und das kann man beispielsweise dann gerne knüpfen, ja noch verbinden, vielleicht mit einem BAFA-Coaching, wo man dann ja noch Zuschüsse signifikante abrufen kann. Und dann wird daraus, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte. Ich bin selber schon sehr gespannt, wer es denn werden wird. Ich auch. Ich glaube, wir alle.
Ich gucke nochmal nach links und frage nochmal nach einem Zeichen. 3 Minuten. 3 Minuten höre ich von links, okay. Ja, Dann kann ich ja nochmal einspringen. Weil ich habe ganz vergessen vorher. Also vielleicht ganz kurz, ich weiß, ich habe es ja nicht mitbekommen, ob du uns schon vorgestellt hast, weil ich ja ganz kurz sozusagen rein und rausgegangen bin. Wir sind ja als Maurer Jenkins eine Patent- und Rechtsanwaltskanzlei und zwar mittlerweile Deutsch-Englisch und ein Teil Chinesisch, aber natürlich auch hier lokal verankert. Seit über 80 Jahren mittlerweile und dementsprechend hier auch relativ stark mit der Region vernetzt. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, gerade für Startups, nicht nur sozusagen auf den Markt als solchen zu gucken, sondern mit Blick auf die Zukunft auch entsprechende Schutzrechte zu haben, damit man am Ende des Tages dann auch wirklich die Möglichkeit hat, wenn man denn da eine wirklich sehr gute Idee hat, diese auch umzusetzen und dann auch für sich schützen zu lassen. Und da stellen wir dann nicht nur den großen Unternehmen weltweit bereit, sondern eben auch hier Einzelerfindern und auch entsprechenden Startups. Und da helfen wir immer ganz gerne, denn das sehen wir letztendlich auch als unser persönliches Anliegen hier für die Region. Wir sind natürlich auch froh, wenn am Ende aus der Region entsprechende Unternehmen entstehen und letztendlich hier auch für den entsprechenden zusätzlichen Aufschwung sorgen. Genau, ich habe im Rahmen meiner Vorstellung von euch auch gesagt, auch ihr habt vor kurzem einen Workshop hier gemacht, aber wenn ich jetzt als Startup auf euch zukomme, wobei könnt ihr mir ganz konkret helfen, wenn ich tatsächlich am Anfang der Idee stehe? Du hast gerade schon gesagt, du hast sehr viel mitgeschrieben schon an Schutzbedürftigen, was hier noch nicht geschützt ist. Ja, also ich habe nur, das eine betrifft natürlich dann Schutzrechte wie die Markenrechte, die man sich natürlich auch entsprechend sichern muss, weil man ansonsten relativ schnell mittlerweile heutzutage einen auf den Deckel bekommt, wenn die nicht frühzeitig abgesichert sind. Das andere sind aber natürlich auch, und das darf man bei Software-Apps auch nicht vergessen, entsprechende Patentrechte. Viele denken immer, Software ist gar nicht schutzfähig und damit kann ich nichts machen. Ganz im Gegenteil, man muss es letztendlich richtig einbinden und dann kriegt man auch über die Software letztendlich die etwas größere Idee gegebenenfalls auch geschützt, wenn man eben mit einem erfahrenen Partner da zusammenarbeitet. Wir betreuen eben nicht nur Startups, sondern auch große Unternehmen wie Qualcomm und Intel, die eben sehr softwarebasiert arbeiten. Und ich sage mal, ein großer Teil des Unternehmenswertes machen eben diese Patentrechte da mittlerweile aus. Und wenn man das nicht am Anfang versucht, auch nur halbwegs anzugehen, steht man meistens dann am Ende des Tages mit einem Copycat am Ende des Tages da und der hat möglicherweise mehr Geld und man fliegt wieder raus aus dem Markt. Und da muss man einfach ein bisschen auspassen. Vielen Dank, Michael, auch nochmal für die Vorstellung. Damit haben wir jetzt die Preise auf der einen Seite nochmal beleuchtet und auch nochmal geguckt, wer sind unsere Partner. Und ich habe es jetzt tatsächlich vor mir liegen, ich weiß es schon. Und freue mich jetzt total, die Siegerehrung machen zu dürfen und dann natürlich gleich das Wort auch nochmal an die jeweiligen Partner zu geben. Ich fange von hinten an, das hatte ich schon angekündigt, mit dem dritten Platz. Der dritte Platz im heutigen Pitch vor internationaler Jury, danke auch nochmal für die Jury, an die Jury fürs Auswerten, geht an Constellar. Ja, mega, dankeschön. Constellar, ein Freiburger Unternehmen mit der Volksbank Freiburg, das passt, oder? Das ist doch gut. Perfekt, super. Freut mich total. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Sabrina, kommt man dann später nochmal zusammen oder wie ist jetzt das? Liebend gern, sehr gern. Ja, ich komme auf dich zu. Perfekt. Genau, also selbstverständlich im Virtuellen ist es schwierig mit der Preisübergabe, aber sobald das wieder möglich ist, werden wir das natürlich auch unterstützen und dann auch möglich machen, dass der Preis dann entsprechend übergeben wird. Also herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite an Constellar. Dankeschön nochmal. Dann bleiben zwei Preise. Der zweite Platz vergeben von Friedrich Graf von Westfalen und der geht an MyCabin. Dankeschön. Das ist der zweite Preis für euch. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Oh Gott, damit haben wir gar nicht gerechnet. Nee. Dankeschön. Wir haben die Slides noch nachgereicht. Vielleicht war das der Schritt.
Herzlichen Glückwunsch. Genau, ihr habt es gehört, es sind einmal 500 Euro in bar und 500 Euro als Gutschein für eine Beratung. Ja, ganz herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Zur Slides-Präsentation können wir nicht beraten, aber zu fast allem anderen. Perfekt. Auch das ist super. So, und dann bleibt ein Preis. Stefan, was ist dein Tipp? Wer wird's? Ja, ich weiß es auch schon jetzt. Ach, du weißt es. Ja, gut. Okay. Also, das. Ja, mache ich sehr gerne, weil das ist ein super Bezug. Ich hatte das Team auch schon im Coaching. Da sind jetzt ein paar dabei, die sich vielleicht Hoffnung machen, weil es waren mehr. Aber ich kann nur sagen, vorweggenommen, well deserved. Das Team hat auch schon eine Beratungsanfrage gestellt erst letzte Woche und damit sind wir bei Resider. Herzlichen Glückwunsch an das Team von Resider und ich freue mich riesig drauf. Das scheint hier ohnehin. Vielen super. Dank. Vielen Dank. Wir haben das ganze Team super. Auf dem Tisch. Herzlichen Glückwunsch auch aus dem Baden-Campus. Danke, Stefan, an das Team von Resider. Und damit sind wir durch. Damit sind wir am Ende unseres Demo-Days 2020. Wir haben es virtuell gemacht. Ich hoffe, dass es trotzdem ein kurzweiliges Format war. Es ist natürlich nicht ganz einfach, da 4 Stunden vom Bildschirm zu sitzen. Trotzdem vielen, vielen Dank dafür. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich tatsächlich noch einmal zu bedanken. Natürlich bei der heutigen Jury, bei den Startups, die sich heute die Mühe gemacht haben, ihre Idee zu präsentieren, die sich die Zeit genommen haben, bei allen Partnerinnen und Partnern, die heute mit dabei waren, bei den Preisverleihern am Ende, die auch Partner sind. Nochmal ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Arndt Apfold und an Bürgermeister Oliver Rhein für die Grußworte. Katja Schlichting, Nils Puhlmann für die Startups, die in Kooperationen sind, gerade durch Aktivitäten des Baden-Campus. Ja, und dann alles klar. Und dann natürlich ein ganz besonderer Dank auch an das ganze Team hier vom Baden-Campus. Hat großen Spaß gemacht im Accelerator 2020. Von unserer Seite war es das jetzt. An die Startups hätte ich einmal die Bitte, dass ihr noch drin bleibt. Und ich möchte natürlich, auch wenn es heute schon gefallen ist, die Gelegenheit nicht versäumen, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass wir demnächst mit der Anmeldung für den Accelerator 2021 starten. Das heißt, bleibt einfach aktiv, folgt uns auf allen Kanälen. Der Günther hat es gesagt, macht Werbung, teilt das, teilt auch die Anmeldung für den Accelerator und dann freuen wir uns auf super spannende Teams. Drücken den Teams, die heute da waren, natürlich für die Zukunft, für die weitere Geschäftsentwicklung alle Daumen. Und dann bleibt mir jetzt wirklich nur noch, euch und Ihnen einen schönen Abend zu wünschen und vor allem, wie man es in diesen Zeiten so gerne und so oft sagt, bleibt gesund. Besten Dank, schönen Abend. Danke. Ja, schönen Abend, tschüss. Vielen Dank.